Schönen guten Abend, der Geek Freaks, fast pünktlich, heute ein kleines bisschen später, aber es lag ausnahmsweise mal nicht an mir. Wir haben heute eine Masse an neuer Technik, es ist so viel anders, es ist mehr anders als gleich ist zu den letzten Streams. Also erstmal, wir haben ziemlich viele Leute hier. Da, volles Haus. Das ist einer, der immer nicht redet, aber heute offensichtlich sein Mikrofon gefixt hat, das ist der Moritz, der ist eigentlich immer da. Ich bin immer da. Das ist die eine Sache, die andere Sache ist... Wir sind mal wieder oder endlich wieder fast allen Plattformen bis auf TikTok. TikTok nicht, Facebook nicht, Odyssey nicht. Ja, komm. Wir hatten ein ganz kleines bisschen gefummelt. Wieso macht Twitch jetzt Werbung? Wir sind jetzt in der Twitch-Werbung, Alex. Wir sind in der Twitch-Werbung. Oh, das ist schön. Ey. Moritz ist viel zu laut, mach mal leiser. Ich bin zu laut, ja. Direkt am Anfang Twitch-Werbung, ouch. Ja, perfektes Timing. Ist halt Klassiker. Ich kann nichts dafür, er hat sich so laut geregelt. Aber hey, er hat einen Sub gemacht. Ich hab mich nicht laut geregelt, was? Ja, dein Mikrofon ist halt lauter. Das ist ja laut. Ja, das ist wie immer. Geh mal halt noch etwas leiser drauf. So. Also, ich bin schon mal froh, dass die Jungs am Start sind. Und normalerweise können wir auch alle darstellen. So, schaut mal. Also, der Herr in der Mitte, der ist jetzt neu. Der wird uns helfen beim neuen Tuning-Pack. Also, Hallöchen. Dann haben wir ihn gleich mal mit reingenommen. Ist doch auch schön, oder? Dachten wir uns, hey, machen wir. Kann er gleich mal sich vorstellen und drüber reden. Machen wir auch als nächstes. Wir haben tonnenweise Technik zusammen. Und wird sich ein bisschen was ändern, was unsere Distribution bzw. Ausstrahlung für euch angeht. Heute mal in noch nicht so geiler Qualität und ganz viel Stress. Aber ich kann euch gerne dazu was sagen. Das Bild sollte nicht hin. Das sollte eigentlich super schnell und super passend sein. Ich bin eigentlich so laut wie immer. Also... Wüsst ihr nicht, dass ich jetzt leiser bin, aber wenn ihr möchtet, kann ich noch mal ein kleines bisschen nachregeln, ne? Weil Lautstärke ist ja bei jedem anders. Wie ist eigentlich der Stream in der Lautstärke im Vergleich zu anderen Streams? Ich versuche natürlich immer, die Lautstärke recht comprehensible zu halten, ohne dass es irgendwie durchknattert, aber wir mussten natürlich auch wieder mal ein kleines bisschen was verändern. So, ich gebe mich mal ein bisschen mehr
drauf und versucht mal so ungefähr in dem Bereich zu bleiben. Dann sollte es für euch auch angenehm sein von der Lautstärke her. Und dann quatschen wir erstmal kurz drüber. Eigentlich sollte das Ganze gerade über den Render-Server in Frankfurt gehen, dass wir auch TikTok befeuern können. Aber das Programm TikTok, ja, also dieses Studio-Programm, das man dafür nutzen muss, das ist, nennen wir es mal, abgestürzt. Es hat den ganzen Render-Server mit in den Tod gerissen. Der ist dann einfach gnadenlos mit weggeschossen und hat aber auch alle Streams vorhin mit runtergerissen. Jetzt mussten wir das Ganze umgehen, denn wir senden heute nicht über unsere Technologie in Frankfurt, sondern über eine andere. Wenn er will, kann er Moritz was dazu erzählen, dass wir gleich mal das lassen. Zum aktuellen Stand mal noch nicht, solange es noch nicht läuft. Du willst gar nicht wissen, wie der Stream gerade verschickt wird. Der geht gerade nämlich über Gaukenishofen. Die Übertragung hängt immer wieder, kriegst du als Feedback gerade. Ich wollte es nur dir weiterleiten. Das ist nicht so gut. Ich sende aber, nee, hier scheint es zu laufen. Sehr gut. Ja, aber beim RTMP hängt es auch immer wieder ein bisschen. Bei mir ist auch gerade wieder. Bei mir nicht. Ja. Bei mir nicht. Moritz, soll ich eigentlich das Hochkantbild stoppen, wenn wir es nicht verwenden? Ich eventuell kriegt Instagram, ich weiß es nicht. Mhm. Komm auf Instagram, ob dein Stream läuft. Wenn nicht, dann kannst du ihn stoppen. Okay. Naja. Dann, ja, also wie gesagt, der RTMP hängt auch die ganze Zeit. Hängt es auch die ganze Zeit? Ja. Okay. Ich verstehe. Warum übersteuere ich Alex? Bei mir auch auf jeden Fall. Solltest du nicht, das sollte. Gute Frage, ich habe dich schon leise geregelt. Jetzt sollte das Ganze angenehm sein. Hallo, Test 1, 2, 3, Alex. Dauert 30 Sekunden. Alle sehr gut zu verstehen, außer ich? Aha, die einen sagen, er übersteuert. Übersteuern alle drei. Die übersteuern einfach alle. Hm. Ist es jetzt angenehm? Aber wir müssen mal. Alles sehr gut zu verstehen. Ich muss mal gucken. Ein bisschen leise. Was der Chat sagt. Was sagt der Chat? Der RTMP scheint jetzt flüssig zu laufen. Alle Mix übersteuern immer noch. Oh Gott. Hm? Dann schauen wir doch mal nach. Sagt doch noch mal was, Jungs. Hallo, Test 1, 2, 3. Guten Morgen. Ja, vielleicht sollten wir das nacheinander machen, oder? Nein, auf keinen Fall. Ja, alle schon gut, aber das... Ja. Ja. Ja, sehr gute Idee. Jetzt würde die Hälfte drauf. Na ja, klar sollte die Hälfte drauf sein von der Lautstärke. Chef Sound ist gut. So, also ihr solltet jetzt sehr gut sein und der Ton, ja, siehst du, das ist was sehr Interessantes. Wir haben heute ganz neue Technologie quasi am Start. Und Network das Stream. Das muss man natürlich erstmal ausprobieren. Bei RTMP-Bild hängt, aber Audio läuft weiter. Das ist was ganz Neues, aber ist ja auch klar. Denn das Ganze soll ja über einen anderen Distributionsweg jetzt laufen, unsere Streams. Naja, der RTMP nicht, der läuft genauso wie schon immer. Richtig, aber wir sind am Austrixulieren. So, Alex bei Twitch in Ordnung, Lukas leise, aber das Bild. Ja, lass ich kann mal die Jungs nicht unterschiedlich pegeln, die müssen sich selber. Warum kannst du die Bilder nicht unterschiedlich pegeln? Das konnte ich noch nie in Teams. Kriegst du nicht eine NDI-Quelle für jeden? Ja, ich krieg ein NDI-Bild. Das kannst du in Teams kannst du aber auch einstellen, dass jeder, dass der Ton gespielt sein soll. Das kannst du einstellen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist genau da drunter. Unter dem Knopf mit Teams aktivieren ist ein anderer Knopf für Audio. Moritz, ja, aber dann kommst du auch in die anderen Audioquellen mit rein. Ja, bin ich zu laut oder zu leise? Was bin ich? Du wirst ein bisschen zu laut sein. Okay, Moment dann. Du wirst ein ganz kleines bisschen zu laut sein, aber sonst dürfte es funktionieren. Also schreiben jetzt einige, passt, lass es, ist cool. Okay, Julia, mach dich ja wegen leiser, ein ganz kleines Ticken, dann geht's. Gib deinem Mikrofon einfach ein ganz kleines bisschen Gnade und dann können wir es mal versuchen. Alex, hast du morgen Zeit? Nein. Ich habe Kinder. Übermorgen. Vielleicht abends. Dann setzen wir uns mal hin und setzen den Render-Server neu auf. Super, freue ich mich drauf. Aber worauf ich mich auch freue, ist, dass wir jetzt endlich mal so thermolierungsmäßig mit dem Stream anfangen, oder? Was sagt er? Mach mal. Willst du das? Gut. Ja, klar, müssen wir doch. Also, Titel schon gelesen. Alex. Wie ist denn die Zukunft der Werbung des Adblocks? Ja, Moritz. Nee, was? Hey. Alles gut, mach weiter. Dieser Mann. Also, wie ist die Zukunft der Werbung und des Adblocks? Das ist eins dieser Themen, die natürlich viele Leute gerade beschäftigen, denn sie bekommen nicht nur Aufrufe und Verwarnungen von YouTube, sondern Google will seine Strategie ja auch ändern. Müssen wir mal drüber reden.
zweischneidiges Schwert. Ich rede jetzt nicht aus der Sicht der Content Creator, weil das ist ja für euch Endnutzer völlig egal. Aber was wichtig ist auf dieser Seite ist, dass es Änderungen geben wird. Auch vor allem für die Erweiterung. Google will ja alles Mögliche aussperren. Und ob ihr wollt oder nicht, das meiste funktioniert mit WebKit oder eben einem Google-Derivat. Und Google hat, ich fahre mich mal hier rüber, hat das meiste Sagen, nenne ich es jetzt mal. Google hat das meiste Sagen, wenn es darum geht, was für Webstandards implementiert werden oder nicht. Apple zieht natürlich nach und die einigen sich meistens. So. Und es kommen signifikante Änderungen darauf zu, denn das meiste ist Chrome-basiert. Ob es jetzt Chrome ist oder irgendein anderes Backend oder wie ich immer empfehle, Thorium. Und wir werden sehen, dass in den Erweiterungen und so weiter werden ja Sachen verboten, wie zum Beispiel Adblocker und so weiter und die Features dahinter auch, weil es den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen ja nicht mehr entspricht, beziehungsweise eigentlich das nie entsprochen so hat. Nicht, aber Alex, stopp, das stimmt so nicht. Das Webmanifest V3 ja. Sagt ein paar andere Sachen. Ich habe dir auf Telegram was geschickt, in die Livestream-Gruppe, das war vorgestern Abend. Richtig, das habe ich mir auch schon angeschaut. Es ging jetzt um die Ja, aber hör auf, das AGBs. Zu erzählen. Achso, nee, ich muss doch meinen Satz ausholen. Es geht um die YouTube-AGBs. Da YouTube ja Google gehört und Google den meisten Einfluss darauf hat, welche Standards umgesetzt werden, sind natürlich quasi damit YouTubes AGBs die AGBs der ganzen Welt. Ob man es will oder nicht, der Mächtigste macht die Regeln. Und wir werden uns darauf vorbereiten, dass natürlich für alle Chromium-basierten Edge und so weiter wird das Ganze so durchgeführt werden, dass solche Sachen dann verboten werden, wie ein U-Block oder ein Adblock und so weiter. Andere Sache sind jetzt andere Browsertypen. Gibt nicht mehr so viele, es gibt nur noch Firefox und manche, die nicht genannt werden sollen, haben werden Türen. Aber wieso nutzt man Google? Ja, wir sind YouTuber, du nutzt, wenn du YouTube gerade guckst, auch Google. Ob du willst oder nicht. Freut mich, Paklol, dass du dich über die K70-Empfehlung hier. Ist eine gute Tastatur. Freut mich, dass du die auch geil findest. So. Das Ding dabei ist, wir müssen über diese Werbeblock-Dinge reden, denn es wird noch heftiger werden. Es wird für alle noch heftiger werden. Ob es jetzt erschwingliche Angebote sind, meistens nicht. Sind wir mal ehrlich, meistens sind es keine erschwinglichen Angebote für diese ganzen Werbeblock-Sachen, ob es jetzt YouTube Premium ist und so weiter. Und reden wir mal nicht, beziehungsweise reden wir jetzt noch nicht an dieser Stelle drüber, sondern wenn wir dann ein kleines bisschen weitergehen. Das Aus für NewPipe und Co. WebView ist halt ein kleines Problem. Vanced ist ja schon tot. Revanced wird auch gerade nicht mehr so gut funktionieren. Die Leute versuchen auf andere Sachen umzusteigen. Und es gibt unter anderem einen sehr netten Kanal, den alle von euch wahrscheinlich kennen sollten, nämlich Louis Rossmann. Und der hat auch sehr propagiert eine andere App und Plattform, die solche, ach der Stift, die solche News- und Plattforminfos zusammenfassen sollte, die dafür da sind, quasi die Sachen werbefrei genießen zu können und ohne Tracking und so weiter und so fort. Das Ding ist, das wird auf lange Sicht keinen Erfolg haben. Da wird es viele Klagen geben, da werden dann Dienste in manchen Ländern wahrscheinlich wieder nicht mehr verfügbar sein, aber das ist jetzt die harte Route, die gefahren wird. Werbung nichts mehr ausblenden. Das heißt, es bleibt für die Nutzer mal wieder nur eine Sache übrig. Entweder wir passen uns alle an und akzeptieren diese Art der Werbung, die sie dann propagieren werden, oder wir verlassen diese Plattform. Das Ding ist, das ist die größte Plattform von diesen Plattformen. Das heißt, die anderen kleineren Plattformen werden zu einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad hinterherziehen. Brave ist bis jetzt mit aller Werbung verschont, aber wie lange es Brave in dieser Art noch geben wird, schauen wir uns an. Weil da wird dann nämlich auch schon ganz viel reingefeuert. Und Twitch ist auch schon dabei, das Gleiche zu machen. In Twitch kannst du die Werbung ja eh nicht meistens blockieren. Ich kenne niemanden, der Twitch-Werbung blockieren kann. Könnt ihr die blockieren? Habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen, weil ich dann eh einen Fehler 500 kriege. Also, Twitch, Nitro. Ja, Nitro. Zahlen, alle wollen, dass man zahlen will. Ne? Genau, anonym und. Komme ich gleich auch noch was. Ich hab nämlich vorhin eine News gelesen und es ist halt bedenklich. Stream hängt aber richtig, sagt Twitch. Hängt er wirklich so euch? Ich kann es von mir aus nicht sagen, weil bei mir geht alles flüssig raus. Ja, komplett. Weil ich gehe komplett flüssig raus. Wollen wir wieder da zurück? Auf was bist du zurück? Backup. Ja, YouTube ist zu 100% konkurrenzfrei im Moment. Klar, wissen wir, hat die größte Serverinfrastruktur, hat eine der größten Firmen der Welt als Backend. Frage ist, wie weit und wie lang geht das? Ich zum Beispiel habe viele Werbung blockiert, ich habe viele Sachen blockiert über ArtGuard, ich habe viele Server und so weiter blockiert.
zum Teil startet zum Beispiel der Fernseher dann nicht mehr, der Samsung Smart TV will nicht mehr, die anderen Dinge gehen nicht. Und wir wissen, und das wissen wir natürlich aus zuverlässiger Quelle, wenn ihr irgendetwas anderes nutzt, wie integrierte Apps in Fernsehern, bekommt ihr zum Beispiel bei Disney Plus kein 4K. Auch mit der Disney Plus App am PC bekommt ihr kein 4K. Auch nicht in Chrome, auch nicht in Firefox, auch in keinem anderen Gerät. Ihr bekommt 4K bei Disney Plus nur, wenn ihr Smartphone oder PC, also nicht, ist das nicht, sondern bei Netflix? Warte, TV-Box geht 4K, Fernseher geht 4K, Smartphone mit der Original-App geht 4K. PC mit der App geht nicht 4K. Netflix kannst du mit dem Browser-Add-on auf 1080p, weil es dann faked im User-Agent, dass es jetzt ein Fernseher ist, kriegst aber nur 1080p, 4K geht auch nicht. 4K geht auch wieder nur am Fernseher. Ich hab die Bitrates nachgetestet. Diese ganzen Streaming-Apps, auch das Gleiche, ob du jetzt HBO nimmst, auch das Gleiche, ob du BBC-Player nimmst, alle erlauben nur noch am Fernseher, Smartphone, 4K. Weil sie nicht wollen, dass der DRM-geschützte 4K-Stream in den Umlauf gerät. Weil mit PC hat man zu viel Möglichkeit, so einen Stream abzugreifen und speichern zu können. Und deshalb macht es keinen Sinn, 4K zu zahlen, wenn man PC-Nutzer ist und nicht am Smartphone oder am großen Fernseher das Ganze anguckt. Das ist leider so. Das würde immer schlimmer werden natürlich, weil physikalische Medien werden abgeschafft und dann irgendwann kannst du auch wie bei Amazon nicht einfach einen Film noch runterladen. Das schaffen sie Stück für Stück ab. Wenn ihr also 4K gucken wollt, geht um den Fernseher nichts drum. Ist leider so, weil es nicht funktioniert. Ihr bekommt einfach die Bitrate nicht raus, ihr kriegt ein 720p-Bild. Das dann einfach hochskaliert wird und das seht ihr nur, wenn ihr den Stream zerpflückt und euch die Infos genau anschaut. Und auf dem Handy macht 4K gucken keinen Sinn. Da kannst du auch das günstigere Abo nehmen. Also da haben wir eine Differenz zwischen diesen Abo-Modellen. Jetzt haben wir in YouTube, falls ihr in YouTube gerade seht, ein ähnliches Abo-Problem. Wir haben zwar YouTube Premium, was wir jetzt nutzen beruflich, klar, aber viele Leute nicht. Und viele wollen auch nicht Lite und viele wollen es nicht im Ausland kaufen. Dürft ihr unter anderem, in der EU ist das legal, könntet viel Geld sparen. Wichtig ist, es gibt jetzt eine neue Zweiklassengesellschaft. YouTube hat seit einer Woche ungefähr so plus minus eine neue Reglementierung rausgebracht. Die Reglementierung besagt, pass auf, ihr habt jetzt in YouTube Premium die Version YouTube Premium HD. Das heißt, ihr habt HD als Option und Premium HD. Premium HD ist aber nicht von Haus auf ausgewählt. So, jetzt wurde gemunkelt im Netz. Gemunkelt. Könnt ihr selber rausfinden oder nicht bestätigen, dass der normale HD-Stream im Laufe des letzten Dreivierteljahres immer schlechter genervt wurde, dass Premium HD rausgebracht werden kann mit höherer Bitrate. Und es stimmt, ihr kriegt eine höhere Bitrate. Ihr kriegt bis zu 25 Mbit bei Full HD. Das ist ein sehr gutes Full HD-Bild. Wenn der Creator in mehr als 25 Mbit hochgeladen hat, könnt ihr fahren. Wenn. So, und dann habt ihr noch das nächste Ding. Dass, wenn ihr normal YouTube schaut, müsst ihr euer HD-Stream zwar eine ähnliche Bitrate aufweisen, aber viel mehr Artefakte. Könnt ihr testen, indem ihr Videos mit viel Konfetti und Glitter anschaut und mal auf HD schaltet. Und dann könnt ihr mal gucken, wie gut die Qualität bei euch noch ist. Das heißt, sie drosseln die Bandbreite für Nicht-Premium-User. Vielleicht, eventuell. Kann man nicht wissen. Könnt ihr mal ausprobieren. Und wir sehen, da kommen immer mehr diese undurchsichtigen mehrfachen Modelle. Abonnentenmodelle. Und jeder hat seine eigenen Abo-Modelle und alle. Und jetzt wird diktiert, dass Werbung kann man auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Und dann sagen sie, ach, dann quitte ich das ganze Ding Medienkonsum überhaupt. Das Ding ist, das wird auch nicht so sein. Weil viele sagen, ja, wir quitten den Medienkonsum und ändern unser komplettes Nutzungsverhalten. Das machen die Leute nicht. Das ist wie bei Twitter. Die Leute schreien ein paar Monate und dann kommen sie zurück. Und sind aber grummelig dabei, aber kommen trotzdem zurück. Weil das Boykottieren nicht anhält. Und das macht die Masse dann auch nicht mit. Und vor allem, es bringt Boykottieren nichts, wenn es keine andere Alternative gibt. Und das Interessante ist, die Alternative ist es in dem Moment, wenn es eine gleiche oder ähnliche Reichweite oder Potenzial dazu hat, dass die Leute gerne auf einen alternativen Zug aufspringen. Das Einzige, was passieren wird, wenn YouTube Werbe blockt, ist, dass alle zu TikTok springen. Sehr gut, verkauft den Chinesen eure Daten. Weil, ne? TikTok, ihr stimmt ja auch zu, dass alle Sachen, und das ist die Überleitung zum nächsten Thema, ihr stimmt alle zu, dass alle Sachen, die TikTok frisst, AI-technisch verarbeitet werden. Nicht nur die Taten der einzelnen Personen, dein Gesicht wird aufgezeichnet, alles wird in Modelle gepackt, alles wird für Trainings in China verwendet. Die schnappen sich alles und zerlegen es. Und optimieren das dann natürlich auf Verkauf und auf Personenrecht ist da eh egal. Wissen wir, das nächste Problem ist, wir haben mit Microsoft so ein ähnliches Problem. Ihr wisst ja, die Integration des Copilot und so weiter
ist auch ein Problem, denn der Copilot, der kann zwar in der EU deaktiviert werden, aber wir wissen ja, auch wenn die Telemetrie in Windows deaktiviert wird, sie trotzdem gesendet. Also man kommt mittlerweile, man muss leben wie ein Einsiedler, wenn du deine Daten, also ich habe mich ja eh daran gewöhnt, persönlich des öffentlichen Lebens, mir ist das alles wurscht, aber wenn du nicht wie ein Einsiedler leben willst, kommst du nicht mehr drum, denn durch irgendeinen Dienst, durch irgendein Ding wird deine Daten und dein Zeug eh verkauft und weggenommen, ist klar. So funktioniert übrigens der Recapture, wusstet ihr das? Capture, wusstet ihr, früher war dieser Capture, man musste da Zahlen und Buchstaben eingeben und irgendwann war es so schlimm, dass man sie nicht mehr lesen konnte, denn die Capture waren dazu da, Bots von Menschen zu unterscheiden. Die Bots waren dann irgendwann im Tippen besser wie die Menschen, die haben 98% Erfolgsrate gehabt, die Menschen nur noch 3, weil die Texte nicht mehr lesbar waren und dann haben sie diese Kästchen. Warum Capture ja. gebaut wurde am Anfang? Ja, halt um Bots auszuschließen. Nee, um Zeitungen zu digitalisieren. Ja, gut. Google, ne? Google ist dahinter. Capture ist von Google. Und Recapture auch. Recapture nicht. Doch, Recapture. Wurde von Google gekauft. Jetzt. Der erste das sind kleine Kästchen. Mit diesen Zeitungs-Screenshots, das war nicht von Google. Das stimmt, aber die haben es relativ früh aufgekauft, um es halt ne, zu ersetzen. Ich will bloß raus. Wisst ihr, wie Recapture funktioniert? Recapture, egal welche Seite ihr nutzt, die Capture oder Recapture nutzt mittlerweile. Das ist ganz wichtig für euch. Das ist niemandem bewusst. Ihr müsst da so ein Bildchen auswählen. Da steht da dort, wähl den Hydranten aus. Jeder von euch hat die Dinger schon gesehen. Wähl eine Ampel aus. Wähl nicht nur die Ampel oder den Hydranten aus, wähl den Traktor aus. Oh, du hast eine Ecke vergessen, fang nochmal an. So ist das nicht. Es ist scheißegal, was du klickst. Deine Mausbewegung wird aufgezeichnet. Das ist das Erste, weil die soll ja, Bots können nur in gerader Linie blöd sind. Nein, nicht nur die Mausbewegung wird aufgezeichnet. Dann wird aufgezeichnet, was du klickst, klar. Aber Recapture funktioniert so, dass es deine Browser-History und Cookies durchgeht und anhand dessen, wo du Datenleaks hast und ob sie Daten kriegen, daran wird ausgemacht, ob du ein Mensch bist oder nicht, was du dir vorher angesehen hast. Wenn du dir vorher angeschaut hast, ob du eine Salbe für deine Furunkel kriegst, ja, das muss ein Mensch sein. Und die gehen und die haben die Erlaubnis. Das ist, du musst nicht mal mehr nicht akzeptiere Haken bei Recapture drücken, das ist automatisch mit drin. Weil die Seite, wenn sie Recapture nutzt, muss das in ihren Cookies haben. Wurscht, also Daten schon gekauft. Die nehmen sich alle deine. Stopp, stimmt nicht. Stimmt nicht? Stimmt nicht ganz. Die Seite muss dir sagen, dass sie Recapture nutzt, ja. Richtig. Das Problem ist, das wird als funktionaler Cookie gesehen. Oder wenn die Seite nicht funktionieren soll. Das heißt, du musst nicht akzeptieren. Mittlerweile gibt es ja selbst Recapture, ohne dass du den Recapture überhaupt siehst. Es gibt ja den unsichtbaren Recapture. Das hätte ich als nächstes erzählt. Ich möchte bloß, ja, lass mich mal, weil es ist ganz wichtig für die Leute, die denken, sie können Google und den Datenspionagediensten, ich blocke YouTube, ich blocke Google, da gehe ich gar nicht hin, nur Firefox nutzen. Tja, ihr landet auf einer Seite, die Capture oder Recapture nutzt und trotzdem sind genau die gleichen Daten bei Google. Und ihr könnt nichts tun. Ob ihr wollt oder nicht, auf die ein oder andere Art. Dann kommst du halt nirgends mehr hin. Dann kannst du keine Seite mehr aufmachen. Dann kannst du weder deine Nachrichtenseiten aufmachen, dann musst du leben wie ein Einsiedler. Und das wollte ich jedem einmal klar machen. Es ist eine schöne Theorie, dass man sagt, hey, ich blocke einfach diese Google-Sachen weg und ich lebe Google-frei. Auf meinem Handy kommt kein Google drauf, ich passe hier auf, da passe ich auf. Ja, eine Seite, die Capture hat und schon ist vorbei. Und das wollte ich jedem ganz wichtig mitgeben. Da kannst du deinen Fernseher wegblocken, da kannst du alles machen. Wurscht. Und jetzt kann der Moritz. Hau mal rein. Wir haben extreme Hänge bei Twitch. Und bei YouTube angeblich. Wollen wir... Wir brauchen ein neues Covid-Ziel, können wir machen. Wollen wir was? Ich weiß nicht, wo unsere Streamhänger herkommen. Von mir kommen sie nicht, weil mein Stream im Moment natürlich stabil ist. Ja, das Problem ist, anscheinend ist es ein bisschen zu inkonsistent, was YouTube kriegt. Und deswegen wird es hier teilweise runtergedrückt auf 30 FPS. Okay. Irgendwo. Das klingt nicht so gut, ne? Nee, wollen wir versuchen, das wieder über den Weg von letzter Woche zu machen? Du willst den Stream wieder aus einer anderen Quelle schicken? Naja, so wie letzte Woche. Ich weiß nicht. Ja, aber dann hält es wahrscheinlich an, ne? Naja, es lief ja die letzten Wochen. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat er mit dem neuen Setup hier. Ja, richtig. Wir müssen hingehen und einen Render-Server fixen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, aber das Windows ist halt so kaputt mittlerweile. Auch durch die ganzen Chipsatzwechsel. Twitch ist
Twitch ist ganz schwierig, sehe ich hier. Twitch ist ganz schwierig gerade, ne? Das ist, Ja, dass YouTube okay ist, aber Twitch ist jetzt ein Problem. Twitch ist ein Problem, ja. Ja, schreiben sie aber alle. YouTube okay, ja. Moment, Twitch startet mal neu, bis wir sind gleich wieder da. Moritz versucht es zu reparieren. Wir gehen dann auch auf den neuen Lukas drauf ein, was der hier macht. Und der alte Lukas ist eine gute Frage, wo der sich rumtreibt. Denn der könnte jederzeit in den Streams hier mitmachen, hat sich aber nicht angemeldet. Der ist wahrscheinlich unterwegs am Wochenende, jedenfalls viel im Moment. So, also ich wollte euch nur sagen, das ist eine der Sachen, über die wir quatschen. So, aber es gibt noch viel, viel mehr Thematisierungen, wo ich noch kurz drauf muss. Passt auf. Ich bin sehr leise. Okay. Ja, bist du. Ja, du bist leise. Ja, Alex, du hast eben noch gesagt gehabt, ich soll mich leiser stellen. Da hat Teams dann irgendwie Variabilität. Du kannst dich gerne noch ein kleines bisschen, sagen wir mal so, 8 dB, 9 dB. So. Ja, das ja schwierig. Ja, ich Teams mal, macht Faxen. Man hört ihn hier so normal und dann hört man den Stream parallel und dann haut's da hoch. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt lauter bin. Du bist ein bisschen zu laut, ein ganz kleines bisschen lauter. Ja, so. Jemand hat gerade ganz schlimme Störgeräusche gehabt im Stream. Ja. Weiß ich nicht, ist jetzt besser? Könnt ihr mal an die Leute, die auf Twitch zuschauen, könnt ihr mal bitte schauen, ob das Stream jetzt besser läuft? Twitcher Jana, seid ihr da? Hallo? Gib mir ein paar Sekunden. Läuft besser, ja. Okay. Gut. Technik Tendo, es ist ganz einfach. Wie hoch sind die Stromkosten? Ich habe 2 Kinder, eine Waschmaschine, einen Trockner, ein dreistöckiges Einfamilienhaus und eine Firma. Und ich habe 240 Euro im Monat. Aber wird jetzt weniger, weil es jetzt mit den Solar noch mehr ist. Kommt was, kommt Videozeug, kommt. Videosachen kommen. Glaubt mir, das wird spannend. Gehen wir kurz noch rein. Wir waren gerade bei dieser blöden Thematik, dieser Premium-Abos. Und wir werden alle abgezockt und alles ist schrecklich. Und Werbung wird uns zugeschmissen. Unsere Daten sind eh schon verkauft, kannst eh nichts mehr machen. Es liegt ja nicht in unserer Hand. Wir sind ja in Deutschland. Wir haben den wenigsten Einfluss von allen Dingen. Was wir machen können, ist aufpassen. Das stimmt. Aber wir müssen uns auch mit gewissen Sachen abfinden, dass die Währung eben jetzt mittlerweile, es gibt nichts umsonst, hat es noch nie gegeben, man bezahlt halt mit seinen Daten. So. Wichtig ist, es geht jetzt nicht nur darum, dass Dinge schwierig sind, wie zum Beispiel Datenverkauf. Ich will zum Beispiel das hier nicht haben. Habe ich heute gelesen. Und mein Sohn, der hört gerne Tonybox. Wenn ihr nicht wisst, was eine Tonybox ist. Eine Tonybox ist ein kleines Gerät. Da stellst du eine Figur drauf, eine Sammelfigur, die spielt dann etwas ab. Ein Hörbuch, eine Musik, die Sendung mit der Maus, die Bibi Blocksberg. Sehr schön für Kinder, die gerne Figuren sammeln. Mein Kind sammelt nicht nur gerne Dinosaurierfiguren, sondern auch so Tonyfiguren. Ding dabei ist, ich möchte nicht, dass diese Box ans Internet gebunden ist. Also nichts, was Abhör, Kamera, Video mit meinen Kindern zu tun hat. Deshalb haben wir keine Alexa im Kinderzimmer, sondern eine Tonybox oder einen kleinen MP3-Player, auf dem man dann Musik hören kann. Ich möchte jetzt nicht, dass das Ding ChatGPT bekommt. Möchte ich nicht. Das ist ein Problem. Und alle springen auf den Zug der AI auf. Es ist aber keine Sache, die ich möchte. Brauchen rote Linien. Ja. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Das Ding ist, wenn man dann Hörbücher, bei Kassetten kriegst du so selten her, bis gar nicht mehr. Deshalb mache ich MP3-Player und so weiter. Aber Figuren sammeln ist halt auch schon. Ich habe eine Tochter, die würde halt auch gerne mal dann erben wollen vom Bruder. Ah, ist das nicht schön? Und das ist nur eine der Sachen. Die Tonys bekommen jetzt ChatGPT, klar. Aber was ist das Nächste? Es wird Stück für Stück alles dahin umgerüstet. Ja, ich habe Alexa sonst im ganzen Haus, außer in den Schlafräumen. Im Stockwerk oben habe ich nichts. Schlafräume sind aus. Und das ist auch wichtig. Denn Privatsphäre der Kinder muss geschützt sein. Hilft mir natürlich jetzt nicht, wenn ihre Abhörbox auf einmal AI-Technologie dran hat, um ihre Daten zu verwerten. Irgendwann. So. Schlägt sich natürlich überein, weil viele AI-Forscher haben jetzt gesagt, hey, wir haben die kritische Schwelle nicht mehr in 20, 30 Jahren erreicht, sondern in 3 bis 8 Jahren, wo es irgendwo auf der Welt eine KI oder AI geben wird, die schneller oder klüger ist als ein Mensch. Weil jetzt nämlich im Moment alles exponentiell läuft. Vor einem Jahr wurde ich dafür nur verschrien für irgendein komischer Schwurbler. Was aber verkannt wurde, ist, dass Technologien, die selbst lernen, sind exponentiell funktionieren, wenn du ihnen genug Ressourcen hinschmeißt.
Habt ihr mal gelesen, wie viel Strom die Rechenzentren, die AIs betreiben, fressen? Mehr als ein Atomkraftwerk. Ja. Die werden gerade richtig reingeschossen. Und alle kaufen diese Dienste, alle liefern diesen Diensten Daten. GPT-5 wird gerade trainiert. Wir landen komplett an dem Punkt, wo die typische Wissenschaftsfrage gestellt ist, ja, wir tun, weil wir es können. Wir hinterfragen nicht, ob wir es sollten. Ne? Und das ist immer so mit jeder Blase. Es war mit der NFT-Blase so, es war mit der Bitcoin-Blase so, es war mit der Tulpen-Blase so damals. Es ist mit jeder Bubble das Gleiche. Die Leute wittern Geld und springen drauf wie Lemminge über die Klippe. Warum? Weil Menschen gierig sind. Und jeder versucht sich aus seinem traurigen Leben, weil er nicht zu den Top 0,01 Milliardären gehört, sich irgendwie reinzukaufen mit irgendwelchen Tricks und so weiter. AI zieht definitiv sehr viel mehr Strom als Bitcoin. Oh ja. Definitiv. Oh ja. So, das Ding ist, wir können nicht vorhersagen, was die nächste Blase ist. Wir können nur versuchen, was uns eh wenig bringt, aber wir können nur versuchen, dass AI nicht die letzte Blase sein wird. Der Rockos Basilisk. Ich tue ja schon alles, um ihn ins Leben zu rufen. Bitte bring mich nicht um. Kennt ihr dieses schöne Gedankenexperiment? Der Basilisk. Willst du das wirklich tun? Willst du das wirklich tun? Kennst nicht. Also am BN ist schon doch wieder Zukunft. Ja, die Frage ist, ob überhaupt, also normalerweise, weißt du, welcher Job am einfachsten zu AI-isieren wäre? CEOs. Ja, habe ich auch gelesen. Nee, weil die müssen doch Verantwortung übernehmen. Das sind doch die, auf die Schuld geschoben wird. Das wäre doch der perfekte Job für eine AI. Ja, und bevor jetzt ja, ich muss du gehen. Du kannst der AI doch nicht die Schuld geben, dann ist die Frage, ja, doch. Warum gibt es die AI? Natürlich kannst du das. Ja, oh, die scheiß Technik wieder. Ja, aber da gibt es doch niemanden, den du feuern kannst, wenn irgendwas schief geht. Greenstone. Ich muss jetzt mal einen Sidetrack machen. Habt ihr Bock auf einen Sidetrack? Denk mal schon. Ich meine, unsere Zuschauer, die denken sich, komm, Theater aus, oder? Mach mal Theater aus. Achtung, Chat, es kann sein, dass ich jetzt mal was nicht lesen kann, denn ich erzähle jetzt mal was. Das mache ich selten, aber so mal. Komm, let's do it. Achtung, ich schalte mal ein bisschen um. Wupp. Und ich erzähle mal was. Ah, endlich normale Menschen, ne? Pass auf. Wir kennen alle Mr. Super Crazy. Mr. Super Crazy, der gesagt hat, ich mache ein Betriebssystem, Temple OS, denn ich kann direkt mit Gott reden. Das ist die eine Art von crazy, autistisch crazy. Die Person, die so gut programmieren kann und quasi... Nee, der war einfach nur crazy. Der dachte, er wird... Nein, der war ein göttlicher crazy. Der hat Code auf einer Basis verstanden wie niemand anders und wurde dann paranoid schizophren. Kannst du halt... Ja, okay. Hast du aber... Er war vorher schizophren. Nee, das wurde dann erst nachher nach. Der war ein guter Entwickler. Also ich habe mir mal die ganze History durchgedingst. Was ähnliches war es mit Herrn McAfee. Falls ihr nicht wisst... Kurzer Roundup, wer Herr McAfee ist. Wir machen mal einen kurzen historischen Background und dann gebe ich euch mal ein bisschen. John McAfee. Eine Legende. Warum? Weil 90% der Sachen, die über John McAfee im Umlauf sind, nicht stimmen. Wildes Leben. Völlig wildes Leben. Wilder Mann. Jeder hat eine andere Meinung. Die Realität ist sehr schwer zu differenzieren, vor allem investigativ. Ich wollte schon ewig ein Video drüber machen, habe es aber bis jetzt nicht geschafft, denn die Quellen sind zu undurchsichtig. Passt aber sehr gut zu dieser Parabel, die ich mal aufwerfen möchte. Denn über John McAfee wird viel erzählt. Und falls ihr es nicht wisst, dieser Mensch war einer der Ersten, der in den 80ern gesehen hat, pass auf, es könnte sowas wie Computerviren geben und hat als erstes das erste Antivirenbetriebsprogramm rausgebracht, McAfee Antivirus. Der hat diese Marktlücke gesehen, ist reingecrashed, hat damit 100 Millionen gemacht. Und dann gab es immer wieder shady Sachen rauf und runter. In anderen Ländern gewesen, versucht synthetische Drogen herzustellen, hat es geheißen. Und die anderen sagen, nee, der wollte in Belize keine Drogen herstellen, sondern der hat gesagt, pass auf, er will Antibiotika, kostenloses Antibiotika aus Dschungelgewächsen für alle machen. Und dann gab es ganz wilde Theorien hin und her und Wahrheiten waren sehr undurchsichtig. Was man weiß, ist, dass dieser Mensch nicht entlebend gefährdet war. Der wollte hart leben, ist aber leider in Spanien in der Zelle, in der er dann gesessen hat, weil er nicht an die USA ausgeliefert werden wollte wegen Steuerhinterziehung, ist er dann
entlebt worden, ne? Hat das Game gequittet, ja. obwohl er eigentlich das Game nicht quitten wollte und sich sogar tätowiert hat, dass er das Game nicht quitten wird. Und wenn das passiert, dann war es nicht er. Und darüber möchte ich mal was erzählen. Das ist nämlich sehr interessant. Wir haben zu viele Unwahrheiten und Undurchsichtigkeiten im Netz. Ich gebe euch mal mit, was man weiß und finde sehr interessant, wie diese Parallelen dazu sind, vor allem zu diesen Datenschutzleaks und so weiter. Was man weiß ist, dass dieser Herr verstorben ist. In diesem Gefängnis. Kurz nachdem er ein Interview gegeben hat. Und in diesem Interview hat er zum Beispiel erzählt, dass er an die Beamten in Belize Laptops gespendet hat. Hightech-Laptops, die er halt mit Malware voll geprügelt hat, weil er herausfinden wollte, ob es gerechtfertigt war, dass er eingesperrt wurde. Hat aber herausgefunden, nach seinen Angaben, dass CIA und hohe Staatsmitarbeiter aus den USA die größten Drogendealer und Menschendealer und Händler sind, die es gibt. Die es gibt, die reichsten. Also die stecken in den, hat er gemeint, ja, er hat halt herausgefunden, dass auch in Belize und überall, und dass die halt Menschen und Drogen handeln und dass dann die größten Drogenhändler und Menschenhändler sind, die es gibt. Und er hat diese Personen herausgefunden durch diese Spyware. Komischerweise, kurz danach war er entlebt. Hat er aber auch noch gepostet auf Twitter, dass falls ihm was zustößt, hier in diesem Gebäude, da und da, in dieser und dieser Stadt, da hat er die ganzen Daten aufgehoben und Festplatten und die Leute sollen sie so schnell es geht grabben. Dieses Gebäude war eine Woche später eingestürzt, zufälligerweise. Soll ihm gehört haben. Es gibt lauter so Zeugs. Weiß der nicht, was dahinter ist und wie. Was der aber weiß, ist, dass er im gleichen Interview behauptet hat, dass zum Beispiel Snowden fake ist. Dass die USA immer ein Opferlamm haben und dass es völlig egal ist, was er gesagt hat, sondern der wurde dafür geopfert, um zu zeigen, was mit einem Menschen passiert, wenn er was verpfeift. Ne? Auch mit diesem Datenschutzzeug. Sollte so ein Exempel sein, so hey, wir outcasten den, tun so, als wenn er nur noch in Russland leben kann, einfach um den Leuten Angst zu machen. Weiß der auch nicht. Ist eine dieser Geschichten, die gerade so wieder ein bisschen hochgekocht ist, aber das zeigt, wie sensibel und schwierig das Ganze mit Daten und Datenschutz ist. Auf der einen Seite darfst du über ganz viele Dinge nichts wissen im Hintergrundprozess und sie sind sehr undurchsichtig zu hinterfragen, zu durchschauen. Wie zum Beispiel, wo geht die Technologie hin? Wo gehen unsere Daten hin? Wofür werden die benutzt? Welche Daten hatten irgendwer überhaupt? Wo sind die Rechte überhaupt dieser Daten? Und die nächste Frage ist, wenn so ein Unternehmen uns sagt, wie zum Beispiel LG Beste, falls ihr einen LG-Fernseher zu Hause habt, in den Settings, in den Einstellungen gibt es eine Option, da muss man ganz runterscrollen über und so weiter, über uns, und dann ist da die Einstellung Default aktiviert, beim 3.000-Euro-Fernseher, Default aktiviert, verkaufe meine Daten an LG. Die musst du ausmachen, die ist Default an. Da steht wirklich dort Daten verkaufen. Um es auszumachen, dass Video, Kamera, Ton und so nicht vom Fernseher verwendet wird und dein Nutzungsverhalten, musst du die, hey, ich verkaufe meine Daten an euch, ausmachen. Die Standard an. Und das machen alle Hersteller, ob sie es dir jetzt sagen oder nicht. Die nächste Frage ist, wenn du das ausmachst, weißt du, ob die Daten nicht verkauft werden. Und da kommen wir jetzt full circle zu dem Thema Werbeblock, das ich angesprochen habe. Denn, und das ist ganz wichtig, der Werbeblock funktioniert zum Teil und zum Teil nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Unterschiede kennt zwischen Block von HTTPS, von TLS, von DOH, DOT, was es da nicht alles gibt. Die helfen nur begrenzt. Ich zum Beispiel selbst habe ja viele solche Adblock-Dinger dran. Microsoft-Dienste, und das ist eins der nächsten Themen, wo mich den Jungs, die grätsche ich auch gleich mal mit rein, wir müssen über Microsoft leider schon wieder reden, es tut mir so leid, weil die letzten Wochen drunter gelissen haben, aber es geht nicht anders. Und diese Dinge gehen nur bedingt. Jeder Traffic, der nicht verschlüsselt ist, weil da gibt es verschiedene Verschlüsselungen und Dingsmethoden, wie trotzdem die Daten durchwandern. Aber was du machen kannst, ist viele Server blocken. In meinem Haus sind die meisten Amazon-Dienste, Google-Dienste, Microsoft-Dienste alle weggeblockt, außer für die Software, die ich gerade wirklich in diesem Fall brauche. Und diesen einen Server und diese Verbindung habe ich freigegeben. Für die Zeitraum, wo ich sie nutze, wie zum Beispiel in diesem Stream Teams. Und danach wird es wieder zugemacht. Das kann ich. Können nicht alle. Das ist das Nächste. Und einem fällt dann erstmal auf, wie viele Seiten überhaupt nicht mehr funktionieren. Das werdet ihr dann im Technus-Beitrag sehen, wenn auf einmal wie ein Future gleich nicht mehr geht. Weil alle mit Werbung um sich schachern und Cookies. Und wenn du das alles mal wirklich zumachst, siehst du überhaupt erstmal, was überhaupt noch funktioniert. Vieles nämlich gar nicht mehr. Sogar mein Netatmo ging nicht mehr. Musste ich meinen eigenen, sondern der eigentlich nicht in der Cloud arbeitet. Alex? Puh, ja? Ich wollte vorhin eine Rechnung vom Rechenzentrum bezahlen. Geh auf die Seite, das ist hier ein Third-Party-Zahlungsdienstleister gewesen. Ja. Geh auf die Seite,
war mit dem neuen, war mit dem Browser halt noch nicht auf der Seite. Sehe ich, okay, der fragt mich nach Cookies. Ja. Aber ich sage, akzeptiere. Und hast da. Sehe ich oben im Text, möchten Sie Cookies von unseren 765 Partnern akzeptieren? Ja, so muss es sein. Da darfst du bei jedem legitimes Interesse ausmachen. Ich hasse es. Gib mir deine Niere. Hat eine halbe Stunde gedauert. Muss mittlerweile nicht mehr, weil mittlerweile muss es einen Knopf geben, der alles nicht technisch Notwendige deaktiviert. Ja, wer hält sich denn dran? Was denken ihr, womit ihr mit der Deutschlandcard wirklich zahlt? Oder Payback? Das sind tatsächlich die, ja natürlich, Payback. Kaufland-App. Das ist ja genau dafür da, du bekommst ja eben diesen Bonus, weil Daten gesammelt werden. Und du kommst damit auch nicht raus, ne? Damit bekommst du ja auch deine Angebote. Genau, das ist ja das Ziel davon. Das ist ja zum Datensammeln. Nee, aber das ist 700 Partner. Ich habe mich letztens schon bei, wo war das? Bonn City, genau. Habe mich da schon ein bisschen aufgeregt über das, dass ich 180 Partner da drin stand. Darf ich kurz mal... 760 Partner bei einer Zahlwebseite. Ich möchte da meine Rechnung nur bezahlen. Mehr möchte ich da gar nicht machen. Ja, keine Ahnung. Kannst du nichts machen. Da verlangst du schon zu viel. Sekunde, ich unterbreche mal unser thematisches Ding für eine Zwischenfrage, die hier gerade reinkam, die sogar zu lang ist für meine Einblendung. Seht ihr das? Also, lese ich vor. Kurze Frage zu deinen Schocks. Zunächst vielen Dank für das Video. Konnte nicht widerstehen, habe sie mir direkt bestellt, welche heute ankam. Jedoch habe ich in der App das Problem, dass die ganze Zeit, dass ich ein Firmware-Update durchführen möchte. Möchte es aber starten, habe ich angeblich die aktuellste Version. Hattest du ein ähnliches Problem? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte aber ein ähnliches mit den Anker. Um ein Firmware-Update bei diesen Dingern richtig zu starten, Ladecase und anstecken. Angeladen lassen, bis sie 100% vollgeladen sind, dann das Update machen. Ich habe es im Case geschlossen gemacht, wie es ankam. Deshalb hatte ich solche... Die meisten haben da immer so Firmware-Checks im Hintergrund, ob die Dinger 100%... Wie beim Laptop kann das manchmal schief gehen oder beim Smartphone. 100% laden, im Case anstecken, zu, Case aufklappen, Dinger aber im Case lassen und dann updaten. So mache ich es bei allen In-Ears, weil es buggt manchmal. Ja, auch in anderen Reviews gesehen. Das ist ganz normal, dass das hat bei mir bei fast in allen In-Ears oder On-Ears hat es gebuggt. Auch bei der Tickwatch war es genauso. Naja, wenn, sehr, sehr geiler Preis. Diese Seite meiden ist für mich keine Option, weil dann, stehen meine Server in einem Monat vor der Tür. Das geht nicht. Das nächste ist, Moritz, jetzt werdet ihr alle involviert. Wir haben eine neue Policy für unser Zero Trust. Auszuholen, was Zero Trust ist. Wir arbeiten daran, alles so sicher wie möglich zu machen, Geschäftsgeheimnisse von uns zu hüten und so weiter und so fort. Das ist nicht leicht, das ist ein stetiger Prozess, wo wir auch stetig Meetings fahren müssen. So, jetzt wissen wir, dass wir leider schon wieder eine Microsoft News haben. Für alle draußen, die es nicht mitbekommen haben. Bitte. Microsoft hat ein Problem, denn die denken, die sind Gott. Microsoft hat jetzt angekündigt und ich erzähle es kurz und dann diskutieren wir mit den Jungs und mit euch drüber. Hört kurz zu. Microsoft hat angekündigt, sie scannen jetzt alle Mails, die über den Mail-Client gehen. Und viele nutzen den leider. Und sie scannen sie alle durch, nicht nur auf Wort und Text, sondern auch die Dokumente und die ZIP-Dateien. Das nehmen sie sich heraus, dass sie dir alles durchscannen dürfen. Sie scannen Files durch, denn für Teams wird der normale Browser abgeschafft und es wird Files integriert. Also Files wird abgeschafft, es wird OneDrive integriert und OneDrive wird durchgescannt. Das heißt erstmal, alles im Drive wird gescannt. Und alle Mails werden gescannt. Jetzt geht es sogar noch einen Schritt weiter. Sie haben ihre AGBs für Windows 11 aktualisiert. In denen steht drin, dass sie sich herausnehmen dürfen. Ob sie es tun, werden wir gleich diskutieren. Dass sie sich herausnehmen dürfen, deine komplette Festplatte zu scannen, alles durchzugehen, alle Files, die du drauf hast. Und wenn sie den AGBs widersprechen, dein Microsoft-Konto zu sperren und deinen Store-Zugriff zu sperren und deinen Windows-Key Alex, zu sperren. Alex, mir ist auf Arbeit was aufgefallen. Was? Alle Links, die per E-Mail kommen, sind nicht die Links, die da stehen. Es sind Secure Outlook irgendwas Links, die erstmal auf eine Microsoft-Seite verweisen und von dort wirst du dann zum eigentlichen Link weitergeleitet. Das heißt, die ersetzen aktiv in deiner E-Mail die Links. Richtig. Und du kommst dann auf eine Microsoft-Seite, die dich weiterleitet, damit sie scannen können, wo du hingehst. Jungs, vielleicht gleich eine Phishing-Warnung davor schalten. Ja. Weiß ich warte nicht. Noch. Also pass auf, ist ganz wichtig, dass ihr das draußen hört. Windows in dieser Version und in allen fortlaufenden darf eure Festplatte scannen. Was widerspricht denn eigentlich AGBs von Microsoft? Jailbreaks! Ihr habt eine alte Konsole und wollt sie jailbreaken. Ist verboten.
werden Jailbreaks oder Access auf dem PC erkannt, kann es zu einer Sperrung führen. Nackte Menschen. Denn Akt und alles, was mit Erotik zu tun hat, widerspricht den AGPs, könnte es der PC weg sein. Also 99% aller Computernutzer. Jetzt geht's weiter. Nicht nur Jailbreaks, Akt, sondern auch Sachen, die potenziell schädlich sein können. Unser Tuning-Pack. Nicht nur das. Alle Sachen, die mit einem anderen Betriebssystem zu tun haben. Kernel, Bootloader, Grub. Umgehung von Kopierschutz, DRM. Widerspricht alles den AGBs. Kann dazu führen, sagt die AGB. Was sie davon durchsetzen werden und wie, werden wir jetzt gerade mal diskutieren. Ich will nur, dass ihr das wisst. Ich will, dass alle das wissen. Dass sie sich jetzt rausnehmen, wenn ihr nicht aktiv alle Microsoft-Server sperrt, dass sie sich rausnehmen, eure komplette Festplatte zu durchleuchten und diese Telemetriedaten zu schicken. Und diese Option könnt ihr in Windows nicht deaktivieren. Aber Alex. Läuft im Hintergrund. Alex, Microsoft sagt nicht, dass Grub verboten ist. Microsoft sagt nicht mal, dass Pornos verboten sind. Microsoft sagt nicht, also solange legal ist, was du machst, wird da nichts passieren. In den AGB steht aktiv, dass das P-Wort nicht erlaubt ist. Steht drin. Steht ja ein C davor, vor dem P? Nein. Nein. Das ist das Nächste, worüber ich mit den Jungs geredet habe. Wenn unerlaubte Fotografien von Minderjähriger bei irgendjemand sind, ich rede gar nicht genau drüber, was man mit dieser... Ja, ich sag gar nicht, was man mit dieser Person machen sollte, meiner Meinung nach. Aber es gibt False Flags. Unser Problem ist, jeder kann da im Stable Diffusion laufen lassen. Ich lasse Confi laufen, ich lasse Sachen generieren und so weiter. Manchmal kommen unmenschliche disfigured Blobs raus. Was ist, wenn diese Bilder oder irgendwas durch die Detection falsch detektiert wird? Denn Microsoft hat angekündigt, dass alle Sachen, die rechtlich vielleicht relevant sein können, direkt den Behörden mitgeteilt werden. Also Microsoft hat übrigens seine Rolle geändert. Nicht als, sie informieren sich für sich selbst, sondern sie sind als Richter des Internets, so wollen sie jetzt auftreten, dass sie das direkt den Behörden melden. Und das ist aktiv, die Kooperation mit Behörden wird aktiv von Microsoft initiiert. Das steht drin. Heißt aber auch, sie finden irgendwas, sie teilen es der Polizei oder wem auch immer mit. Ob das gerechtfertigt ist, ob das fake ist, weiß man nicht. Das könnte irgendein Bild sein, das du generiert hast und es ist falsch geflaggt worden und auf einmal stehen die Cops vor deiner Haustür. Alex, du kannst nichts tun. In Amerika gab es ja schon mal den Fall, dass jemand, dessen Vater von seiner Tochter ein Bild gemacht hat, für einen Arzt. Das wurde dann auf seinem Handy geflaggt als CP. Und Google hat daraufhin einmal die Polizei informiert und den Account gesperrt. Der Account hat er nicht wiederbekommen. Das ist mir der Polizei konnte sicher, dass das Google war? Ich dachte, es war Apple. Das war Google. Nee, das war Google. Das war Google, genau. Der Account war gesperrt. Da waren wichtige E-Mails von, ich glaube, einem Hausverkauf oder so, der nicht abgeschlossen werden konnte dadurch. Der Account war gesperrt, den hat Google auch nie mehr wiedergegeben. Das mit der Polizei war nach einer Woche geklärt. Die haben dann halt erfragt, hier, was da los? Wir haben eine Meldung bekommen, bitte zeigen, bitte erklär dich. Aber Google hat sich quergestellt. Google hat dann gesehen, ja, ist okay, waren false positive, aber die haben darauf nicht mehr reagiert, der hat seinen Account nicht wieder. Viel schlimmer ist es, ganze GitHub-Organisationen, also der Code von kompletten von einer kompletten Organisation oder Office 365 Accounts wurden wegen einem solchen Vorfall eines Mitarbeiters gesperrt. Und bei GitHub war das einmal so, jemand ist nach Russland, glaube ich, irgendwo um Russland rum, war er im Urlaub, hat dort halt GitHub einmal aufgemacht auf seinem Firmenlaptop, weil er irgendwas checken wollte. Am selben Tag waren alle Accounts aller Mitarbeiter der gesamten Organisation gesperrt. Alles gelöscht. Auf. Ganz wichtig, wir zeichnen jetzt mal ein Bild. Wir zeichnen jetzt mal ein Bild. Stellt euch mal vor, ihr seid zum Beispiel Aktkünstler. Ihr malt oder vielleicht dient euren Lebensunterhalt damit. Nur als Beispiel. Das wird falsch geflaggt. Sagen wir mal, ihr seid Künstler. Ja, eure Bilder werden aufgehängt in Galerien, was auch immer. Ihr macht davon Kopien am PC und so weiter. Oder. Digitalkünstler. Ihr lebt davon, Webcomics zu zeichnen. Passt auf. Ihr lebt davon. Und auf einmal kommt Microsoft her und flaggt es. Und dann auf einmal wird es an die Behörden weitergeleitet. Dann wird ein Strafverfahren eröffnet. Und ihr wisst erst davon, wenn in der Post ist, Strafverfahren eröffnet gegen so. Weil sie aktiv die Behörden gesucht haben. Jetzt bist du als Person, selbst wenn du nachweisen kannst, dass das nicht der Fall war, und das kommt an die Öffentlichkeit, ist dein Ruf durch. Es kann sein, dass Vertragspartner dich schmeißen. Wärst du Streamer oder was, das Twitch oder keiner mehr mit dir arbeiten will. Oder es kann sein, dass du für die nächsten Kooperationspartner, Sponsoren gedroppt wirst.
Und das nur aufgrund von, hey, der hatte da mal einen Zwischenfall. Du musst nicht schuldig sein. Das ist völlig egal. Schuld oder Unschuld ist egal. Sobald negative News über dich draußen sind und du hast Kooperationspartner, distanziert sich jeder von dir. Und es ist auch völlig egal, ob du dann unschuldig bist und versuchst, die nächsten Jahre was reinzukriegen, weil da war ja mal was an Skandal. Auch wenn du unschuldig bist, ist egal, da gab es ja mal eine negative Konnotation durch. So funktionieren Unternehmen. Im blödsten Fall könnte sowas dazu führen, dass du einen Eintrag im Führungszeugnis hast, ohne irgendwas gemacht zu haben. Ja. Und überlegt euch, dass diese Willkür, und das Betriebssystem ist dann schuld, weil es sich das ausgedacht hat, durch eine Fehlfunktion. Weil AI und das läuft auf AI, denkt drüber nach. Das läuft auf AI-Basis, denn die können nicht alle Festplatten anschauen. Da laufen Algorithmen, die die Dateien durchscannen, Snapshots machen von Bildern, Excel und so weiter. Und die AI analysiert es und flaggt es dann weiter. Ob das überhaupt zu einem Mitarbeiter eleviert wird, so viele Mitarbeiter haben die nicht. Da wird es dann automatisierte Systeme geben und da fallen Leute durch. Das heißt, auf Grundlage eines Image-Dings einer Firma können Existenzen theoretisch ruiniert werden. Nicht in den USA sind solche Dinge schon der Fall gewesen, nicht in Bezug auf Microsoft, aber in anderen Dingen. Die Gefahr ist real. Jetzt mit der Änderung der AGBs. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Stell dir vor, du hast ein Studio, machst dort Aktfotografie, lädst den Kram hoch, willst nach Hause fahren und kommst nicht mehr durch die Haustür. Dein Haus hatte ich ausgesperrt, zack, deine Konten wurden gesperrt und bist durch. Das ist dystopisch. 1948, Clockwork Orange. Wir sind an diesem Punkt, wo das Image denen wichtiger ist als die Individuen. Der Kunde zählt ja jetzt nicht mehr. Es hat alles Beschleunigung angenommen. Alles? Ja, wir leben in einer Dystopie dann. Wir sind jetzt so wir sind gerade so an der Grenze. Und es gibt Firmen, die den Boden und Bogen überspannen. Eine der Firmen ist Twitch. Twitch überspannt den Bogen massiv. Weil sie widersprüchliche AGBs, undurchsichtige widersprüchliche AGBs, Willkür und Ausbeutung von dem ältesten Gewerbe der Welt, obwohl sie es nicht tun und das auch an Minderjährige verteilen. Huch. Reden wir nicht drüber. Dann TikTok, die Chinesen, die sich um gar nichts scheren, die den schlimmsten TikTok Anteil, so, ja, die nicht nur den schlimmsten Anteil an der Manipulation der Kinder tragen, sondern auch an ihrer Verrohung und natürlich das fördern, was sie selber nicht mögen, ne? Freizügigkeit unter Jugendlichen und solche Sachen, die super überhaupt nicht gehen, aber diese trotzdem, ne? Wir machen das ja nicht, sollen das die Ausländer machen, so eine Art, super, super schwierig. Microsoft überspannt den Bogen. Ist zum Trend geworden mittlerweile. Von Facebook hörst du mittlerweile und Meta hörst du immer weniger. Von Zucki hörst du da immer weniger. Warum? Weil er sich auf seine Metaverse-Idee fokussiert. Das könnte das Oberübel werden oder gar nicht. Man weiß es nicht. Das ist so eine schwebende Blase, wo wir gucken und können es noch betrachten, was wird denn da passieren. Aber diese Tendenz, das ist nie da gewesen, was sich Unternehmen rausnehmen. Noch nie da gewesen. Was für eine Dreistigkeit und Überschreitung der Personen- und Menschenrechte. Und ich würde sogar sagen, dass diese Praxis, und das ist meine Meinung, die Praxis von Microsoft, einfach ohne Genehmigung deine Daten zu scannen, können medizinische Daten drin sein, kann alles mögliche auf deinem Rechner sein, das Grundgesetz verletzt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das verletzt es meiner Meinung nach. Ich würde gerne wissen, was der Solmecke dazu sagt, weil der wird mir übel, wenn ich nur dran denke. Ja. Ich denke aber auch mal dran, die Firma hat einfach gemerkt, welcher Boykott hat das letzte Mal funktioniert. Ja, so, die Leute regen sich 2 Wochen auf und dann... Wenn die auf Windows laufen? Wenn du Windows Server nutzt, weil da wird gefragt, und Netzwerkserver auch, wenn die auf Microsoft Windows Server laufen. Ja. Windows Server ist nochmal ein bisschen anders, weil da kannst du nicht mit dem Copilot argumentieren. Noch nicht. Noch nicht. Naja, ist die Frage, mit Core wirst du wahrscheinlich trotzdem noch sicherer sein. Aber ist die Frage, wer will Windows Server nutzen? Freiwillig. Jetzt mal ganz ehrlich. Es gab Filme. Wenn du oder Samba-Chefs bzw. Mist-Chefs, dann ja. Aber für alles andere weiß ich nicht, warum willst du Windows Server nutzen? Ich zitiere hier mal Fight Club, ne? Im Jahre XY werden es die ganzen Corporations sein, die dem Ding Namen geben. Planet Starbucks. Wow. Wir wissen, wie dieser Film geendet hat. Nur positiv. Abklemmen geht sowieso nicht. Wir sind nicht nur angewiesen darauf, unsere ganze Wirtschaft und Struktur basiert darauf. Jetzt haben wir aber halt ein großes Problem, denn wir sind von einem Virus befallen, der sich Kommerz nennt.
Und der fängt aber leider, und da möchte ich nicht, ich möchte nicht sagen, dass es so ist. Weitblick ist so eine Sache. Ich kann immer nur sagen, told you so, aber das Verhalten der Leute ändert sich eben. Wir sind schuld, nicht die Unternehmen. Wir sind schuld, denn wir sind die Unternehmen. Wir arbeiten in diesen Unternehmen. Wir gründen diese Unternehmen. Wir lassen sie uns abkaufen von noch gierigeren Leuten. Wir nutzen diese Tools und möchten sie nutzen. Wir wollen unseren Komfort nicht einschränken. Wir sind selbst schuld. Das will keiner. Ja, wir haben ja, ja auch die ganzen AI-Tools zum Start getestet. Ganz kurz, wegen Chat, ja, Apple ist da auf keinen Fall fein raus. Apple waren die Ersten, die ihre Cloud gescannt haben. Ja. Die haben damit groß angefangen. Auf keinen Fall, Apple ist nicht besser. Sie sagen immer, sie sind privat, sind sie aber gar nicht. Die sind privater, die sagen dir zumindest, was sie machen. Wir geben anderen Webseiten nicht deine E-Mail, aber wir kriegen es trotzdem. Brain Network hat eine gute Frage gestellt. Was ist, wenn ich mit einem Windows-Rechner Netzwerklaufwerke zugreife, die jetzt mit Linux oder Android? Ja, dann auch, weil das ist verknüpft. Das wird als Laufwerk gezählt und mitgescannt. Alles, wo sie die Finger dran kriegen, was mit Windows konnektivisiert ist. Dafür haben sie das Recht, weil es ist ja gemountet. Jetzt mit dem Copilot, der will halt deine Daten einmal sehen. Also kurz dazu. Nein, Lukas. Ein MacBook kann ich mir kaufen, aufsetzen, komplett nutzen, ohne Apple irgendwelche Daten von mir gegeben zu haben. Die wollen nicht mal meine E-Mail-Adresse haben. Windows-PC kannst du gar nicht ohne Microsoft-Account aufsetzen auf normalen Weg mehr. Achso, nee, ich meinte das Feature, wenn du eine Apple-ID hast, dass du da so Alias kriegen kannst. Ja gut, aber richtig, natürlich haben sie dann deine E-Mail, aber das ist ja auch das Feature. Was ich immer noch gut finde, ist, dass du das nicht brauchst. Du brauchst keine Apple-ID, du kannst es komplett ohne nutzen. Kann ich kurz, wir hacken live. Ich werde mich leider nirgendwo als Redner oder so anmelden, denn ich glaube nicht, dass ich die nötige Kompetenz besitze. Ich kann nur von meinen eigenen Meinungen reden, aber ich glaube nicht, dass ich die nötige fachliche Kompetenz besitze, um darüber so objektiv und richtig berichten und evaluieren zu können. Objektiv sowieso nicht. Objektiv macht man nicht. Was ich machen kann, ist versuchen, mit meiner eigenen Idee von gesundem Menschenverstand über die Themen zu berichten, die mich beschäftigen. Was wir könnten, Alex, ein bisschen mehr auf Hoheit über eigene Daten eingehen, vielleicht Alternativen nennen. Ich habe da schon angefangen, Videoreihen zu machen, also mit der Produktion und dem Vorschreiben, ne, und so weiter. Ich habe jetzt schon mal so angefangen, aber es ist halt ein Rattenschwanz, es ist endlos. Vielleicht, wenn wir mal ein Zero Trust Konzept wirklich in Gänze ausgearbeitet haben, vielleicht können wir das ja ein bisschen öffentlich machen. Schon, das war cool. Alternativen nennen. Das fände ich eigentlich mal ganz schön. Wir haben halt, und da möchte ich jetzt übrigens darauf raus noch, falls ihr denkt, Apple ist besser, möchte ich jetzt nicht enttäuschen. Aber die Apple-AGBs sind böse. Die meisten von euch werden sie nicht gelesen haben. Und was nicht nur böse ist, sind die AGBs. Kennst du die South Park-Folge? Ja, der Centipede. Ja. Ihr habt zugestimmt, dass Apple Hintertüren für FBI, CIA und NSA haben. Die sind offen, diese Hintertüren. Die müssen eure Geräte nicht hacken. Diese Hintertüren sind da und ihnen zugänglich. In Echtzeit. Auf all eure Devices. Die gekoppelt sind über iCloud und so weiter. AirDrop und diese ganzen tollen Features, die alle weil ihr seid ja im Appleverse, das alles verknüpft. Gut so. Ja, darf es auch nicht benutzen, um Atombomben zu bauen, Allgemeinbomben. Die sind nicht, die geben die Daten sogar noch schneller und einfacher raus, weil es unkomplizierter im Ökosystem funktioniert. Das ist die eine Sache. Und wenn ihr denkt, dass Linux immer frei ist, es gibt Linux-Distributionen, die gehören zu den Guten. Es gibt aber auch welche, die gehören zu den Bösen. Zu den Bösen gehören unter anderem, und ich sage jetzt keine Namen, weil sonst werde ich wieder verrufen. Doch, bitte. Die große kannst du nennen. Die große kannst du nennen. Ja, es gibt, wenn man das Herkunftsland sich anguckt, gibt es eine, die mir in den Sinn kommt. Also ich sage mal so, Vorsicht vor Fedora. Vorsicht vor SUSE. Nicht OpenSUSE. Und das es ja nicht mehr gibt, aber dann in anderer Form. SLDS, meinst du SUSE Enterprise Linux? Mhm. Vorsicht vor SUSE. Also bei SUSE Linux Enterprise Server war es doch, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung. Was macht Fedora? Vorsicht vor Ubuntu. Vorsicht vor Ubuntu. Ubuntu ist genauso wie Microsoft mittlerweile. Nein. Ubuntu, Canonical? Ich glaube, Canonical. Arbeitet mit Microsoft zusammen. Wenn du dir Ubuntu in der Azure Cloud aufsetzt, wirst du auf LinkedIn WSL. Von einem Mitarbeiter von Canonical. Canonical.
ja, ich konnte es mal sagen, angeschrieben auf LinkedIn, weil Microsoft kennt ja dein LinkedIn, ob du nicht Hilfe brauchst mit deinem neuen Ubuntu. Ich möchte euch nur einmal Sachen mitgeben. Nur weil es immer heißt, oh, nutze kein Microsoft. Linux ist halt in dieser Hinsicht, was Datenschutz angeht, eine Überraschungskiste. Das ist eine Überraschungskiste. Du weißt nicht, was drin steckt. Denn, wenn du jetzt sagen, ja, Kali, gab es eine lange Zeit mit Ubuntu-Flavor, ne? Ich sag nichts. Ganz kurz, Kali solltest du nicht als Daily Driver nutzen. Die Kali-Entwickler selber sagen, auf keinen Fall Kali. Mach es nicht. Ja. Du sollst es booten, das hat alles. Als Boots removable. Das ist der Sinn hinter Kali. Wenn jetzt möchte ich das nächste. Ihr merkt, wie ich heute subtle diese Überleitung gemacht habe. Ganz subtle, denn wisst ihr, was mit Linux meistens in einem genutzt wird oder in einem Kontext? Dankeschön für diese 50 Euro Superchat, die erhalten unserem Leben, dass ich meine Kinder ernähren kann. Dankeschön. Aber Kofi Link ist auch gut. Kofi kriegen wir mehr ab als beim Superchat theoretisch. Deswegen. Die knoppigste Idee. Herzlichen Dank. Die 50 Euro weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Passt auf. Jetzt wird's interessant, denn die einzige Bildbearbeitung, die verlässlich jahrelang unter Linux geht, war GIMP. Viele von euch nutzen eigentlich auch. Keiner will Adobe zahlen. Und Affinity ist schwierig unter Linux. So. Aber Painter, das lief doch mal ganz gut, oder? Mal, aber GIMP ist so das Synonym für alle, die wirklich Bildbearbeitung betreiben unter Linux. So. Oh, Angreifer können GIMP Schadcode unterjubeln. Na, hallo? Gut. Ja, jetzt gibt es natürlich, jetzt hat GIMP wieder Sicherheitslücken geschlossen, wissen wir. Aber wer weiß, welche noch da sind und bekannt sind. Nicht uns. Ja gut, aber stopp mal. Das Photoshop hatte schon so viele RCEs, also ja, Remote Code Executions, ganz ehrlich. Ich wollte nur, ja, es geht nicht um Adobe. Es geht nicht um den Shithaufen, der Adobe ist. Ja, aber so viel Software hatte schon RCEs. Ich möchte in dieser Hinsicht nur auf einen ganz Punkt raus, weil alle sagen und wägen sich bei Linux sicher. Seid ihr nicht? Ihr wisst nicht, wer den Code geschrieben hat. Ihr wisst nicht. Ja doch, ihr wisst sehr genau, wer den Code geschrieben hat. Ihr wisst nicht, wer. Der Commit-Message mit dabei. Lass mich, ja genau, aber ihr wisst als Standard-User nicht, wer den Commit geschrieben hat. Gut. Und das nächste ist, es gibt bei Software gibt's eine Sache, die heißt Security to Obfuscation durch Verzerrung des Codes oder Verwirrung des Codes. Obscurity. Oder schlecht geschriebenen Code. Das kann auch sein, dass da jemand sitzt, der Commits betreibt. Nein, Alex. Der nicht weiß, was er tut. Der committet, es wird implementiert und ein anderer Developer sitzt aber dran, schaut den Code an und sagt, ach, da sehe ich eine Sicherheitslücke. Der arbeitet aber zum Beispiel für eine der Firmen, ich nenne es jetzt nicht die China TikTok-Mafia, aber arbeitet dann für eine der Firmen, die extra darauf sich dann spezialisieren, diese Lücken zu nutzen. Und wenn diese Lücken dann genutzt werden, dann hast du ein Problem, weil das kann dann auch wieder für zum Beispiel, sagen wir mal, du arbeitest mit GIMP, da wäre diese Sicherheitslücke, die dir dein Stuff klaut oder Schadcode unterjubelt und die nehmen die Sachen zum Beispiel schon wieder, um ihre AIs zu trainieren. Und 30 Jahre später geht jemand hin, gibt eine gewisse Prompt ein und kriegt genau dein Bild wieder raus, weil er es aus dem Modell ziehen kann. Alex, stopp, du sagst gerade, dass Security through Obscurity beziehungsweise andersrum der Obfuscated Code sicher ist. Weil nein, habe ich nicht, gesehen hat. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber so wirkt es gerade. So ist es aber nicht gemeint. Was gemeint ist, wenn jetzt jemand das gecodet hat, das ist committed und andere finden es toll, und jemand anders findet diese Sicherheitslücke und meldet sie nicht, sondern nutzt sie für private Zwecke. Wenn das undurchsichtig ist, der Code, wird diese Sicherheitslücke nicht schnell gefunden. Es gibt Leute, die schreiben ihren Code schlampigerweise, obfuscated, gibt Möglichkeit, und manche absichtlich. Diese Sicherheitslücke zu finden. Es gibt die Möglichkeit, 90% der Sicherheitslücken im Kernel zum Beispiel werden gefunden, bevor sie es jemals in den Release schaffen, einfach weil so viele verschiedene Firmen, Leute, Developer, Maintainer Zugang haben dahin und den sehen können. Das sieht ja nicht böswillig. Pass auf, ja genau, und warte mal, Moritz, worauf ich hinaus will, ich wollte jetzt nicht auf GIMP an sich selber, ich wollte nur, dass wir eine Idee dafür haben. So, jetzt gibt's eine Sache, ihr wisst bestimmt, oder einige, die von euch Linux nutzen, was ein NPM ist. Wisst ihr? Ihr wisst ja auch wahrscheinlich, was Electron ist und so weiter. Jedenfalls, wenn ihr zum Beispiel unser Magic Mirror schon mal benutzt habt und da Updates macht für kleine Dinge. Oder ihr wisst auch, warum Python bei allen Dingen mitläuft, weil die Libraries gezogen werden, weil die bei ganz vielen Sachen einfach und bei ganz vielen Tools einfach Verwendung finden.
Das Ding ist, diese Libraries und diese Maintain-Sachen, die machen meistens einzelne Coder. Die kriegen dafür auch keinen Credit und die halbe Welt baut drauf auf. Ob es jetzt hier in der InfluxDB ist oder im ELK-Container, das sind super kleine Dinge, die immer geschrieben werden oder so ein NumPy. Vielleicht wisst ihr, was NumPy ist. Irgendein Open-Source-Projekt aus Indien von 2003 stützt das halbe Internet, genau. Genau, und das Ding ist, da gibt es alle Programme dann oder alle Dinge bauen auf irgendeinem kleinen Code auf, das ein Entwickler mal vor 10 Jahren irgendwo auf GitHub hochgeladen hat und die haben es einfach alle implementiert. In Linux weißt du eben nie, was du kriegst, weil, nicht weil Open Source schlecht, sondern auf der anderen Seite... Auch nicht gut, Alex. Ja, vor allem, weil von der anderen... Ja, beides ist nicht gut, ich will euch nur die Gefahren zeigen. Ihr habt dann irgendwie. Ich finde diese Aussage nicht gut, die du gerade tätigst. Ich vertraue dem nicht, Moritz. Das Problem dabei ist, ich muss es nutzen, wenn ich es nutze, aber du weißt ja nicht, was sind da für Sicherheitslücken. Du weißt jetzt, wenn du ein Tool nimmst, du nimmst irgendein Programm in Linux. Ja, Alex, das ist nur für Linux gibt. Die Sicherheitslücken kennst du noch weniger bei Windows. Bei Linux hättest du zumindest die Möglichkeit, in den Code nachzuschauen. Ja, aber da es so viele Tools kannst, gibt. Also wenn du es nicht machst, nicht kannst, nicht was auch immer, nicht verstehst, wie auch immer. Ich glaub, ist ja vollkommen fein, aber Log4j. Bei Windows hättest du nicht mal die Möglichkeit. Ja, ich glaube, worauf... Anderes Problem, Alex. Ja, aber es ist auch eins dieser Probleme, die ich wunderbar gefunden habe. Wunderbar. Das hat aber nichts mit Open Source oder so weiter zu tun. Hat auch keiner behauptet. Hat auch keiner. Ja, es geht um diese Wohlfühlbubble. So, Windows ist böse, Linux sind die Guten und du wickst dich in falscher Sicherheit, ja. Sodass du so einen neuen Liebling findest. Dazu tendiert man ziemlich schnell. Das hat nichts mit Open Source oder irgendwas zu tun, sondern die Leute kriegen diese Assoziation. Jetzt rudern wir zurück. Jetzt habe ich mal die Pferde scheu gemacht. Einfach um euch zu zeigen. Ihr könnt euch nirgends sicher fühlen. Ihr müsst einfach damit umgehen und sagen, okay, pass auf, ich beiße in den sauren Apfel und bin mir bewusst, wenn ich Technologie nutze, dass ein Teil der Sachen wird nach draußen rübergehen, ob ich will oder nicht. Alex, das ist genauso, wer leben will, muss altern. Ich möchte eine Frage stellen. Du hast jetzt gesagt, okay, so Libraries, auf die das halbe Internet setzt, ist ein Sicherheitsrisiko. Ja. Das ist richtig. Nennt man einen APT-Angriff. Das Problem ist, was die Alternative? Wir hatten nämlich den Fall erst, dass einer der Entwickler gesagt hat, nein, ich habe keinen Bock, dass so viele Unternehmen meinen Code für konventionelle Sachen nehmen und hat einfach sein Repo gebrickt und dieses wurde geoutpusht an alle. Und dann waren auf einmal alle wissenschaftlichen Applikationen down, weil er gesagt hat, F you. Und dann war alles weg, weil er einfach ein gebricktes Repo hochgeladen hat und hat damit alle down genommen. Und das ist gefährlich. Ja, das ist auch Leftpad, bestes Beispiel. Ist das der Grund, warum immer mehr investiert wird? Wie war das mit den ganzen Node-Anwendungen, bei denen die seit 5 Jahren oder so nicht mehr geupdatet wurden, die Node-Packages, und dann die Domains der Entwickler gegrabt wurden und dann irgendjemand Shardcode gepusht hat, weil der halt die alte E-Mail-Adresse von dem Entwickler genommen hat, weil die Domain ausgelaufen ist. Da gab es doch mal ganz viele Projekte auf GitHub, die so übernommen wurden. Deshalb wollte ich euch sagen, Open Source ist toll, wir haben aber kein perfektes System und es läuft nicht rund zur Reglementierung. Also es ist nicht perfekt genug, dass ich jetzt sagen, ich jetzt guten Gewissens sagen könnte, geht alle rüber. Auf der einen Seite weißt du, deine Daten werden verkauft und du wirst entmündigt. Auf der anderen Seite weißt du es nicht und du weißt nicht, was passiert. Auf der anderen Seite weißt du, dir wird noch das Geld aus der Tasche gezogen und ein Apfel auf die Stirn geklebt. Ja, das Ding ist... Es gibt nichts Optimales. Das Ding ist so, meiner Meinung nach, so, du kannst halt echt nicht so einfach sagen, so Windows ist sicherer oder Linux ist sicherer, weil bei Windows hast du ja im Endeffekt das Problem, dass du nicht in den Quellcode reingucken kannst. Du musst dich quasi im Endeffekt auf Microsoft verlassen, was die dazu sagen. So, und das Problem aber bei Linux ist, da sitzen zwar viele große Firmen dahinter, viele Unternehmen, die sich da um den ganzen Kram kümmern und die tatsächlich auch, eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, einen guten Job mit dem Linux-Kernel machen, dass der insgesamt sehr sicher ist. Aber das Problem sind ja auch dahinter die ganzen Distributionen, die zum Teil mit dem Linux-Kernel, bis da Fixes integriert sind, ganz schön daherhängen. Ja. Und bis dann der End-User wirklich die Fixes hat, das dauert halt. Das zieht sich. Genau, dann gibt es irgendwelche Systeme, die halt über Jahre, genauso wie bei Windows, nicht geupdatet werden. So, und das ist dann eher das Problem. Und jetzt stell dir mal vor, die hocken, wenn so viele Unternehmen starten, hat auch oft gesagt, er wechselt auf Linux. Ich glaube nicht, dass die regelmäßig ihre Upgrades machen. Sorry, aber ich bin jetzt mal ehrlich, wenn ein Staat oder ein Land wechselt. Ist sowieso die Frage, wer macht dieses Linux? Die werden... Ja. Das ist natürlich immer das Problem. Wenn du nochmal eine Ebene dazwischen setzt, was weiß ich, ein Ubuntu zum Beispiel, dann hast du ja keinen normalen Vanilla-Kernel mehr. Dann hast du ja den angepassten und auch deine Desktop-Umgebung und alles, was darauf aufbaut. Dann vertraust du natürlich auf eine andere Firma, dass sie auf dieser offenen Grundlage drauf
aufbaut und genauso sicher bzw. halt sich verantwortungsvoll verhält. Das Gute ist, ne? Das ist ein ziemlich räudiges Thema. Sind wir mal ganz ehrlich. Wahrscheinlich sind die Zuschauer auch schon genervt. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt. Aber einmal wenigstens, nachdem wir grundlos wochenlang jetzt schon so negativ News über diese ganzen Sachen haben, einmal wollte ich das Warum. Moment, hängt ich hoffe nicht. Ich wollte das Warum für euch einfach mal rauslotsen. Weil man muss sehen, wohin es geht. Man muss sehen, wo die Reise sein könnte, wo man interveniert. Und jeder muss für sich selbst wissen, wie er verantwortungsvoll mit Technologie umgeht. Denn wenn wir nicht verantwortungsvoll damit umgehen und sie verantwortungsvoll nutzen, wie sollen wir das unseren Kindern beibringen? Die Sachen schneller adaptieren, schneller lernen, viel native, viel besser mit den Sachen angepasst und viel, viel intuitiver damit umgehen. Aber das zu benutzen, ist was anderes wie zu verstehen. Heißt, nur weil man ganz schnell damit arbeiten kann, weiß man nicht um die Risiken und hat noch nicht ein Bewusstsein für Verantwortung für sich selbst, andere, die Umwelt oder eben unsere Gesellschaft entwickelt. Das spiegelt sich in dem wider, worin wir gerade leben und wie die Tour gerade läuft überall. Nicht nur in Medientrends, ob es jetzt über Jahre Meme-Trends waren, oh, ich esse Tide Pods, das waren alles nur so kleine Anzeiger, wohin die Tendenz geht. Woke-Debatten hier, das hier. Die Leute haben dann das Problem, dass sie Fake News, differenziertes Betrachten, alles wird dann hochgekocht. Dann gibt es dann Schwurbler gegen Impfungen oder für Impfungen. Auf einmal sind die Leute in Social Media völlig verrückt. Religionskriege, was auch immer. Und es wird alles, die Medien werden dann genutzt als Kanal, um Gutes zu verbessern und Schlechtes zu verschlimmern. Das ist immer, alles was wir haben, die ganze Technologie, ist nur wie ein großer Verstärker. Im Positiven und im Negativen. Jetzt wird hier, Alex, jetzt wird hier nach guten Distributionen gefragt im Chat. Schon gute Zeit. Ja, also, es gibt gute Distributionen. OS, nein, da würde ich nehmen. Ich hatte auch eine Frage gesehen, da wollte jemand wissen, wenn Ubuntu schlecht ist und Linux Mint zum Beispiel drauf basiert ist, ist dann Linux Mint von denselben Sachen betroffen? Das war noch eine Frage, die ich gesehen habe. Mint ist nochmal ein Layer dazwischen, der ist nochmal, der nochmal eine Firma hinzufügt, der du vertrauen musst. Pures Debian. Ist halt nur die Frage, war bis jetzt immer meine Anlaufstelle. Pures Debian kommt drauf an, welches Debian meinst du? Es gibt zwei Basta. Debians. Ganz normal. Nein, Debian. Einfach Slackware. Basta ist einfach nur Debian 11, Alex. Ja, mein Debian. Also, 10, oder? 10. Pre-Use für Debian 11 hatte ich bis jetzt immer genutzt. Im Moment. Hat nichts mit der Version zu tun. Aktuelles Bookstack aktuell mit Debian 12. Ja, weiß ich schon, aber ich habe den geupdatet. Welches Debian? Es gibt zwei Debians. Debian hat sich getrennt, hat sich gesplittet. Ich weiß, zwar einmal, ist das, was du kennst mit Debian Basta jetzt, das ist das Debian, die Debian Foundation, die sagt, okay, alles muss quelloffen sein. Wir reden nicht alles von dem Industrie-Debian. Alles muss unter der GPL lizenziert Dankeschön sein. Dankeschön für den Sub. Die vertrauen niemandem, alles muss offen sein und ich glaube, und SystemD. Genau, das ist SystemD und Upstart ist es ausgebrochen erst, Init-RD. Ja. Gibt es ein anderes, das sagt, okay, wir erlauben auch proprietäre, zum Beispiel proprietäre Firmware im Kernel. Ja, genau, davon rede ich nicht. Ich rede vom völlig ganz normal der Debian das Foundation. Offizielle Debian. Offene Quellcode, offene, alles ist paranoid kuratierte Debian. Das ganz normale Stock-Betriebssystem. Auf dem vieles aufbauen. Raspbian baut doch auf. Ganz ehrlich, dem vertraue ich. Ja, aber. Naja, nicht blind, aber mehr als dem anderen Distributionen. Das ist die wenigst schlechte Wahl, meiner Meinung nach. Ja, aber wo wir ja mit auch dem, was wir jetzt im Sinne von Zero Trust alles machen, wo wir hinwollen, wir vertrauen niemandem mehr. Wir vertrauen nicht mal unserem eigenen System, wir vertrauen keiner Firma, keinem gar nichts. Das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Ja, und das ist eigentlich das, was du machen müsstest. Ja, das ist halt. Aber irgendwo ist es dann so ein Ding zwischen Security und Usability und die meisten entscheiden sich dann halt eher für Usability. Richtig, wow, da möchte ich, Julian, perfekt. Erstmal danke fürs Sub. Ja, kann ich bestätigen. Pass auf, die Leute sind faul. Das macht es komplizierter, aber es gibt nur eine universelle Wahrheit. Ja, bei den meisten Fällen tut es sich gegenseitig ausschließen. Ja, aber es gibt eine universelle Wahrheit. Jungs, die Menschen sind gierig und faul. Das ist die einzige universelle Wahrheit. Die Menschen sind gierig und faul. Heißt, sobald der Aufwand der Sicherheit dem Komfort
in die Grätsche springt zu euch, wählen sie den Komfort. Das wird immer passieren. Der Mensch hasst es, seinen Lebensstandard zu senken. Der will nur nach oben. Der will, dass die Aktienkurse nach oben gehen. Der will, dass sein Gehalt immer nach oben geht. Der will immer mehr, immer schneller, immer besser. Der will Stimulation und Dopamin. Und das am besten ohne Bewegung. Wenn man jetzt also forciert dazu ist, anstatt einem Klick für etwas 10 zu machen, wird man irgendwann dazu zendieren, oh, ich habe keinen Bock, 10 Klicks zu machen, ich nehme jetzt doch mal den Einklickweg. Wir sind nur Menschen. Deswegen gewinnen Unternehmen und deswegen gewinnt die AI. Weil der innere Schweinehund aber am gewissen Punkt, wir haben Launen, wir haben Stimmungen, wir sind mal besser drauf, mal schlechter drauf, mal fitter, mal nicht so fit, mal haben wir mentale Probleme oder fühlen uns nicht gut. In einem guten Zustand, wenn es uns allen hier gut geht, können wir darüber diskutieren, können wir sagen, und von unserem hohen, arroganten Ross, ja, man darf das so nicht machen, so Sicherheit hier, da. Ja, und dann hast du wieder Leute oder Tage, wo es die Menschen so depressiv geht, dass sie kaum aus dem Bett rauskommen, sind froh, wenn sie mit einem Klick ihr YouTube-Video auf dem Tablet aufmachen können. Ach, scheiß doch auf Consent-Cookies. Ich will jetzt dort liegen, ich habe Kopfweh, ich will das nur gucken. Sehe ich das falsch? Ja, bräuchte man halt den Gesetzgeber, aber der macht nichts. Die wissen doch gar nicht, was das Internet ist. Die drucken sich im Fax aus. Das stimmt schon. Na? Das Ding ist, Krankheit und Schwäche werden immer gnadenlos ausgenutzt. Und viele Target-Modelle basieren auch darauf. Menschliche Schwäche. Darauf basiert Social Media. Ja, um nochmal auf Linux zurückzukommen, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch in München passiert. Die wollten ja auf Linux switchen, haben es ein paar Jahre gemacht, die haben die Leute nicht ungelernt gekriegt und dann sind sie wieder zurück zu Windows. Das ist aber auch ein ganz anderes Problem. Du musst halt die Mitarbeiter schulen. Das ist ja, Mitarbeiter schulen, aber auch investieren, Linux weiterzuentwickeln und auch Personal anzustellen, das schulen kann. Wenn du eine Überalterung hast, Moritz, in deinen Ämtern eine Überalterung hast, du hast Leute 60 plus, ne? Die sagen halt, dann bin ich halt ein halbes Jahr krank. Banken. Banken setzen gern auf Legacy-Software, wissen wir ja. Ja. Ich habe mal von der Bank mitbekommen, die sind von Windows 7 auf Windows 10 umgestiegen. Bin schon ein bisschen her. Die haben aber, die komplette IT war am Kotten, die haben das Windows, die haben quasi gemacht, was du mit den ISOs machst, Alex. Die haben die ISOs umbauen müssen, dass sie 1:1 aussehen wie Windows 7. Sonst wurde das nicht genehmigt. Die müssen genauso aussehen, weil Mitarbeiter nicht geschult werden können. Die haben sie hart gemoddet, ja. Ja, das war einfach, es stand gar nicht, weil sie nicht bedienen konnten. Mitarbeiter zu schulen. Nee, weil es zu teuer war. Und zu Ausfällen dieser Mitarbeiter führen würde. Weil die ja dann erstmal eine Woche lang in der Schulung sitzen, weil die das kommenden Systeme neu sind. Die mussten. Aber die werden sich bei Windows 11 und 12 freuen. Die mussten wirklich, hier Internet Explorer muss aussehen wie der alte. Das muss genauso funktionieren, das Startmenü muss genauso aussehen, sonst können die Mitarbeiter nicht arbeiten. Das war die Ansage an diese IT von dieser Bank. Ja, verstehe ich. Das Ding ist halt, du hast halt auch Leute, die zum Beispiel nicht umzulernen sind, sagen wir mal, oder die nicht wollen. Du hast Exzentriker, wollen wir es so machen. Du hast viele Exzentriker, die existieren. Die sagen auch nur, gut, wenn ihr mir einen anderen Rechner hinstellt, mache ich halt nichts mehr. Könnte aber der beste Mitarbeiter sein. Und da geht es nämlich hin. Ideologien, super. Idealismus, super. Das ist alles toll. Utopien. Windows XP, das ist ja gar nichts. Wenigstens verwendet der BER Open Source Software. Er scheitert meistens, weil Windows XP gelegt wurde. Das Problem ist eher, was weiß ich, wie war das mit dem Raketenabwehrsystem, bei dem ist er jetzt Entwickler für. Was war das? Kobalt, genau, wo sie Kobalt-Entwickler gesucht haben. Ja. Weil denen die Diskette mit den Backups kaputt gegangen ist. Ich muss euch dazu halt sagen, das eine ist halt, nicht jeder kann auch alles lernen. Wir reden jetzt wirklich, und da schließe ich mein ganzes Team ein, wir reden von einem Punkt, wir sind gesegnet von der Geburt an mit einem gewissen Intellekt. Jedenfalls auf Technikbasis. Das könnten wir den Scheiß hier nicht machen. Es gibt aber auch Leute, die sind damit nicht gesegnet. Und Intelligenz ist nicht alles. Ein Mensch ist nicht mehr wert, weil er einen höheren IQ hat oder andersrum. Und Intellekt und Intelligenz sind nicht das Gleiche. Wichtig ist, dass auch jemand, da ist jetzt ein Mensch, der ist von Geburt an mit Trisomie erkrankt. Der ist immer glücklich und gut drauf. Das ist schön. Und der hat genau das gleiche wertvolle Leben wie ich. Aber auf der anderen Seite wird er vielleicht
so Datenschutzsache und so weiter nicht so gut hintersteigen können, weil er halt in dieser Richtung nicht so begabt ist. Und das ist ein Problem, weil wir und der Sozialstaat muss darauf ausgerichtet sein, auch die Schwachen zu schützen. Und es gibt Leute, die sind in der Technik nicht so firm oder die können das nicht so gut. Die haben dann andere kreativere Stärken. Wir sind ja individuell. Und unser Konzept presst aber in eine Form, in der davon ausgegangen wird, dass die Leute überhaupt diese AGBs verstehen. Oder dass sie überhaupt verstehen, was da passiert, dass sie handeln können. Selbstmündigkeit funktioniert nur dann, wenn beide Parteien verstehen, was da überhaupt passiert. Jetzt dürften manche Verträge, die digital getroffen werden, mit okay, ich akzeptiere von den Leuten gar nicht akzeptiert werden, weil sie nicht verstehen werden, was da drin steht. Egal in welcher Sprache oder wie es geschrieben ist, weil man die Konzepte dahinter verstehen muss. Na gut, ist die Frage, Digitalverträge ist immer so eine Sache. Weißt du, warum Google Ads nichts dazu sagt, wenn du 300 Euro im Minus bist? Richtig, weil das Überlastschriftmandat, das du denen gegeben hast und der Vertrag, den du geschlossen hast, nicht gültig ist. Beiz, ich bin da nicht reingeboren. Ich bin mit Computern erst in Kontakt gekommen, ab so 10, 11 Jahren. Vorher habe ich sowas gar nicht gesehen. In der Schule gab es kein IT oder irgendwas. Und dann habe ich mir das angearbeitet. Ich bin da nicht rein. Ich bin kein richtiger Native. Die Generation nach mir sind dann richtige Natives. Die sind da komplett dann durch reingeboren. Aber ich bin groß geworden in einem nicht technikaffinen Haushalt. Bei uns gab es keine Computer, bei uns gab es keine solche. Ich war der Erste in meiner Familie, der quasi in diese Richtung interessiert war. Das heißt, ich kann verstehen und es gibt da an, ne, man muss auch die Motivation haben, sich sowas anzulernen, das ist klar. Aber es geht auch ums Grundwissen, weil nicht jeder ist gut in BWL. Nicht jeder ist auf einmal gut in Jura. Und wenn auf einmal das ganze System darauf aufgebaut wäre, dass man juristische Sachen versteht, dann wäre ich genauso verloren wie alle, die jetzt Technik nicht verstehen in der Sache. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz mal in den Chat. Snowboard ist okay. Wir haben es bestimmt alle gelesen. Lass gut sein. Was meinst du? Ja. Der hat jetzt schon zum, weiß ich nicht, 20. Mal in Caps in den Chat geschrieben, dass Sam Altman OpenAI verlassen hat. Okay. Elon Musk hat auch OpenAI verlassen. Ja gut, Elon Musk braucht nicht drüber reden. 90er Jahre haben wir jetzt noch. Ich glaube, die Leute brauchen halt immer so Gruppen, wo sie sich vorstellen. Der kann gut Sport, der kann gut IT. Und dann, wenn man dieser IT-Typ ist, kommen einfach alle auf dich zu, statt es selber zu lernen. Naja, das an sich ist das ja eigentlich eine super Sache. Es gibt ja Leute, die sich auf eine Sache spezialisieren, sich da richtig gut auskennen und die bieten dann anderen Dienstleistungen an, machen das für die oder geben Wissen weiter. Go for it. Das ist ja eigentlich, deswegen ist die Gesellschaft überhaupt so weit, deswegen hat es ja überhaupt funktioniert, weil es so ein System gibt, weil wir das so machen. Und das ergibt ja eigentlich auch nur Sinn. Meine Eltern waren sogar ein bisschen älter. Aber du kannst nicht alles wissen. Dann kannst du alles ein bisschen, aber nichts wirklich gut und es gibt keine Experten, das bringt ja auch nichts. Bitte Caps raus. Also es gibt Leute, Elmar Babe, spezialisieren, das brauchst du. Ganz wichtig, ich tue mir mein Leben lang mit allen Dingen hart. Ich oute mich mal. Egal was Neues kommt, seitdem ich ein Kind bin, da kommt was Neues und ich nehme es nicht an, ich akzeptiere es nicht, selbst wenn es besser ist. Da kommt ein tolles Spiel. Nein, will ich nicht, ist neu. Alles Neue will ich nicht. Lernen will ich nicht. Irgendwas intrinsisch in mir tut sich hart. Und dann, nachdem die Blase oder Bubble oder Hype vorbei ist, finde ich, oh, das ist ja ganz cool, jetzt so langsam komme ich. Also ich bin langsam, manche würden sagen dumm, brauche ewig, um etwas zu verstehen. Ich bin super, super langsam im Adaptieren von neuen Dingen und dass die sitzen bleiben im Kopf. Und das schon immer. Das mache ich durch Aufwand wieder mit. Indem ich mich einfach sage, nee, kann nicht sein, ich muss das jetzt. Und dann immer wieder drauf. Ich kann Sachen ganz schlecht neu adaptieren, mit einbauen und wenn sich Sachen ändern, komme ich nicht damit zurecht. Ich brauche eigentlich immer, dass alles immer gleich ist. Ich habe jahrelang abends das gleiche Salami-Brot gegessen. 10 Jahre lang, so in der Art. Also ich tue mir sehr hart mit all diesen Dingen. Auch mit dieser deshalb stürze ich mich da rein, weil ich ein Mensch bin, der sagt, hey, das ist ein Problem, ich will es nicht lernen, ich kann es nicht. Jedes Problem muss front an mit aller Gewalt angegangen werden. Diese Attitüde hat nicht jeder. Und die Kraft dazu hat auch nicht jeder. Und auch nicht den Ehrgeiz. Ja, man muss. Das kannst du nicht als Grundvoraussetzung nehmen, dass du sagst, hey, die sind da reingeboren. Es gibt auch Leute, die tun sich da einfach so wie ich hart. Ne? Ich weiß nicht, ob man das Lernbehinderung nennt, aber die tun sich einfach hart. Ja, viele verstehen auch nicht, wenn sie so Softwareprodukte haben. Klar ist die neue UX besser, aber die ignorieren einfach ihre Stammkundschaft und fokussieren sich immer nur auf die neuen, die reinkommen.
Für die Neuen muss es einfacher sein, naja, reinzukommen. Ob jetzt der Bestandshase sich das neu aneignen muss, ist vollkommen egal. Ja gut, aber natürlich fokussierst du deine Neuentwicklung erstmal auf neuen Kunden und nicht auf die Bestandskunden, die sowieso automatisch verlängert werden. Wenn wir es jetzt von einem Abo-Modell mal sehen. Hm. Du willst ja, Kapitalismus funktioniert ja nur durch Wachstum. Ja klar. Du brauchst ja ein ständiges Wachstum für heutige Wirtschaft. Aber das ist nicht sustainable. Nichts ist unendlich. Ja, natürlich. Weder die Ressourcen. Aber irgendwie hat es dieses Gesellschaft noch nicht verstanden, dass Kurse nicht nur immer nach oben gehen können. Ressourcen können nicht ewig ausgebeutet werden. Wir haben nicht von allem unendlich. Es geht nicht. Unendliches Wachstum ist einfach nicht möglich. Punkt. Egal, wie du es betrachtest. Es ist nicht möglich. Es wird ja auch alles nur wirtschaftlich gedacht. Ist denn, ja gut, wollen wir jetzt auf die Schiene gehen? Nee. Wobei, wir sind ja jetzt auf Live-Archive. Da können wir das machen. Autsch. Bevor wir das machen und die anderen Tech-Themen ansprechen und auch noch ansprechen, was ich noch ein wenig an News rausgesucht habe und noch einen offenen Q&A und vielleicht, falls ihr Bock habt, auch ein bisschen Anwaltzeug und was ich gerade so an Projekten bastel, bevor wir das angehen, wir waren so jetzt schon über anderthalb Stunden live. Ich denke mal, eine kurze Pinkel- und Kaffeepause würde ich gut tun, oder? Was meint ihr? Wollt ihr? Ja, wenn man so lange machen, ganz gut. Dann machen wir das. Ja, wäre gut. Und Q-Snowboard, bitte reiß dich zusammen. Crispy, kurz, die Zeit ist nicht unendlich. Auch nur eine Dimension, keine Dimension ist unendlich. Richtig. Also so. Das Konzept der Zeit erfunden für uns. Dann gute Nacht, Raptor. Schön, dass du da warst. Machen wir mal kurz. Ja, die Leute freuen sich, wenn sie mal kurz pingeln können und Kaffee auffüllen können. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache nicht so lange. Ich mache jetzt hier so eine 7 oder 6 Minuten Pause. Bis gleich. Nicht weglaufen. Kommen noch ganz spannende Sachen. So, ich habe Cheers Snowboard mal für Videofeed anlassen oder crasht das Ganze? Kann man den.
So, sind wir wieder da und ihr hoffentlich auch. Wir haben noch eine ganze Latte an Tech-News, die ich mal so rausschnibuliert habe. Fast alle wieder da, nur der Moritz hat kein Bild. Moritz, gib mir Bild. Ich bin draufgegeben, damit die Kamera nicht anders ist. Ja, machen wir gerade noch was zu trinken. Warte kurz, ich mach mal. Ja, mach das, was du machst. Mach das. Schön, dass ihr noch da seid. Wir steigen gleich mal mit hinein in die Technologie-Thematiken, die wir hier noch haben. Wupp. Ist Magie, ist pure Magie. Mich interessiert das schon seit längerem, aber anscheinend soll Starlink eine Konkurrenz bekommen. Habt ihr das mitbekommen? Haben die Jungs das mitbekommen? Ja, doch schon lang. Ja. Amazon hat das doch schon seit Ewigkeiten vor. Klar. Und jetzt sind wir aber in der heißen Testphase, ne? Das Projekt Kuiper ist in der Planung, denn die wollen natürlich Konkurrenz zu Starlink fahren, ne? Und das wird natürlich sehr interessant. Weil es wird ja nicht nur für Amazon teuer, aber gut, der Herr Bezos, der sollte die nötigen Cent haben, oder? Dafür, um das Ganze umzusetzen, bin ich jetzt mal stark der Meinung. Aber interessant wird eher... Kürzt der Bezos oder kürzt Amazon? Ich bin halt sehr interessiert dran. Der Moritz hat zum Beispiel Erfahrung mit Starlink. Und Starlink ist... ich glaube, mein Starlink ist einen halben Monat oder so vor Sperrung. Was? Wenn Starlink geht's kurz vor Sperrung. Weil die haben sich irgendwann mit Stripe verstritten und dann gab es irgendwelche Probleme im Abzug. Jetzt habe ich mich eingeloggt und sehe plötzlich, ich habe minus $600 auf meinem Starlink-Account. Und jetzt haben sie mir eine E-Mail geschrieben mit, du hast nicht bezahlt, dein Starlink wird gesperrt. Ich glaube, ich habe bald kein Starlink mehr. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier, was Amazon treibt, für praktische 30 bis 120 Sekunden, sonst ist das Satellit weg, ob das jetzt ein guter Langzeittest ist, aber es ist schon mal ein Test der Prototypen. Wir wissen, dass jährlich Millionen bis fast Milliarden verscheuert werden, weil Starlink-Satelliten in der Atmosphäre verglühen. Absichtlich. Die müssen ja runter, ne? Weil erstens neuere dauernd hochgeschossen werden. Die alten werden ausgemustert, kommen von der Bahn ab, sind entweder getroffen von Mikropartikeln, von Strahlung, was auch immer. Und deshalb stürzen die jährlich ein paar hundert ab. Über den Schrott braucht man gar nicht reden, das ist richtig schlimm. Darüber reden wir nicht und wir reden auch nicht über die Verschmutzung. Wollen wir mal ein Video teilen? Ich habe da mal ein sehr gutes Video zu gesehen. Kannst du gerne mal raushauen, dann teile ich das mal rüber. Interessant ist in dieser Hinsicht eben, jetzt haben wir zum ersten Mal einen Konkurrent im Weltall. Wie sich das dann mit den Preisen und der Qualität ausgeht, ist eine Frage. Ob die sich in die Quere kommen, ist die nächste Frage. Ob da irgendwann dann ein richtiges Battle draus wird und sich gegenseitig versuchen, die Satelliten zu sabotieren, das wird auch spannend. Aber interessant wird es für die Kunden, denn 2024 soll der Ausbau beginnen. Erstmal sollen 3236 Satelliten hochgeschossen werden. Das klingt jetzt nach viel, ist aber relativ wenig, wenn man flächendeckendes Netz um die Welt haben will. Soll Breitband sein. Klar. Satelliteninternet ist plus minus. Wir wissen, das hat ein gewisses Problem mit Latenz und Delay. Kann sehr gut sein in der Verbindung, kann aber auch sehr schlecht sein, wenn viele Leute das nutzen. Das ist wie mit Doxis. Ich bin gespannt. Dazu direkt, wie sagen kann man nicht, außer die ersten Tests werden kommen und wir sehen, wie gut schlägt sich's gegen Starlink und was sind die Preise. Im Endeffekt für euch Nutzer da draußen sind die Preise relevant. Ping, hast du im Moment einen, ist der Satellit da oder nicht? So viele sind da schon oben. Und meistens zu 99% ist er nicht da. Ich kann, da kann keiner was Starlink. Sagen. Starlink funktioniert ziemlich gut. Starlink zynisch. Schon. Jetzt ging es um Amazon. Ich bin zynisch und frag mich nur, welche Firma die Massenkollision auslöst und dann alle vom Himmel holt. So einfach wird es nicht, weil die sind trotzdem tausende Kilometer auseinander. Das Ding ist, wenn einer dieser Satelliten, und da ist eher China und Indien das Problem. Wenn die, weil die haben ja da extra riesige Abschussraketen und extra Sachen gebaut schon dafür, um Satelliten abschießen zu können. Jetzt sagen wir mal, eine dieser Länder oder irgendein Land würde mal einen Satelliten richtig treffen mit einer Rakete. Einfach nur einmal richtig treffen im Impactor. Stopp. Sowohl China als auch Russland. Ich glaube, Amerika hat Tests gemacht, aber die waren nicht so schlimm. Aber China und Russland haben ihre Satelliten abgeschossen, testweise. Ja, ihre eigenen. Und damit Weltraumschrott erzeugt, der tatsächlich anderen Satelliten auch noch Schaden zugefügt hat. Ja, weiß ich. Sehr gefährlich wurde. Das waren die sicheren Tests, ne?
wo nur ein paar Satelliten den Orbit kurz wechseln mussten, adjustieren mussten, vielleicht ein paar Löcher in den Sonarpanelen haben, nichts so Weltbedeutendes. Da mussten vielleicht 10 Starlink-Satelliten mehr aus dem Orbit entlassen werden. Das sind nur ein paar Millionen, die flöten gehen. Jetzt, wenn man es nicht als sicheren Test und einen Satelliten der sicheren Umlaufbahn, sondern einen so mittendrin abschießen würde, gibt es ja aber Millionen Kleinteile, die dann entstehen können. Von Durchmesser von mehreren Mikrometern bis sogar vielleicht mal Metergröße. Man darf nicht vergessen, die fliegen dann mit über 30.000 km/h, manchmal 60.000 bis 70.000 km/h um den Orbit. Das heißt, es kommt was mit 40.000, 50.000 km/h auf dich zu und da fliegt was mit 60.000 km/h drauf. Das ist ein Impact von 100.000 km/h. Normalerweise für Raumstationen und so weiter gibt es dann so Pufferlayer wie Kevlar, Weltraum-Kevlar. Aber wenn die dann durchschlagen oder schlagen Teile ab, die dann auch wieder absplittern, kann das natürlich wie bei der atomaren Kettenreaktion laufen. Das ist der Worst Case, der gezeichnet wird, der auch von AIs und Modellen natürlich durchgerechnet wird. Aber wir können so viele Dinge gar nicht durchrechnen, denn wir können nicht mal das Zwei-Körper-Problem durchrechnen. Das sind einfach zu viele Variablen, die nicht kontrollierbar sind. Das stellt unser Problem mathematisch dar und das ist auch das Problem für die Navigation solcher Satelliten. Zeit wird zeigen, wohin das führt. Diese Probleme müssen gelöst werden, weil sonst ist halt irgendwann einfach das Netz von hier auf jetzt da und du zahlst umsonst. Sind wir ehrlich. Das ist dann, ne? Das ist dann passé. Das Ding ist halt, sie arbeiten halt an keinem Konzept, den Weltraumschrott mal wieder wegzukriegen. Ja, verglüht schon die Atmosphäre und wenn nicht, dann fliegt er dafür immer rum. Ach, ja, dann ist er da halt für immer, ne? Das ist halt, da hast du halt verloren. Und das ist die nächste Sache, die werden wir dann sehen. Aber nicht nur das Internet kann ausfallen im Weltraum. Nein, nein. Es ist auch hier schon ausgefallen. Habt ihr den Optus-Ausfall mitbekommen? Nee. Ich sehe was, Francisco. Was meinst du? In Australien ist das Netz ausgefallen. Beim Provider, einem großen Provider. Ah. Ja. Und dieser Provider, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt, weil Australien ist ja ziemlich weit weg, der Mobilfunkbetreiber Optus hat alle Schuld jetzt auf Cisco geschoben. Ich sag, nur Cisco schuld. Mit den Sicherheits... Könnt ihr gern nachlesen. Sehr schön ist, dass das Beste ist, wenn Provider die Schuld... Sicherheitslücken, das ist richtig. Das hab ich eigentlich für ein Bild. Aber das Schöne ist, wenn die alleinige Schuld dann auf einen Hersteller geschoben wird vom Provider, weil der Provider hat ja natürlich dann überhaupt keine Schuld. Ne? Der hat ja auch nicht diesen Hersteller ausgesucht, zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, ob die Schuldzuweisung so einfach... Ja. Oder? Weiß ich nicht, weil eigentlich hat der Provider dann auch SLAs mit dem Hersteller. Der Hersteller hat dem das Blaue vom Himmel versprochen, hat dann seine Serviceverträge und sagt: Hier, das läuft alles, ist super. In vielen Fällen. Schuldzuweisungen sind sowieso immer schwierig. Sehr schwierig. Eigentlich hat der Provider, ist der Provider schuld, weil er hätte es bestimmt irgendwie verhindern können. Gab es ja nicht letztens schon mal was in Australien? Nee, aus dem Parlament wurde auch kritisiert, dass Optus zu keiner Zeit überlegt habe, die Betroffenen über Roaming wieder ins Netz zu bringen. Das Ausweichen auf die Infrastruktur der Konkurrenz hätte das Chaos merklich verringern können. Aber nein, das machen wir hier nicht. Das kostet Geld. Ja, wir nehmen lieber die Leute vom Netz, ne? Anstatt dass wir ihnen sicherstellen, dass sie zum Beispiel ihren Notruf anrufen können oder was, ne? Interessant. Ist es sowieso wer weiß, wie das in Australien ist. Das war jetzt nur über. Auch in Australien, aber in Amerika auch. Okay. Dann halt die Verwandten anrufen kann, dass die Katze gestorben ist. Ja, das ist halt irgendwie blöd. Und dass man seine Kunden so benachteiligt, nur weil man partout nicht zur Konkurrenz will, ist Eitelkeit. Die man sich aber nicht erlauben kann, wenn man einen Totalausfall hat. Das ist ein Versagen meiner Meinung nach auf ganzer Linie. Einfach. Wenn die wirklich die Möglichkeit dazu hatten, dann ist es scheiße. Ja, hatten die Möglichkeit. Die haben es nicht mal überlegt, die in Betracht zu ziehen. Also die haben es ja nicht mal versucht. Naja, wenn es technisch jetzt nicht... ich weiß nicht, wie das jetzt mit GSM-Netzen aussieht. Aber du kannst deine Kunden nicht einfach woanders hinschicken. Naja, Roaming. Du aktivierst Roaming und die landen im anderen Netz. Das geht. Du kannst forcieren. Du kannst sogar bei deiner SIM-Karte Roaming forcieren. Ja, kannst du. Aber viele haben das steuermäßig aus, auch viele Handys. Also mein Handy roamt nicht. Nee, aber was passieren kann, ist, dass da gibt es einen Auto-Push, dass die Zugangsdaten automatisch gehen werden. Dann kriegst du eine Push-SMS, die dann an deinem Handy startet, dass automatisch das Netz zum anderen gewechselt wird. Das Problem ist, das wird auch nicht flächendeckend funktionieren, weil ja, du rufst dir dein APN und so weiter von deinem Provider ab, klar. Business, Consumer und so weiter haben unterschiedliche Netze, in die sie gehen. Das wird von deinem Provider zugeteilt, aber kann man das einfach so an alle Geräte pushen und sagen, ihr nutzt jetzt ein neues? Das pusht alle SIM-Karten.
Das pusht du an alles in Karten. Bei meinen LTE-Routern zum Beispiel habe ich das Startup eingestellt. Ich glaube nicht, dass das gehen würde. Es geht jetzt um Smartphones und so weiter. Router kann ich nicht sagen, wie komplex ist, aber bei Smartphones geht das, bei jedem Smartphone geht das. Das geht schon sogar zu Nokia-Zeiten ging das. Deshalb, komm. Aber das ist nur interessant, wie Leute mit umgehen. Das ist ein bisschen doof. Genau. Gehen wir mal kurz rüber. Es gibt auch Leute, die Sachen nicht in Betracht ziehen. Und zwar das Bundesverfassungsgericht. Zieht nicht in Betracht, und das ist sehr interessant, Geld zu zahlen. Und das ist schwierig. Bundesverfassungsurteil gefährdet Milliarden für Intel und TSMC. Wieso? Gehen wir mal zurück. Denn hier sollte von der Bundesregierung ziemlich viel investiert werden in Intel und TSMC. Es sollte sehr viel Geld investiert werden. Milliardeninvestitionen von Deutschland eigentlich. Ja, aber der Nachtragshaushalt ist für nichtig erklärt worden. Und die Subvention wird eingehen in dieser Hinsicht. Wir wissen, die Chipfabrik in Magdeburg und so weiter, und das soll viel gemacht werden und TSMC soll unterstützt werden, deutsche Chips unabhängiger von China und so weiter und so fort. Ist aber jetzt gekippt. Das heißt, wir werden nicht aktiv da rein investieren. Was ich schlecht finde, denn Deutschland ist trotzdem, was Technologie, Chips und so weiter und Fertigung angeht, eins der Führungsländer, jedenfalls in der Entwicklung dieser Technologie, nicht in der Fertigung, aber da wollten wir eben mehr machen, dass wir nicht so abhängig sind. Jetzt hat das Verfassungsgericht Nope gesagt. Ja, was haltet ihr davon? Ich denke eher, die Regierung hat verkackt, weil die hat ja einen Haushalt genommen und war so, oh, wir haben den dafür nicht aufgebraucht, jetzt zweckentfremden wir den für eine Sache, wo er nicht da ist, obwohl man das hätte neu diskutieren müssen. Und dann sehe ich ja den Fehler bei der Regierung, statt beim Verfassungsgericht, das einfach gesagt hat, ey, ihr habt Scheiße gebaut. Oder? Yes, es ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es wenigstens ist was Konstruktiveres, als wir bauen so Darbrücken. Ne? Ja, klar. Wir wissen, dass unser Geld, unsere Steuern für absoluten Rotz verschossen werden. Und wir wissen, dass das Budget für Geschäftsreisen meistens im April schon aufgebraucht ist, weil sie alle irgendwo hinfliegen. Ne? Rette den Planeten. Muss man ja im Ausland machen, muss man ja mit dem Urlaub verbinden. Reden wir nicht drüber, habe ich einen Hass drauf. Nächste Ding ist, ich weiß, mein Geld wird für den Dreck verscheuert. Auf der anderen Seite wäre das ein Nicht-Dreck gewesen, weil es nicht dumm ist, den Haushalt oder den Etat dafür zu berauchen. Ne? Dass man sagen kann, pass auf, das ist eins der nicht dummen, das war zwar scheiße, ihr werdet abgestraft dafür, dass ihr den Zweck entfremdet habt, aber der Zweck ist gut, also lassen wir es in dieser Hinsicht durchgehen. Es gibt zwar Repressionen dafür, aber wir geben trotzdem grünes Licht für diese Subvention. Ja, sie sind halt Paragrafenreiter, die machen da keine kleinen Ausnahmen leider. Das ging nicht um Ausnahme, sie hätten das Urteil so fällen können, pass auf, ihr werdet jetzt dafür verurteilt, dass ihr es falsch macht. Ach so. Es wurde jetzt, ne, das wird jetzt so gemacht, weil es nicht dumm ist, aber ihr kriegt dafür trotzdem eine Strafe, dass ihr es gemacht habt. Wäre jetzt auch nicht das Dümmste gewesen. Ne, also es gibt, die haben ja viel Handhabe, die haben ja, das Bundesverfassungsgericht hat da alle Handhabe, die es haben will, für so Präzedenzfälle. Und wir haben seit Jahren gesagt, wir müssen unabhängiger von China sein. Es ist ganz wichtig, dass Deutschland in der Chipherstellung und in der Fertigung und für unsere eigenen Firmen, Bruttoinlandsprodukt, für unsere Autobauer und so weiter, dass wir selber da einen Fuß reinkriegen und es in die Hand nehmen und uns nicht abhängig machen. Haben wir gesehen, was passiert, wenn wir es mit dem Gas machen, wenn wir es mit dem Weizen machen, wenn wir es und so weiter und so fort. Meine Frau hat als erster Linie auch an der Weizenkammer Deutschlands und der Welt erkannt, wenn in der Ukraine kein Weizen mehr fließt, die mussten in ihrer Produktion auch von dem Weizen umsteigen auf andere Sachen, um ihre Brötchen und das Zeug zu basteln. Und da muss dann Ersatzstoff in allen Ecken und Enden her. Und genauso wie die Gaskrise. Auf einmal hat man Krisen, weil man sich abhängig macht. Das ist ein Schritt in die Unabhängigkeit und der wird blockiert, weil die Entscheidung ungerechtfertigt und dumm war von den Leuten, die sie getroffen haben, aber sie wäre trotzdem gut gewesen. In der Hinsicht fand ich das Urteil nicht gut. Weil es ist eine gute Sache, die aus den falschen Gründen getroffen wurde. Das heißt ja nicht, dass man die gute Sache blockieren muss. Man sollte den Leuten nur eine Rüffe geben, dass sie so entschieden haben. Sehe ich das falsch? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass man allgemein überhaupt solche Milliarden zum Anbieten muss. Aber an sich ist es schon ein guter Zweck, unabhängig von China zu werden. Naja, es ist das Hauptproblem, dass zu wenige Unternehmen so Anreize haben, da zu bleiben. Und die wegbrechen. Ja, aber ich weiß nicht, ob so riesen Milliarden Zuschüsse ein Anreiz sein sollten. Ja, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Das Ding ist halt, wir dürfen TSMC und Taiwan China überlassen. Aber Uni Heidelberg hat es ja schon gut. Wer den Stream nicht gesehen hat, gerne mal drüber reden. AI-Forschung und die Uni Heidelberg und was da gelaufen ist. Das ist eine der schlimmsten Skandale überhaupt in der jetzigen Tech-Welt. Haben wir drüber geredet. Haben wir ganz lang drüber geredet, war ganz, ganz schlimm. Und ihr glaubt das nicht, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Das Ding ist halt, ja, wenn das Hilfspakete für Covid oder was auch immer sind. Klar, verstehe ich.
Verstehe ich. Wenn das für Betroffene ist, wenn das für die Covid-Wellenrollen wieder an, viele Leute haben es, der Moment Ozotz auch ist wieder gehabt. Wir wissen, dass Long-Cov dein Hirn kaputt macht, Alzheimer. Ich hatte kein Hilfspaket. Ja. Ich habe auch keine Covid-Hilfe in Anspruch. Ich habe auch mit der Firma mit nichts. Ich habe nie jemals eine Covid-Hilfe in Anspruch genommen, obwohl ich das auch hatte und flach gelegen war. Einfach weil ich gesagt habe, hey, pass auf, ich ziehe es aus dem Staat nicht raus. Andere sind da anders und viele Unternehmen sind gescheitert und das wäre natürlich auch wieder gut gewesen. Kaufhäuser. Ja. Keiner von uns ist kompetent genug, weder der Chat noch ich, um zu sagen, wo es richtig ist, dass das Geld hingeht. Und ich maße mir auch deswegen nicht an. Deswegen sind wir nicht in der Politik. Genau, und ja. Ich maße mir auch nicht an, komplexe Hintergründe zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen oder das überhaupt bewerten zu können, so wie jeder heutzutage an sich anmaßt, das bewerten zu können. Ich habe nur in dieser Hinsicht eben gesehen, oh, pass auf, dieser Zweck ist gar nicht so dumm, weil wir wollen da eh hin und das wäre wichtig für unsere Wirtschaft. Ne? Also ja und nein, ja und nein. Schwierig und ich weiß eh nicht, wo mein Geld hingeht, aber das wäre jetzt was wenigstens, was besser wäre, als Abgeordneten Flüge zu finanzieren. Weiß auch nicht. Sehe ich wahrscheinlich falsch. Ja, es ist echt ärgerlich, dass da jemand was verbockt hat und das nicht nochmal gegengeprüft hat. Das passiert halt sau oft, ne? Ja. Man darf nicht vergessen, da hocken aber auch nur Menschen. Das ist die andere Sache. Sitzen da nur Menschen. Und Investitionen sind halt auch immer so eine Sache. Wer entscheidet, wo sie richtig hingehen und wo sie nicht hingehen? Google hat auch zum Beispiel wieder was entschieden. Wollt ihr das wissen? Viele Entscheidungen haben die getroffen, was meinst du? Wir wissen, Google, don't be evil, jedenfalls die Entwickler haben so viele Entscheidungen getroffen, wir programmieren das und die meisten, also es werden mehr Google-Apps eingestellt als rausgebracht. Wie viele Leute da schon versucht haben, das liegt aber an dem Modell intern. Ja, yes. Also es gibt, wie viele Leute versuchen da geile Sachen zu basteln und es wird alles wieder eingestellt? Naja, Google hat ein Problem. Und zwar gibt es auch finanziell jetzt fehlt mir das Wort. Auf jeden Fall, es gibt quasi einen Zuschuss an die Projektleiter, wenn die ein Projekt nach vorne bringen, was zu einem neuen Release führt. Das ist ein großer finanzieller. Mir fehlt das Wort. Ja, du kriegst eine Beförderung. Genau. Aber das kriegst du nicht, wenn du, beziehungsweise du hast halt weniger Motivation, dadurch Produkte am Laufen zu halten. Ja. Oder neue Features in bestehende Produkte einzubauen, weil dafür kriegst du nichts. Neues Produkt bringt dir halt einfach viel mehr als Team bei Google. Und deswegen wird auch an der Nase lang irgendwas Neues rausgebracht. Die sind ja nicht schlecht, was wegen Google Search und so, die haben Sonderkonditionen natürlich, sonst wären die auch schon gegen die Wand. Ich muss sagen, ich vermisse ja einige Dienste wirklich bei Google, die wechseln über die Jahre. Oh, es gibt ein paar, die echt vermisse, die waren cool und dann wurden sie eingestampft, weil zu wenig Leute sie genutzt haben. Ja, aber ich halt. Ist ja wurscht. Aber Dinge, die ich zum Beispiel doch nutze, sind zum Beispiel Google Fotos. Google Fotos nutze ich, ich bin Pixel-User und ich mag Features. Same. Ich mag die Features, die Google Fotos bietet. Denn es hat gute Features. Wie zum Beispiel, oh, da ist ein ungeliebter Charakter auf dem Foto, das ich mit meinem Sohn gemacht habe. Fup, 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 Magic weg. Ich meine, das ist halt einfach schön, ne? Ja, könntest du auch anders, aber ist halt einfach. Ist halt einfach schön. Dann kann ich es meiner Frau schicken, wir können es einrahmen, weißt du, ja. Ne, ich mag das, dass die immer wieder neue Sachen entwickeln in dieser Fotos-App. Jetzt hat sie wieder was rausgebracht. Wie lange das Bestand hat, das wissen wir nicht, ne? Weil man weiß immer nie, die entfernen auch immer wieder Sachen, ne? Wie war das mit Fotostreamer bei iOS? Ja, genau. Also wir wissen aber jetzt was ganz Tolles, und zwar Aufnahmen, Screenshots und fotografierte Dokumente werden nun anders behandelt. Das heißt, die landen nicht im gleichen blöden Pool. Das klattert dir ja alles zu. Ja. Jetzt wird das Ganze wenigstens schön strukturiert und aufgebaut und sortiert. Und teilweise kannst du die Sachen auch stacken. Das heißt, das Ding wird langsam auch endlich mal ein bisschen moderner und haut dir nicht alles einfach übereinander und du findest nichts wieder. Aber sind das Free-Features oder sind das die für das 3-Euro-Abo? Das ist free. Das ist free. Und das ist bei den die Alt-Pixel kriegst du natürlich wieder als erstes ausgerollt, ne? Aber zum Beispiel, du kannst dann zum Beispiel einen Screenshot machen von einem Konzertticket und dir in Erinnerung gleich einen Kalender einlegen und so weiter. Es wird funktionieren. Das sind Quality of Life. Ja. Das ist halt. Natürlich die Sache ist wie Gmail, das dann deine Rechnung scannt, um dir daneben anzeigen zu können, dass du beziehungsweise dir nach der Firma sortieren kann und nach. Ich muss auch sagen, das war immer Hit und Miss. Das war bis jetzt immer Hit und Miss. Ne? Also auch meine Bank-App, wenn ich jetzt ein Foto mache von der Rechnung und es soll in die Bank-App automatisch rein, das ist Hit und Miss. Ja, das ist gut. Ich hoffe, die kriegen das gebacken. Ich hoffe, sie kriegen es irgendwann gebacken. Ohne Standard. Texterkennung. Wenn du wirklich nur ein Foto machst, nicht PDF.
PDF-Freien. Das ist was anderes. Dann können wir den Text nur Foto. Es geht Optical Character nicht so weit. Es funktioniert. Es ist so Hit und Miss. Manchmal geht's, aber oft halt auch überhaupt nicht. Ne? Das ist. Ich bin gespannt, wie das hier ist. Anders, Alex. Ich würde es anders ausdrücken. Es funktioniert oft, aber du kannst dem Ding nicht vertrauen. Also das auf Windows funktioniert gar nicht. Ja, gut, Windows, Google ist da schon besser, aber ob man sich jetzt darauf verlassen kann, also verlassen kann ich mich darauf noch überhaupt nicht. Das ist halt erst, wenn man sich mal wirklich so sagt, hey, pass auf, das funktioniert auch so. Ich mag, dass Sachen so sortiert werden, ja, das ist gut. Und Sachen in meinen Kalender richtig einfügen, der mit meiner Frau geteilt ist, wäre schon gut, wenn ich zum Beispiel weiß, hey, pass auf, ich mache jetzt hier ein Foto vom Arzttermin und das wird gleich mit eingetragen in den Kalender, dass wir das sehen und den auch nicht verpassen für unser Kind oder so. Das wäre schon gut, wenn der Kalender das drin behält. Jetzt, wenn er aber an Zahlen, der ja drin ist, mir einen falschen Tag einträgt und ich nehme mir dafür frei, zum Beispiel von der Arbeit, das wäre blöd. Also du musst doppelt checken immer noch. Wie gut diese Features dann in Zukunft funktionieren, weiß ich nicht. Aber dass sie jetzt kommen, ist schon mal gut. Andere Hersteller können das nämlich mittlerweile auch schon und besser. Meine Buchhaltungssoftware, Alex. Mhm. Wenn ich da Belege reinschiebe, Rechnungen, dann versucht sie automatisch zu erkennen, welcher Zulieferer ist das, welche Posten sind da drauf, wie hoch ist der Betrag am Ende. So, aber es gibt ja keine einheitlichen Rechnungslayouts, die jeder verpflichtet ist zu nutzen. Es gibt zwar Rechnungsstandards, die du, was weiß ich, ja, datenkonform und so Späße, aber wenn du da einfach nur PDF da reinhaust, dann bringt es dir nichts. Ja. Ich hatte eine 8-Euro-Rechnung, eine 82-Cent-Rechnung für, ich weiß nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall hätte ich das darüber überweisen lassen, hätte er 82 Euro verschickt. Ja. Weiß nicht, ich vertraue dem ganzen Zeug seitdem nicht mehr. Du musst warten, bis das ausgereift ist. Und ich hoffe, die nehmen das Feature nicht gleich wieder raus, weil sie haben auch viele Features dann nach und nach wieder aus diesen Apps rausgenommen. Ich habe zum Beispiel Google Fotos hier ersetzt gegen, also Galerie habe ich nicht, Google Fotos, aber ich habe es nicht eingestellt, dass das Auto in die Cloud gebackupt wird, sondern halt, dass es halt lokal auf meinem Smartphone ist, weil ich habe selber Fotoprism und lade es da mit dem Uploader hoch. Und ich nutze die Funktionen auch, die es bietet. Manche sind gut, Textextrapolation ist hin und miss. Also wenn sie es verbessern, dann ist es, das weil ist es gibt Paid-App. Eigentlich es gibt, ganz gut. Es gibt Paid-App, die können es besser. Ne? Wenn du es in der Cloud hast, ja gut, das ist jetzt der Unterschied. Wenn du das in der Cloud hast tatsächlich, dann ist Texterkennung richtig gut bei Google. Und auch Objekterkennung. Also, aber das haben sie seit 2013 schon in Google Drive gehabt. Da arbeiten sie sehr lange schon dran. Binary Cloud Chaser, ne? Ich will dich jetzt nicht illusionieren. Leider muss ich das kurz. Passt auf. Ganz einfach. Es gibt da ein Video, das habe ich neulich gesehen. Ich schaue, ob ich es im Verlauf finde, dann werde ich es hier nochmal in die Videobeschreibung packen. War ein Hands-on-Test, ganz kleiner Kanal, glaube ich, 100 Abonnenten oder so. Und der hat gesagt, ich mache jetzt mal einen Test. Er hat sein Telefon genommen. Ganz normal sein Telefon. Hat es aus dem Raum gelegt. Einen Raum weiter. Und hat sich mit seiner Frau über Hundefutter unterhalten. Sonst war nichts anderes. Ich glaube, das habe ich gar gesehen, das Video. Hat sich mit seiner Frau über Hundefutter und hat nur über Dogfood geredet und so weiter. Und dann ist er hin am PC und hat Seiten aufgemacht und es wurde nur Hundefutterwerbung eingeblendet. Und Hundespielzeug und Zeugs. Also, du musst gar nichts hochladen. Dass die Daten automatisch und immer mit abgehört werden, obwohl sie sagen, sie machen es nicht, das wissen wir schon. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, gute Funktion, schlechte Funktion. Der Typ, der sein Handy neben sich angelegt hat, gerade ein mexikanischer Radiosender an war und plötzlich die ganze Werbung für den nur noch auf mexikanisch war. Ey, ganz ehrlich, das brauchst Spanisch, du heutzutage nicht mehr. Spanisch, ja. Okay, Spanisch. Warte. Tut mir leid, ich hab vergessen. Press F, Chat F. Sorry. F. Ja, es ist Spanisch, ich weiß. Aber wozu braucht man Abhören noch, wenn TikTok dein psychologisches Profil hat und alles versagen kann? Jeder, der F schreibt, den bann ich. F! Warte. Einfach F in den Teams-Chat. Okay, der GeekFreaks-TV. Ich schreibe das, by the way, gerade als der GeekFreaks-TV, was passiert. Ja, ist sehr geil. Sperren. Schade. Nee, kannst nicht. Wichtig dabei, Google macht viele Features. Ne? Ich will nur mal, die bauen viele Features ein, die Entwickler. Die Frage ist, ob die Bestand haben, drin bleiben. Das heißt, bleiben die drin oder nicht? Und zweitens, werden sie gut genug, dass man sie auch wirklich nutzt, weil sonst bleiben sie wieder nicht drin. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hoffe, sie bauen diese Fotos-App aus, wie manche anderen Apps auch. Die haben gute Updates bekommen, weil guter Prozessor, der extra für solche Tasks da ist.
Sachen zu erkennen. Das ist ein AI-Prozessor, der ist endlich, der ist für nichts anderes da, nicht fürs Gaming oder so. Der ist dazu da, Bilder hübscher zu machen. Der ist sogar im Vergleich zu Samsung, also Snapdragon und Co. recht schwach. Ja. Aber Tensor ist halt sehr optimiert. Ist sehr optimiert. Die neuen sollen noch optimierter sein. Ich kann nur 7 Pro, ich habe nichts anderes. Aber der ist schon sehr optimiert. Mir geht es auch nicht darum, ob das Handy am schnellsten ist, es soll meine Arbeit erleichtern. Dafür habe ich mir ein Tensor-Handy geholt. Ganz ehrlich, du bist auf Platz 20 oder so der Top-Flaggschiffe mit dem 7 Pro gewesen. Der wäre ein Software-Problem, nicht ein Hardware-Problem. Das ist vollkommen egal. Ja? Da merkst du ja kaum Unterschied in normaler Nutzung. Ich gehe natürlich, und meine Wahl übrigens für die Pixel-Handys, ich kann mir leider das neue jetzt nicht leisten. Deswegen, vielleicht wird es das 9er werden oder so, das 10er dann wieder. Meine Wahl dahin geht, weil Android entwickelt von Google, Pixel die ersten Updates direkt bekommen, Features gut. Wenn ich zum Beispiel Videoideen habe und ich unterhalte mich mit Marco im Cutter, dann drücke ich meinen Aufnahmeknopf und mein Recorder kann automatisch transkribieren, was wir gesagt haben. Sagen wir 90% ist in Ordnung, manche Wörter kennt dann das wurscht und teilt es dann gleich in 2 Personen. Das heißt, selbst wenn ich für einen Sketch oder so 2 Personen, wir quatschen miteinander, habe ich das als Skript gleich mit. Das ist halt Arbeitsworkflow-Erleichterung, weil mein Handy das zum Glück für mich macht. Solche Sachen sind nützlich. Da brauche ich auch nicht online sein, da kann ich LTE ausmachen, Netz ausmachen, alles ausmachen, das macht es trotzdem da. Tensorbeschleunigung, gut. Mhm. Ne? Alex, willst du wissen, warum ich das Pixel haben wollte? Nee, sagst du es mir. Ich habe keinen Bock zu telefonieren. Ich hab das nutze ich aber auch. Ich mache das auch. Callscreen. Callscreen ist so genial. Wie oft geht das Ding für mich ran und tut die Spam oder Vodafone oder Telekom gleich abwimmeln? Sagt, no ist hier. Meistens, was du willst, nix hier. Meistens fängt das an zu reden und dann kriegst du die Antwort, dann so drücken sie die 3 und dann weißt du, okay, ja. Ich liebe das. Ich gehe nicht an. Ich habe Callscreen an und wenn ich schon sehe, oh Scammer, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Dann tschüss. Du einfach auf den Callscreen-Button, meistens legst du selber auf. Mein automatisierter Türsteher, sogar meine Türklingel, ist ein Türsteher. Ich sag schon mal, leg das Paket ab, wir kommen nicht. Das Coole ist, Callscreen ist auch so gut, dass selbst meine Oma, die immer ihre Nummer unterdrückt, aus irgendeinem Grund, trotzdem versteht, was das System von ihr will und dann auf die Mailbox spricht. Callscreen war ja in den 90ern mal ein ziemlich beliebtes Feature. Aber es wurde halt entfernt, weil es zu teuer war zu betreiben auf Dauer. War zu teuer. Ja, du hattest wirklich Anbieter, die dir deine Calls gescreent haben, bevor sie zu dir gegangen sind. Ach so, Menschen, ist das Problem. Selbst wenn ich die Netze ausschalte, weiß ich nicht, ob die anderen. Doch, denn ich habe mein Handy getestet mit rausgenommener SIM-Karte, kann es nirgendwo hin, WLAN aus und Traffic gescannt. Da kam nichts mehr von meinem Phone. Also wenn ich diese Rekorde, also solche Sachen habe ich dann wirklich mal getestet. Ja, das läuft tatsächlich komplett lokal. Weil dann geht nichts. Wenn es keinen Zugang zu WLAN hat und ich zum Beispiel die IP so Mac geblockt habe über die OpenSense, kann es nicht raus. Wenn keine SIM-Karte drin ist, sagt man, Provider sicher, ein Blödsinn, kriegst du Netz. Ne? Weil die schicken mir sicher nicht umsonst irgendein Netz an meinen Phone. Also nee, dafür sind diese AI-Prozessoren. Wähl mal die 112. Ja, natürlich, das ist ein Backup-Ding, aber sonst würde der Provider sagen, ja. Das ist aber gesetzlich vorgeschrieben. In Amerika auch. Das muss jedes Telefon können. Weiß ja in Amerika gerade drüber diskutieren, ob sie das kicken. Weil es Firmen gibt, die tatsächlich einfach nur Telefone verkaufen. Die haben keine SIM-Karte, kein gar nichts. Aber eben erfüllen die auch viele Regularien nicht, beziehungsweise sind nicht registriert dadurch, weil sie das eben nicht brauchen. Und die beruhen einfach nur auf dem System, dass die Mobilfunkanbieter Netz anbieten müssen für Notrufe. Und Powerpuff führt halt zu vielen Problemen. Pass auf, also ich habe das hier, also ich habe die Geschichte ja gerade erzählt, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Wie kann man sich gegen das Abgehörtwerden schützen? Und pass auf, und welches Recording-Tool benutzt du? Also erstmal, wenn du in irgendeinem Raum bist oder öffentlich oder auf der Straße läufst und redest, wirst du mit aufgezeichnet werden von irgendwem. Wenn du im Supermarkt bist, wirst du irgendwo aufgezeichnet werden. Wenn du unterwegs bist, wenn du dich mit jemandem unterhältst und der hat ein Handy in der Hosentasche, du hast de facto keinen Schutz. Und theoretisch, wenn wir jetzt sagen, Apple wäre jetzt böse mit ihrem Find Me Netz und sind immer online, die erkennen anhand deiner Stimme, wer du bist, obwohl es nicht dein Telefon ist und ordnen es dir zu. Die haben Charaktervorprüf, selbst wenn du keine Technik hast und wirst von genug anderen Leuten aufgezeichnet mit ihren Technologien, bist du im Raster. Und die haben ein Profil von dir. Selbst wenn du selbst nichts hast. Du darfst halt nicht reden. Du darfst halt nicht interagieren.
Und du darfst gar nichts machen und du darfst nicht mit Menschen zusammen sein. Das ist deine einzige Chance. Also, glaub mir, ich bin minimal Async. Ist das Delay gewandert? Das wäre schlecht. Oh. Wenn wir wieder Wander-Delay haben, über die Lösung, die wir jetzt gerade haben. Das ist dann aber neu. Das ist neu. Wander-Delay hat man schon lange nicht mehr. Ja, schaut mal ihr mit rein, ob das... Und wie funktioniert Core-Screen? Core-Screen ist ein Feature von den TensorCores, das kannst du aktivieren im Pixel. Und der Recorder, ich habe den ganz normalen Android-Recorder, wie ihn alle anderen auch haben, nur auf dem Pixel hat er diese Funktion, weil die TensorCores haben. Das heißt, andere außer Pixel-Nutzer kriegen die nicht, weil die keine AI-Prozessoren haben. Das ist Hardware-beschleunigt. So, deswegen habe ich Pixel. Wie sehr kann man eigentlich Google trauen, wenn die sagen, sie machen es on-device? Also bestimmt machen sie es on-device, aber danach Fall, senden sie es raus. In dem Fall stimmt es tatsächlich. Also ich kann, gut, ich kann's, dass das nicht aussenden, das kannst du nicht beweisen, natürlich nicht. Ich kann dir testen, also ich kann dir sagen, mein Test, Recording, AI-Zeug ist on-device. Ist Alex, alles on-device. Warte, also dieses Recording mitschreiben ist on-device, die Bildretusche nicht. Das haben sie in der Präsentation falsch gemacht. In der Präsentation haben sie damals gezeigt, der Magic Eraser, ja? Ich sehe nicht, was du, ist unscharf. Mein Pixel sagt mir, Security Update needed. Ja, hatte ich vorhin auch, habe ich gemacht. Neuestes. Also, wenn ihr jemanden rausretuschiert, weil ihr ihn markiert und möchtet diese Person weghaben, dieses Feature ist nicht on-device. Das wurde zwar gesagt, hey, ist on-device, ist aber nicht schnell genug. Das heißt, AI-Daten werden vom Prozessor gesammelt, dann wird es in die Cloud geschickt. Die Cloud hat irgendein Modell laufen, Stable Diffusion, was auch immer, macht es dann und schickt es dann zurück. Das ist mit dem Magic Eraser-Dings. Die können das gar nicht, weil das Handy nicht schnell genug ist. Magic Eraser nicht. Und auch das Bild ergruppieren nicht. Das heißt, du kannst 4-5 Fotos machen von einer Gruppe von Menschen und kannst die Gesichter aus dem besten Shot nehmen, dass, wenn einer jetzt nach unten schaut oder eine Fresse zieht, dass dann alle hübsch schauen. Dann kannst du ein Bild rausbauen. Das ist auch nicht on-device. Das Recording-Feature ist on-device und Core-Screen ist on-device. Die anderen Sachen nicht. Ja gut, die wollten halt die Features schon haben und bisher kann man sie halt nur mit Servern realisieren. Weil es nicht schnell genug geht, richtig. Aber das war falsch von ihnen, das war scheiße, weil sie gesagt haben, hey, es geht on device in Sekunden schnell und es geht nicht. Das war... Ich weiß nicht, wie es beim 7er ist, aber bei mir ist es mit dem Recording so, ich war ein bisschen enttäuscht, weil alle Reviewer, oh mein Gott, das ist so gut dabei, das aufzuzeichnen, transkribieren und bei mir versteht er immer die Hälfte nicht. Ich weiß nicht, was... Ja. Funktioniert. Kannst du filtern, aber wenn du das filterst, dann wird 90% deiner Funktion nicht mehr gehen. Moritz, ruf mich nicht an. Oh. Hallo. Die Person, die du anrufst, verwendet die Funktion Call Screening von Google die Antwort, und erhält eine Aufzeichnung und ein Transkript dieses Anrufs. Aber ich höre euch nicht mehr, weil er hat mein Handy, meine In-Ears sind gekoppelt mit diesem Device, deshalb höre ich nicht mehr, was der Moritz sagt. Ja gut, dann lassen wir es. Ah, hast gemerkt, ne? Also, nö, nenn mir bitte den Grund des Anrufs, ich gehe da nicht ran. Ja, das macht das auch. Kann ich machen. Ja, das hier, kannst du filtern? Ja, du kannst filtern. Ne? Aber wenn du dann das filterst, dann gehen halt keine Google-Dienste mehr und du kannst keine Nachricht mehr aufrufen und Google nicht mehr benutzen, weil es über die Hauptserver läuft. Ja, lass mal nicht über Push-Benachrichtigungen reden. Das ist ein ganz anderes Problem. Das ist ein ganz anderes Problem. Das wäre für Push-Benachrichtigung. Push-Benachrichtigungen müssen über die Google-Server laufen. Ja. Ah, ja. Die Anwendung kann nicht einfach so Push-Benachrichtigungen senden. Nee. Aber ich das ist übrigens nicht ganz so schlimm wie bei Apple. Bei Apple ist es noch viel schlimmer. Da kann er mal dein Mail-Programm E-Mails erhalten. Entweder musst du manuell immer wieder abrufen oder du musst Microsoft Active Sync nutzen, was sie im Exchange-Server eingebaut haben. Normale E-Mail-Apps können nicht, beziehungsweise an die kann nicht gepusht werden auf iOS. Stimmt. Mark Antony Defender vertraue ich auch nicht, den habe ich überall aus. Ich habe keinen Defender an. Ich mache meine Firewall extern, das heißt, ich blocke mit ArtGuard-Sache, ich blocke mit der OpenSense selber, ich PEF-filtere, ich habe ein ClamAV laufen, alles OpenSense. Ich habe da drauf laufen, meinen Filter, Suricata, Intrusion Detection. Ich habe so viele Sachen davor, vor meinen Computern, dass ich jetzt keine Firewall wie den Windows Defender auf meinem PC selbst habe. Auch meine E-Mails lasse ich vorher scannen. Ja, da E-Mails werden in Frankfurt schon durch ein ClamAV gejagt, bevor sie überhaupt ankommen. Genau. Dann noch durch Spam Assassin. Ich habe auch auf meiner OpenSense nochmal ein ClamAV und so weiter und so fort. Also ich mache alles vorher.
dass alle Geräte geschützt sind, so gut es geht. Dem Windows Defender kann ich nicht vertrauen, weil der ist ja Spionagesoftware für Microsoft. Mhm. Ja, deswegen. Gut, vielleicht Dark Clammy wie für Cisco. Ja, gut. Aber ja, so ist Cisco, aber ist Open Source von daher. Sorry, Carter und CrowdSec wenigstens nicht. Also, ich habe schon sehr viel. Wie kommt ihr da auch in so ein Update wieder? CrowdSec scannt und lädt auch hoch auf die Server. CrowdSec sagt, was du machst. Richtig, also aber halt. Aber halt, ne, dass alle sich absprechen. Das ist cool. CrowdSec, wer es nicht weiß, ist so ein cooles System. Jeder redet mit jedem. Bei mir kommt eine schadhafte IP an. Oh, die ist aber schadhaft. Blocken. Dann sagt es ja gleich weiter an alle anderen. Bitte, diese IP müsst ihr blocken. Und alle, die CrowdSec haben, kriegen diese Info von mir. Und es wird gesynkt. Das heißt, das ist wie ein Gruppenschutz. Eine Gruppenimpfung. Das die CGF-Websites zum Beispiel, die Webserver haben auch alle CrowdSec drauf. Wenn ihr die blocken zwar nicht. Aber wenn ihr da angreift, also ich SSH-Passwörter durchprobiert oder so, dann wird es auch an CrowdSec gemeldet. Und irgendwann, also ich sag mal, wenn sie so gemeldet haben, dann gibt es eventuell einen Block. Also nein, ich habe keinen Ping der Hölle. Ich habe in CSGO einen Ping von 12 Millisekunden. Und nur weil ich hier 6,25 Millionen Gegenstellen geblockt habe, ist es nicht so schlimm. Also guck mal her. Ich habe hier immer noch. Mein niedrigster ist hier 15 Millisekunden jetzt zu meiner. Und auch Next DNS ist 18 Millisekunden. Das ist nicht schlecht für so viel, was ich habe. Oder Moritz? Ja. 18, 15 Millisekunden. Ja, für DSL ist es ganz gut, ja. Also, ja. Da kann man nichts sagen. Ist auch, also ihr, nur weil ihr jetzt ArtGuard laufen habt und noch andere Sachen auf der OpenSense, das gibt ja einen Grund, warum ich einen N305 drin habe mit Alex, Beschleunigung und Hyperscan. Ja. Ja? In Frankfurt habe ich einen Ping zu Google, zu Quad 8 von 0,3 Millisekunden. Ich meine, ArtGuard ist ja nur DNS. Man hat den halt zu Hause sitzen. Warum sollte der langsamer sein, als wenn man es ins Rechenzentrum sendet? Na, pass auf, weil halt viel drüber läuft. Die Leute haben schon recht, wenn viel läuft, kann es langsamer werden. Pass auf, mein System war auch langsam. Mein System, ich fahre mich mal wohin, warte mal, ich mache das so, ich mache euch den Dreier so an, so, und dann kann ich mich so hinfahren, pass auf. Mein System war auch langsam, mit einem anderen Prozessor, aber jetzt nicht mehr, denn die neuen Prozessoren, das habe ich im Stream schon mal gesagt, unterstützen ein Feature, und zwar Hyperscan, zum Beispiel in der Intrusion Detection. Neue Algorithmen, die viel schneller funktionieren. Die CPUs von Intel haben beschleunigte Algorithmen für diese Sicherheitsfeatures. Und damit funktioniert das Ganze ohne Last. Ich verliere jetzt keine Bandbreite mehr, gar keine. Ich bin noch bei vollen 1200. Und auch während dieses Streams, während da drauf CrowdSec läuft, da drauf läuft Intrusion Detection, meine PFWall, manchmal 30, manchmal 0% CPU-Auslastung. Also das ist so kaputt optimiert. Und schaut mal meine Pings an. Im Moment habe ich 11,9 Sekunden nach Telekom und nach Google 21,9. Ich ping meine Gateways auch immer wieder. Und ich schaue über ArtGuard, wie schnell ist es noch und so weiter und so fort. Also nein, das macht die Verbindung nicht langsam. Ihr könnt sie sogar beschleunigen durch das Artblocken, könnt. Weil dann weniger Daten geladen werden müssen. War das hilfreich? Wow. Dann probieren wir wieder OpenMPTCP. Dann probieren wir wieder OpenMPTCP. Demnächst. Also ich wollte es nochmal zeigen, also ich habe hier auch viel, also im Moment habe ich geblockt 6,25 Millionen Domains. Ich weiß nicht, wie viel ihr so blockt. Keine Ahnung. 12 Millisekunden im LAN? Das ist zu viel. Das ist viel. Das ist viel zu viel. Ich habe 1 oder 2 Millisekunden in meinem LAN-Netz. Selbst das finde ich alte viel. Kabel. Ich kann sagen, selbst 2 Millisekunden Modem-Kabel schon sehr lang. 1 Millisekunde finde ich schon fast zu viel. WLAN. Ich rede hier von WLAN. Also mein WLAN, wenn ich mein Device habe, das okay, ist in der Garage oder so. Okay, WLAN ist langsamer, ja. Ne? Also, das ist richtig. Vor allem, wenn es über Repeater geht oder so. Ja, aber wenn ich jetzt einen normalen Ping mache, ne? Sagen wir mal, ich gehe mal hin und ich ping mal zum Beispiel 427.001. So, bam. Lol. Das funktioniert jetzt super. Jetzt macht er gar keinen Ping? Wie geil ist das denn? Okay. Zeitüberschreitung. Ping mal die 427.001. Ja, mich selber? Nein, wozu soll ich mich selber pingen? Doch, mach mal. Warum sollte ich mich selbst pingen? Wenn es eine Sekunde ist, dann hast du Probleme. 1 Millisekunde, natürlich. Unter 1 Millisekunde. Ja, warte, pass auf, jetzt komm mal hin. Jetzt ping ich mal meinen Android-Server. Also im LAN. Jetzt finde ich doof, das Windows. Unter 1 Millisekunde. Ping-Tool, das ja, Windows-Ping-Tool dir nicht weniger anzeigt als 1 Millisekunde. Oder pass auf, jetzt ping ich mal extra ein Device, das bei mir da oben steht. Dritter Stock WLAN, über 2 WLAN-Repeater. Jetzt über verschiedene Router? Nee, ist im selben Netz, okay. Bam. Unter 1 Millisekunde. Okay. Dritter Stock geht per Funk aus dem Orbi, per Funk WLAN in den nächsten Orbi, nicht LAN, und von dem springt es nochmal per Funk.
Ja gut, aber klar, wenn du nicht durch weitere Ruder gehst, dann wird nicht viel Delay dazukommen. Ja, warum du hier 12 Millisekunden hast? Hier haben wir ein WLAN-Device, das ganz weit weg ist. Das ist eines meiner Wetterstationen, die auf dem Balkon steht. Na gut, Wetterstation, das ist halt auch ein Device, das auf Low Power und so optimiert ja. ist. Also die hat schon mal zwischen 7 du und siehst, 5. Du siehst 53 Millisekunden, das ist nichts, was vom WLAN kommt. Ja, ne, das ist halt... Außer du hast jetzt großen Verlust dazwischen. Dann kann es passieren, dass, wenn Sachen wieder neu geschickt werden müssen, klar, aber das sieht mir einfach nach sehr spät geantwortet aus. Vielleicht Deep State, was ja. auch. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Du weißt nicht, wie das ist. Low Power, die sollen ja nicht so viel Saft fressen, diese Wetterstationen und das Zeug, weil sonst musst du dauernd die Batterien tauschen. Ne? Genau. Vor allem bei den Netatmo-Dingern. Da kann ja ich super. Das vollkommen nachvollziehen. Ich auch. Also das ist ja sonst Blödsinn. Also ich kann mal zeigen, und, pass auf. Ganz wichtig, wenn ihr Router anpingt, oder Trace Routes macht. Also ihr macht einen Trace Route zur Quad 1, Quad 8, was auch immer. Oder irgendeinen Router bei eurem Provider oder was auch immer direkt anpingt. Kann es sein, dass ihr ja plötzlich 100, 200 Millisekunden oder vielleicht euer Ping austimed habt, weil diese Router Anfragen an sich selbst mit einer sehr niedrigen Priorität behandeln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel unsere BGP-Router in Frankfurt anpingt, habt ihr auch einen Delay von über 10 Millisekunden. Einfach nur, weil es halt beziehungsweise das ist halt nicht wichtig. Das wird halt sehr... Nee, der 18er, den du gelesen hast, das war der Ping, der 18 Millisekunden Ping, den du gelesen hast, der war zu einem DNS-Server. Das sind DNS-Server-Auflösungspings. Ich verteile hier im LAN 3 verschiedene DNS-Server, die verschieden Zeugs, ne? Auch mit Gastnetz, die kriegen andere Sachen. Gerade war angefragt, Moritz? Ja. Blocklisten sind immer schön und gut, man muss natürlich auch per Hand anlegen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel verschiedene, die habe ich halt Test 1 bis X genannt zum Beispiel. Manche kommen hier... ASD. Kennt ihr? Ja, Adguard Team, Easy List habe ich drin. Ich habe drin die RPI List. Was habe ich noch? Ich möchte noch mal Bock. Firebock. Ja, habe ich hier. Firebock ist hier. Habe ich auch. Otherways drin. FadeMind. Was habe ich noch drin? Die Prigent List. Dann habe ich drin die Spam 404 List, die Downloads List, Big Oystel NL, Tuxio, Stevens Blacklist. Das gibt es irgendwo gesammelt. Urlhaus. Ja, geh mal auf Firebock. Geh mal auf Firebock. Ja. Also das ist eine sehr gute Basis. Eine sehr, sehr gute Basis. Ja, ist eine sehr gute Basis. Auf der Firebock kannst du aufsetzen, wo habe ich es hin. Geh einfach auf die Firebox-Seite. Da kannst du gleich noch was zur Seite sagen. Geh auf die Firebox-Seite. Ja, ich suchte gerade hier. Du kannst sie anklicken, hast sie hier zum Beispiel und kannst du auch. Geh auf die Webseite an. Ja, nicht V-Punkt, ja. Genau. Ja, genau. Da kannst du noch mehr, die kannst du alle runterladen. Die Grünen, da gibt es einen Unterschied. Die Grünen sind die, die dich nicht einschränken oder sehr wenig. Die Blauen schränken dich ein bisschen ein. Die mit dem Strich, die sind sehr ich weiß es deutsche Wort nicht. Intrusive. Intrusive. Ja, das musst du dann. Ich dachte, die wurden noch gar nicht mehr unterstützt. Es gibt verschiedene Wege. Aber die schränken dich halt ein in der Nutzung. Also ganz wichtig, es gibt verschiedene Wege. Ich zum Beispiel bin jemand, ich suche mir die Listen, die halt sehr viel blocken. Ihr seht ja hier, da gibt es die Kobold, die Schwurbler-Listen, die ich drin habe, HGCs-List. Hier steht auch immer schön drin, ne? Manche sind mit Namen, die kannst du dann hier direkt Sperrliste hinzufügen. Dann gehst du aus Liste auswählen, dann kannst du hier, habe ich alle genommen. So. Wow. Und dann, ja klar, ich block alles weg. Dann Phishing Army, ich habe alles genommen, was ich kriegen kann, was ich finden kann. Dann bin ich aber den anderen Weg gegangen. Benutzerdienste, ich gebe alles per Hand frei, was ich brauche. du blacklistest halt und ich auf blackliste andere Seite alles. Du. Ja, und wenn irgendetwas nicht mehr geht, wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann gehe ich hin und whiteliste es. Das heißt, ich gehe mit meinem Handy durch und meine Frau und so weiter und dann whiteliste. Ich block erstmal alles. Deshalb, warum machst du denn überhaupt Blocklisten, wenn du doch eh alles blockst? Das ergibt keinen Sinn, Alex. Ich wollte es auch gerade sagen. Ist ja ganz einfach. Alles, was intrusive klingt oder was blöd ist, block ich. Und dann finde ich erstmal raus, warum. Zum Beispiel gab es da Kooperationspartner, die auf der Firebox-Liste mit drauf waren, die ich aber brauche, weil es für mich Affiliate-Programme sind. Ja, okay, warte mal. Also blockst du über die Blocklisten? Genau. Ja. Ich block alles über die Blocklisten. Dann blockst du ja nicht alles, da blockst du ja das, was auf den Blocklisten steht. Ja. Ich blocke mit allen Blocklisten, die ich kriegen kann. Das ist ein großer Unterschied. Er whitelistet halt wieder geblockte Sachen. Genau, es gibt Leute, die gehen hin und nehmen nur Blocklisten, wo sie wissen, hey, pass auf, die schränken mich nicht ein. Und dann gibt es Leute, die blocken halt mit allen Blocklisten, die sie kriegen können, alles so viel wie geht und machen dann Whitelists. Aber das ist ein Unterschied zu
Alex, das ist aber nochmal ein Unterschied. Ich habe zum Beispiel Server in Frankfurt zum Beispiel, bei denen ist wirklich alles geblockt, bis auf was ich freigegeben habe. Das ist auch nochmal ein Weg, den du gehen kannst. Das hat sich daran erkennt man aber, wer der ITler ist, der richtige ITler ist. Der richtige ITler arbeitet mit Whitelisten. Und mit Whitelisten sich alles. Only. Du arbeitest halt mit Blacklists und dann whitelistest du nochmal, falls es auf der Blacklist war. Ja. Also genau. Ich haue immer hinzu, alles was ich finden kann, sammle alles zusammen und dann whitelist. Ich könnte aber auch sagen, hey, blocke alles, nimm nur whitelist. Das würde ich für Internetnutzer auch nicht machen, das ergibt keinen Sinn. Da kommst du ja auch. Deny all mache ich nicht, weil teilweise sind Sachen auch undurchsichtig. Das bringt mir nichts, dann weißt du nicht, warum funktioniert was nicht, obwohl die Anfragen durchgehen und das hatte ich auch schon. Deny all ist für mich jetzt zu aufwendig. Firewall immer deny all? Ja. Ja, Firewall ja, aber nicht bei der Blocklist. Firewall, aber dann gibt es Leute, die OPNP aktivieren. Naja. Ja, dann ist es nutzlos. Dann ist es absolut nutzlos. Wenn du in der OpenSense-Liste machst du dann, ich zeige euch jetzt natürlich nicht meine Freigaben, aber du gehst dann hin und machst zu und machst nur die Ports auf, die du brauchst. Die du wirklich brauchst pro Device, nicht an alles. Das ist das Nächste bei OpenSense zum Beispiel. Oh. Ich binde meinen Port immer an einen Alias. Das heißt, ein Gerät aus diesem Netz bekommt diesen Port offen. Die anderen Geräte haben nicht diesen Port offen. Das ist nice. Ja. Per Alias binde ich das. Das heißt, ich weiß ganz genau, dieses Gerät hat den Port offen, dass ich jetzt hier zum Streamer-Bot komme, der mein Zeug macht. Die anderen Geräte nicht. Wichtiger ist, VPN hat. Obwohl ich VPN habe. Ne? Normalerweise VPN steht nochmal über alles, aber wenn du was freigeben musst, dann per Device und nicht an alle Geräte im Netzwerk, weil das ist ein Sicherheitsrisiko. Wie sieht es eigentlich aus mit den Tracker-Attributen aus URLs entfernen? Kann das AdGuard auch automatisch oder muss es immer beim Browser gehen? Nee, das hat nichts mit dem DNS zu tun. Die Tracker-Attribute werden in der URL mitgegeben. Ja, ich weiß, erreicht den DNS niemals. Ja. Ich weiß, das hat nichts mit DNS zu tun. Ich habe mich nur gefragt, ob AdGuard da noch so ein Feature on top hat vielleicht. Aber da gibt's ein Browser-Plugin, ich glaube Clear URL oder so heißt das. Da kannst du das einstellen. Genau. Wie oft ich mich schon mit IP-Tables ausgesperrt habe. Nicht nur du. Shoutout geht raus. Kurz generell zu Firewalls. Immer so granular wie möglich. Immer so spezifisch wie überhaupt nur möglich. Ich ziehe AdGuard Pi-Hole vor, weil es DOT und DOH out of the box unterstützt. Pi-Hole mittlerweile auch. Ja. Deswegen habe ich immer AdGuard vorgezogen. Kann natürlich sein, dass Pi-Hole das jetzt auch macht und so weiter. Virtuell sind sie schon. Ich würde nichts als besser bezeichnen. Mir gefällt Pi-Hole von der Verwaltbarkeit ein bisschen besser. AdGuard ist sie, so. Sie machen das Gleiche. Es kommt halt darauf an, welche Gerätchen du hast. Naja, ich habe in Frankfurt habe ich auch 3 Nameserver auf Pi-Hole auf VMs laufen. Wenn jetzt, zum Beispiel nur einen Raspberry Pi zu Hause hast und Home Assistant drauf haben willst, kannst du zum Beispiel nur AdGuard installieren. Ich habe es probiert mit Pi-Hole, aber das ging parallel nicht. Das mochte, in einem anderen Container? Ich habe das gar nicht im Container installiert bekommen. Ich musste das OS installieren. Home Assistant solltest du nicht im Container installieren, das stimmt, hast recht. Nein, ja. Ich bin auch ein Freund von Home Assistant im Nicht-Container. UFB ja, besser als IP-Tables, ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bastel ja viel im Home Assistant, ne? Hier auch mein Standard-Dashboard. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Tablet-Dashboard fertig gebaut. Das hier ist mein Tablet-Dashboard. Warte mal, sieht noch schöner aus. In der Kiosk-Variante, pass auf. In der Kiosk-Variante wandert das so, wie es jetzt gerade ist, so. Halt komplett übersichtlich, kommt es bei mir im Wohnzimmer ran. Dann habe ich hier zum Beispiel meine Telemetriedaten für den Vorraum, fürs Dach, fürs Kinderzimmer, fürs Esszimmer, dann hier einzelne Buttons, ob wir eine Wetterwarnung haben. Kommt ein Video dazu, ob der gelbe Sack fällig ist oder der Rest. Dann kannst du hier auf die Räume klicken, hast hier deine Räume zur Auswahl, kannst du hier die Traverse zum Beispiel ausmachen oder anmachen oder ausmachen und dann leuchtet es auch ausmachen. Aus. Kann ich auch, machen wir jetzt nicht. Könnte jetzt hingehen und meine Frau irritieren, indem ich sage, ich mache jetzt das Wohnzimmer an oder aus. Machst du jeden Stream einmal? Kannst du Fenster ausmachen? Das Studio hier. Ja, ich kann hier alles schalten. Schau mal hier, das Studio, da habe ich jetzt hier meine Geräte, die gerade an sind. Das Putzlicht könnte ich anmachen oder ausmachen. Smart Home. Hier zum Beispiel im Moment, ich habe noch eine Akkuladung von 59% und speise 98,6 Watt gerade ins Netz ein. Kannst du den Strom ausschalten? Ja, kann ich auch, mache ich aber nicht. Weil das dumm ist, ich habe eine USV, also das Gerät läuft auf dem Android, wo die USV ist. Ich könnte den Strom auch ausschalten. Auch nicht nur bei den Solardingern, sondern auch insgesamt. Das ist gut, das Gerät, das dir deinen Strom pillen kann, guck auch mal, noch Strom hat, um den Strom wieder zu aktivieren, ja. Übrigens, ganz witzig und super aufwendig war das. Ich habe Home Assistant Touch bedienbar fähig gemacht. Ich kann hier durchfahren, wupp.
Wuppertal zum Beispiel, nice. die Strecke zur Arbeit von meiner Frau, weil die zieht automatisch die Staudaten und siehst du, wie lang wäre heute die Dauer bis zum Arbeitsweg. Sowas. Ja, dann komme ich, der zur Frau ist, einen Lichtschalter mal einzurichten auf dem Dashboard. Ich habe nur das Standard-Ding. Das Theme heißt Graphite. Interessant ist, ich habe hier zum Beispiel, wenn das Ding an der Wand hängt, was super, super wichtig ist, bei uns im Haus gibt es ja manchmal Probleme. Zum Beispiel im Kinderzimmer ist gerade der CO2-Wert zu hoch. Aber da schläft gerade keiner, weil der Kleine ist bei der Mama drüben. Aber er ist bei 2000 Einheiten. Warum? Weil sich durch das Styropor immer noch Wärme an der Decke sammelt. Das Styropor muss weg, und muss besser atmen. Das ist recht viel. Ist zu viel. Und da ist keiner im Raum. Deswegen, das ist einfach Ausdünstung von den USB-Platten, von der Decke und so weiter. Da muss ich dann lüften. Dann gehe ich dann hoch und lüfte das Ganze nochmal. Die Heizung hat auch was. Sobald die Heizung anspringt, sammelt sich die Wärme und das CO2 oben. Und solche Sachen sehe ich dann wenigstens auf einen Blick. Und ich sehe auch, hey, pass auf, wo habe ich vergessen? Die Studiofenster muss ich dann noch zumachen. Und hier habe ich auch die Daten, ist Bewegung an der Garage, schleicht jemand ins Haus, dann gehen auch die Videos dazu auf. Oder hier habe ich die Balkontür vergessen oder die Haustür vergessen, schaue ich auf dem Handy an, dann kann ich es immer zumachen. Das ist halt super praktisch. Hast du eigentlich ein aufs ganze Haus verteiltes Smart Home System, also auch durch die Wände gelegt? Oh, nice. Ja, nicht ist alles WLAN. Alles bei mir WLAN. Ah, okay. Auch die Steckdosen sind WLAN, auch diese Dinger, die Schalter, die du gerade gesehen hast, ist alles WLAN. Nix KNX oder irgendein Special-Ding, sondern wenn du da auf mein Studio gehst, zum Beispiel hier, wenn ich dann sage, ich mache hier das Putzlicht an, weil man diesen Knopf hier, ich mache mal so, dass man es besser sieht, dann geht es an, aus, hier kann man es auch nochmal besser sehen, an, aus, alles WLAN, in Echtzeit. Gerade bei 444 Ports. Man muss aber auch sagen, KNX macht keinen guten Job, sich zu verkaufen. Also das kann in einem Absatz nicht erklären, warum man es nehmen sollte, statt die WLAN-Solutions. Ja, weil es keinen Sinn macht. Es ist genauso geil. Wenn ich hier mein ich habe ja auch hier oben eins an der Wand hängen. Wenn ich das geht doch problemlos. Und alle diese Smart Home Dinger sind bei mir im eigenen WLAN. Das heißt, ich kann die natürlich dynamisch erweitern. Meine Frau kriegt ihr eigenes Dashboard und ich krieg mein eigenes. Da ist auch die Fernbedienung für den Fernseher mit drauf auf einem Tab. Und dann kannst du es einfach durchtappen. Du hast es hier, zack, zack, steht im Wohnzimmer ein Tablet. Damit kannst du alles bedienen. Auch das Babyphone oder die Babykamera sehen, wenn das Baby oben schläft, dass es sich nicht selber im Kissen erstickt. Was brauche ich mehr? Liebe ich. Julian, und mittlerweile habe ich auch mittlerweile Ring. Es wurde gibt von Steve getötet. Es gibt die Ring Cloud Solution oder die Nicht Cloud Solution. Und ich habe einen Ring to MQTT, die Nicht Cloud Solution gemacht. Und jetzt kann ich die Ring Sachen ja auch ansehen in Echtzeit und tracken. Das heißt auch die Haustür und die Haustüranmeldungen und so weiter. Ja, aber was ist mit den Sicherheitslücken? Waren die nur von der Cloud Variante betroffen? Nur die Cloud Variante. Aber ich nehme die Nicht-Cloud-Variante. Wie kann man CO2 messen mit Sensoren? Dafür habe ich ja zum Beispiel den AirQ getestet, wie du seht ihr bei uns. Ich messe ja noch viel mehr. Hold it. Komm, wir machen mal ganz kurz. Was kann man denn alles so messen und warum sollte man das tun? So, ich gehe mal aus der Kiosk-Variante raus und gehe mal in meine Sensoren rein. Oh, komm, mal. Wie viele Leute haben sowas und sehen sowas? Und da könnt ihr wenigstens mal entscheiden, ob ihr sowas braucht oder nicht. Gehen wir mal drauf. Warte mal hier, track mich mal. Dann sieht es ein wenig schöner aus, bitte, Kamera. So. Alex, ich mache das ganz analog. Kannst du Finger. Also, was haben wir? Wir haben hier Sensoren eingerät. Was sehe ich gerade? Ich sehe zum Beispiel gerade oben vom Elternschlafzimmer den Druck, den Gesundheitsindex, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Lärmbelastung, gerade hat 35 dB. Vorhin hat mein Sohn wahrscheinlich mal geschrien, da war es ein wenig länger, ein wenig lauter. Ja, da hat er geschrien, sehe ich. Der hat Nachtschreck. Das Problem ist, mit Nachtschreck ist nicht so zum Spaßen. Kannst du das auch abspielen nochmal? Nee, hörst du deine Kinder ab? Ozon, das hier ist wichtig, das sind Staubpartikel, giftige Partikel, relativer Luftdruck, ich sehe den Sauerstoffgehalt, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Taupunkt ist gut. Taupunkt gehe ich extra deswegen durch, weil ich habe im Keller ein Taupunkt-Ventilationssystem. Unser Keller ist feucht und immer, wenn es tauen könnte, anhand des Temperaturgradienten innen außen, gehen unten im Keller die Lüfter an und hauen trocknere Luft rein, so kühle ich den Keller mehr oder weniger passiv, ohne ihn aktiv trockenlegen zu müssen. Virenindex ist 0, ist gut. VOCs ist immer so eine schwierige Sache, weil die Dinger sind eigentlich gesundheitsschädlich, aber der Wert ist so gut und 0, göttlich. Das hier ist ein Spike gewesen, weil ich das Gerät umgestellt habe. Das ist so ein Sensor und Genauigkeit, aber wir sind sehr gut mit diesen Werten. Also sowas kann man machen. Füllstand der Mülltonne, ne, das mache ich noch nicht. Was track ich denn noch ein bisschen? Also ich track ja hier das Studio. Ich habe Zigbee für viele Sachen, das Motor für den Strom, die Solarsachen. HomeKit, nee, warte mal, was wäre noch interessant für euch? Aquara binde ich später wieder ein, weil es hat Matter, das muss ich neu einbinden. Netatmo messe ich viel,
Also zum Beispiel draußen hier, die Humidity ist gerade 91% auf dem Balkon. Dafür halte ich das doch, Temperatur ist gerade 25,3. Bitte lüften muss ich noch nicht, weil hier drin habe ich gerade 741 ppm CO2. Das ist gut. Und da habe ich hier so meine verschiedenen Dinger. Ich habe auch ein Regengeweis, gerade kein Wind und gerade kein zu viel Regen. Weil anhand dessen will ich dann mein, ich habe hier Smart Rollo, das soll sich dann bewegen, wenn Wind und Dings passt. Alle, das sind unterschiedlichste Sensoren. Da kannst du dich gut einshoppen. Also das hier sind Netatmo-Geräte, die ich kaufe immer, wenn günstig. EQ hat viele solche Sensoren. Netatmo hat wenige solche Sensoren, aber die kannst du halt überall stellen. Und einige Sachen von mir kommen dann noch rein über Zigbee. Die sind am günstigsten. Da habe ich so einen Zigbee-USB-Dongle. Da habe ich jetzt 8 Geräte am Laufen. Diese EW-Link-Geräte sind super günstig. Die messen aber auch nur Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Und dafür, dass draußen gerade... Das kann meine USV auch. Draußen hat es 91% Luftfeuchtigkeit. Und im Dach, ich habe das Dach so gut gedämmt, dass das Dach nur 60,5% hat. Das heißt, ich schaffe es 30% trockener zu sein als draußen. Das ist gut fürs Dach. Das kleine Ding hier ist so das günstigste, was man kriegen kann für Zigbee. Das ist das Skynet. Entschuldigung. Der Skyblue. Nee, der Sonoff nur 3.0 ist günstiger. Den kannst du nämlich im Amazon-Schnäppchen kriegen. Der ist günstiger. Den kriegst du im Amazon-Schnäppchen. Deshalb habe ich mir geholt. Weil der Sky Connect, der kostet, wie viel kostet der? 30, 40 Euro? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe ihn mir geholt, weil er einfacher zu integrieren war, weil er auch von Home Assistant kommt. Und der Sonoff, den was sagst du, einfach Zigbee Device Coordinator hinzufügen, ne? Android durchreichen. Ich habe ihn mit Android direkt an Home Assistant durchgereicht. War 20 Euro. Aber ich glaube, der Sky Connect kann doch auch Meta. Deswegen ist der, glaube ich, ein bisschen besser als der Sonoff. Der Sonoff, auch. Der Sonoff kann auch Meta. Weiß ich nicht. Ich glaube, der Sonoff kann nativ. Ja, ich habe Meta-Geräte drin. Ich habe Meta-Geräte eingebunden über den. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es habe, weil Philipp sagte jetzt, ja, erstell dir bitte einen Account, sonst gehen deine Lampen irgendwann nicht mehr. Hey, ganz ehrlich, wenn du einfach integriert haben willst, kauf dir vielleicht die Home Assistant Box. Kannst du auch machen. Also, Yellow ja, oder so. Ich hatte halt schon Raspi, deswegen... Viele Wege für nach oben. Also hier im Studio hat es gerade 25,6... Oh, das waren gerade noch 32, meine Hand ist ein bisschen feucht. 51 merkt er, meine Hand ist eigentlich... Also gerade... Ja, jetzt geht's wieder runter. Komm, erstmal richtig. Hand ist weg. Bei dir sind es 25,6 Grad? Ja, warte, Bei mir sind es 18. Ich habe hier ungefähr... Ich noch kurz an. Warte, schau, also ich habe jetzt mit der Hand ist es mehr. Ich hatte gerade 32% Luftfeuchtigkeit. Warum ist es hier so trocken? Ist ganz einfach. Das hier ist alles Trockenbau und Holz. Ich habe das ganze Studio mit Trockenbau und Holz gemacht. Das Holz frisst die Luftfeuchtigkeit weg. Das ist alles Holz. Gut ist. Der Boden ist Holz, die Wände sind Holz, alles ist Holz. Das hier, glauben die Leute immer nicht, das ist eine Doppelaufladung. Schaut mal unsere, wie ich das Studio gebaut habe. Das ist Massivholz, alles ringsum im ganzen Studio. Deswegen, Holz schnappt sich die Feuchtigkeit, da wird es niemals schimmeln hier. Und ich habe da noch mit Folie hinter der Heizung und so gearbeitet. Also hier wird es niemals irgendwo schimmeln im ganzen Erdgeschoss. Und im ersten auch nicht. Und das finde ich halt toll. Holz ist da, Holz ist ein so schönes Material. So, Sonoff E ist dann das gleiche wie Sky Connect. Cool. Ah, cool. Wie heißt die LED-Box, die unter dem Monitor angezeigt wird? Das da? Oder was meint ihr? Lametric? Warte, zeige ich euch. Das ist das Tolle, das Feature. Warte. Ich bin ja glücklich, dass mein Feature. Gibt es die Lametric überhaupt noch? Die kannst du noch kaufen. Das hier ist die Lametric Time. Eine viel zu teure Uhr, die sich mal alle Content Creator gegönnt haben, die halt dann so anzeigt, hier so, kannst du alle Apps drauflegen, Radio hören damit, Watchtimer, da gibt es so viele Apps, wie viele Leute schauen gerade einen Stream an und so weiter. Es gibt ja alle Funktionen dafür, 200 schauen auf YouTube zu. Diese hat 250 Euro damals gekostet und jeder YouTuber musste haben. Ich habe sie auf günstig auf eBay dann mal gekauft. Da kannst du halt auch deine günstig heißt 70 Euro. Da kannst du dann deine Börsenticker und so laufen lassen und so. Ich mag die Uhr immer noch, einfach weil sie schön ist. Und die Leute haben immer noch nicht rausgefunden, wie sie den Tor, also den Tesseract steuern können. Den könnt ihr im Streamfall steuern. Also ich könnte ihn hier auch steuern, weil ich habe ihn hier draufgelegt, aber ihr könnt ihn auch steuern. Für 10 Euro schaue ich auf dem Streamerbot nach und sag's euch. Nein! Vielleicht bist du zu kaufen mit 10 Euro? Was aber unbezahlbar ist, ist, ne, danke Community, ich liebe euch. Die Leute sehen es gar nicht. Das ist die Aufwandsentschädigung, mich auf dem Streamerbot einzulocken. Das ist die größte Auszeichnung, die ich in meinem Leben je erreicht habe, ist die hier.
Böses Bambi. Das ist immer noch die größte Auszeichnung, die ich mein ganzes Leben erreicht habe. Den Namen davon sieht man leider nicht mehr. Immer wieder, ich zahle 240 Euro im Monat für die ganze GmbH-Firma mit allen bei mir laufenden Servern und Sachen. Zwei Kinder, Waschmaschine, Trockner, drei Stockwerke. Naja, wir brauchen für manche Fragen einfach ein Command, Ausrufezeichen, Stromkosten. Gibt's. Obwohl YouTube kann es nicht. Ne? Echt? Oder? YouTube, kann YouTube inzwischen Chat-Commands? Naja, über Bots. Ah, okay, fair. Bot, der dann halt auf die Nachricht reagiert. 100k weiß ich gar nicht, ob ich schaffe. Übrigens hier, heute mal meine Solarprodukte. Ich könnte es euch als Dings zeigen, aber. Ach gut, ich zeig's euch so. Komm, so. Sonst mit dem Smartphone. Ich muss doch nicht immer mit dem Smartphone das Ganze machen. Warte. Zack. Das ist mein heutiger Energieverbrauch. Ihr seht, wo ich dann Technik getestet habe, um Stream zu fahren. Im Moment verbrauche ich 2800 Watt mit allem. Mit Transcoding-PC, mit PC, mit allen Sachen, die laufen. Auch im ganzen Haus. Ne? Standby-Strom. Standby-Strom sind bei mir 550 Watt für alle serverbedingten Sachen, Netzwerk, Android und so weiter. Also mit allem insgesamt verbrauche ich gerade 2860. Und hier speist gerade meine Powerstation mit 100 ein. Das werden dann bald 200 sein pro Stunde, die dann immer durch eingespeist werden von dem Solarstrom, der gespeichert ist für Nachteinspeisung. Über den Tag hier habe ich ziemlich viel produziert mit der einen Anlage. Da kommt aber noch eine dazu. Und so schaue ich immer, wie ist denn das Ausgleichding. Und ich habe heute gezahlt an Strom 8,78 Euro. War heute mein Tagesstrom. So. Ah, ich weiß gar nicht, ob es die Leute interessiert, ob das den Leuten gefällt. Wenn Alex mir irgendwie Zugang dazu gibt, dann kann ich das auf die Website einbauen. Was ist das für ein Messgerät und wo kommt man da dran an jedes Gerät? Na, pass auf. Dieses Messgerät, das ich hier, das ist ein ESP32 in Mini-Format, den ich an den Stromzähler geklemmt habe, der auf Tasmota geflasht ist, der mit Tasmota ein Kommando abgibt und die PIN-Eingabe simuliert, um den Stromwert jede Sekunde einmal abzurufen, um das in Echtzeit-Tracking-Daten zu verwandeln, sendet es in WLAN, wird dann eingebunden in Home Assistant. Home Assistant nimmt die Daten der Shellys, die ich an die Solaranlagen geklemmt habe und im Haus verteilt hat, und speist die dann dagegen in die Energiekarte ein. Und daraus errechnet Home Assistant dann die ganzen Sachen. Ich kenne sogar inzwischen manche ITler, die auf ihrem Portfolio einfach ihr Heimnetzwerk so mit drauf haben, mit Home Assistant und allem, um zu zeigen, dass sie das halt können. Also. Ja, gut. Nee, das sind die ganz normalen Shelly-Stecker, die du kaufen kannst. Jeder Shelly geht da eigentlich zur Strommessung. Die können nämlich beide Wege, also die neuen kleinen für die Stromadapter, die können beide Wege messen. Verbrauch und Einspeisung. Und dann kannst du den dazwischen stecken, zwischen deinen Wechselrichter und die Steckdose, und dann misst du dir alles raus. Ist auch ein Relais mit drin, fürs Ein- und Ausschalten. Und die Tasmota-Sachen, die hau ich halt immer so rein, wenn ich was günstig krieg. Ah, die Abdeckung reflektiert. Also ich finde es ganz cool, ich habe so ein kleines Ding 3D gedruckt, habe das dann magnetisch dran gefluppt. Und dann messe ich halt immer selber. Das nächste, was ich vorhabe, ist das mit dem Wasser zu messen, weil dann weiß ich, wie ich meine Ölheizung einstellen muss, dass das Wasser erhitzt wird, wenn es wenig genutzt wird, und optimiere dann so den Verbrauch. Das, was sehr interessant ist, die Heizung war eine ganz schlimme Sache bei uns im Haus. Unsere Vorbesitzerin hat ungefähr für, 4.000 Euro im Jahr Heizöl gekauft. Oh. Hat sie. Das heißt, die hat um die 3.500 Liter Heizöl fürs Heizen und Warmwasser verbraucht. Die hat hier allein gewohnt und war immer auf Arbeit. Der hat also durchgeheizt. Jetzt, wo ich hier wohne und Optimierung betreibe und dämme und arbeite und so weiter, sind wir so weit, dass ich 400 Liter letztes Jahr drin hatte. 400 hatte ich noch. Und dann haben wir im September 1500 Liter gekauft, dass wir auf 1900 Liter hoch sind. Jetzt, Stand jetzt, haben wir noch 1600 Liter. Ein Jahr. Das heißt, ich habe knapp vielleicht plus minus 300 Liter mit Ungenauigkeit nur für Warmwasser und so gebraucht, aber Heizkosten fast gar keine. Einfach nur für die Optimierung, die Bude warm zu halten und so weiter. Muss aber aufpassen, dann wird es halt so schlecht. Ja, aber ne, verstehst du, das ist gut. Wir haben jetzt ein bisschen was nachgekauft, für falls der Winter hart wird, aber mein Haus hat noch nie unter 18 Grad gehabt, Sommer wie Winter. Das ist... Kein Schimmel und so weiter. Ich messe ja auch immer Taupunkt und Schimmelbildung und so. Was habe ich am Haus gemacht? Naja, erstmal, ich habe hier ja Trockenwände rein. Ich habe oben neue Rigipswände gezogen. Ich habe ganz neue Wände gemacht.
So, Tapete runter und neu verarbeitet mit IP81E und so weiter. Hab die Türen und die Türgummis neu gemacht. Hab das Dach komplett gedämmt. Alle drei Seiten. Hab hier unten den Überhang vom Balkon von unten gedämmt. Viel gemacht. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Haus jetzt viel trockener ist durch die Taupunktventilationssteuerung im Keller und im Dach. Und so tut man halt ein altes Haus ein bisschen pflegen, von marode zu besser. Na gut, man kann sich ein Haus auch nur noch leisten, wenn man es renoviert, ne? Richtig. Ah, du heizt mit der Technik komplett, kann man auch machen. Was ist EP81E? Es gibt verschiedene Putze. EP81E ist eigentlich ein Rauputz für die Außenwand. Aber die habe ich für innen genommen. Den tust du mit so einem Schwamm dann abschmirkeln, dass es so aussieht, als wenn da so kleine Bobbelchen rausschauen. Damit habe ich dann die Wände von außen und von innen gemacht. Also erstmal haben wir Türen und Wände rausgerissen und so solche und dann ist neu verputzt. Und dann habe ich die ganzen Wände quasi so mit dem Schwamm gemacht, dass das so eine raue Oberfläche bekommt. Das Ding ist aber sehr gut, was Hitze, also Isolierung mit angeht, wenn du es mit der richtigen Farbe streichst. Aha. Ja, da kannst du viel machen. Ich habe mich auch in verschiedene Mörtel und so weiter irgendwann mal eingelesen und gearbeitet. Das ist ganz lustig. Wenn man sonst nichts zu tun hat, aber als Hausbesitzer. Was habe ich für eine Heizung? Eine uralte Buderus-Ölheizung von 1998, bei der Tank die Opfernode fast durchgerostet ist. Ab und zu mal platzt das Ding mal und läuft aus, aber der Rost verschließt sich zum Glück wieder selber, denn wir können uns keine neue Heizung leisten. Ach du Scheiße. Ja, das ist dann cool, wenn dann unten der Wassertank einfach mal wieder explodiert, dann läuft das ganze Wasser wieder aus der Heizung, dann geht das Ding in Notbetrieb und schaltet sich komplett aus, kein Warmwasser mehr da. Dann muss ich schauen, hey, pass auf, ist das Wasser abgeflossen, hat sich der Rost unten schon wieder selber verschlossen, dann drückst du wieder auf Anheizen, dann fährt er wieder hoch. Weil klar, Wassertank ist fast durchgerostet, kannst du aber nicht ersetzen, müsstest eine neue Anlage für 30.000 kaufen, woher nehmen wir nicht stehlen. Lotto nicht gewonnen. Ja. Und wenn du irgendeinen Heizungsunternehmer fragst, die Rohre in diesem Haus, das Haus ist 1923 gebaut, die sind handgebogen. Also wenn du neue Anlagen hast, müssen auch alle Rohre noch eingebaut werden, weil keiner mehr Rohre per Hand biegt und so einbaut. Da sind solche Krümmungen drin. So, 2-3 Zentimeter. Ja. Das alte Haus von meinen Eltern hatte auch eine riesige Ölheizung, ständig auch die Elektronik kaputt. Und dann hatten wir zumindest noch einen Holzofen, der dann irgendwann wegen den neuen CO2-Werten dicht gemacht wurde. Und dann, wenn die Ölheizung aus war, komplett dicht. Und dann ist durch. Gebrauchten Kessel, wie kriegst du hier in der Grundkiste keinen gebrauchten Kessel, weil keiner mehr Öl oder Kessel so hat eigentlich. Mhm. Und also, brauchst du einen, der kompatibel ist auch noch. Ja, das schon. Mit was habe ich das Dach gedämmt? Na, pass auf. Ich habe das Dach von innen gedämmt. Das erste. Dann zwar erstmal Dampfsperre, doppelseitig durchlässige Diffusionsdampfsperre. Dann aufgedämmt. Dann nochmal Diffusionssperre. Dann OSB-Platten. Das an den kompletten Schrägseiten. Dann jeden Schlitz, natürlich vorher getaped und dann jeden Schlitz mit Dämmschaum ausgesprüht nochmal zusätzlich. Die Diffusionsfolie, deswegen altes Haus muss atmen. Und das in so Ausgangskapuffs am Schrägdach und dann nochmal den Boden auch. Und dafür habe ich erstmal den ganzen Dreckboden, ne, den Falschboden rausgeschaufelt. Tonnen an Falschboden rausgeschaufelt, dass ich da auch mal durchdämmen kann. Und dann wieder USB-Platte drauf und wieder gescheiten Boden gemacht. Zu schweißen. Ich kann erstens nicht schweißen. Wo hast du dich dafür informiert? Im Internet. Der Ort, wo die 50% sagt, du liegst richtig und die anderen 50%, du liegst falsch. Warum kann ich den Heizwasserspeicher nicht mehr? Erstens, dieses Modell wird nicht mehr gebaut. Haben wir drei verschiedene Heizungstechniken gesagt. Ich habe nicht einen Wasserspeicher so stehen, sondern die Anlage ist eine Kombianlage, die ist integriert, die sind so gesteckt übereinander. Der Raum ist aber auch eng. Der Raum ist 1 Meter breit und 2 Meter lang. Das heißt, ich könnte auch nicht einfach irgendeinen anderen stellen, weil die sind übereinander und da sind die Rohre und alles an einer Seite und auf die andere Seite kann ich nicht stellen, weil da die Abluft ist, dass man nicht stirbt. Was heißt, der Drunterstecken geht nicht, also müsste auch ein neuer Brenner her. Wenn ein neuer Brenner her muss, muss auch neue Rohre her. Dann brauchst du eine ganze neue Anlage. Und dann kannst du gleich umsteigen, wenn du so viel ausgibst. Ja. Und wir können so viel gar nicht ausgeben, weil wir so viel gar nicht haben. Wenn halt dann wird ab jetzt... Wo ist das Problem? Ein Warmdach umgebaut mit kostenlos bei eBay verschenkter alter Dämmung. Lücken mit Bauschaum dicht gemacht und voll drauf. Kannst du machen, aber alte Dämmung solltest du nicht kaufen, weil die zersetzt sich. Erstens kann sie auch. Glasdämmung oder Glasfolie-Dämmung und so weiter. Weißt doch nicht, wenn sie alt ist, ob Asbest drin ist. Wurde früher in allem verbaut, selbst im Mörtel war Asbest drin. Und das nächste, was du nicht wissen kannst, ist, wenn die alt ist, sammelt die schon. Die kann normal nicht schimmeln.
Aber wenn sich Staub und Dreck drin schammeln, kann im Staub und Dreck in dieser Wolle kann dann Schimmel entstehen. Und der kann dann als Spore auf die Balken gehen. Und dann kann das Ganze wieder scheußlich werden. Theoretisch hält sie ewig. Sie kann sich ein bisschen zersetzen, aber da drin sammelt sich halt dann der Dreck, der dann Schimmelsporen verteilen kann, wenn sie nicht komplett trocken bleibt. Oder war. Und das weißt du vorher nicht. Das ist das Nächste. Das ist halt, Dämmung ist so ein Thema. Und dann hast du eine normale Dämmung, hast du noch eine Unterdämmung eigentlich. Ja, ich musste trotzdem was kaufen. Als YouTuber ist mein Ersparnis... Ja. Also, ich bin glücklich, wenn ich am Ende des Monats mal auf allen Konten insgesamt vierstellig übrig habe. Also insgesamt. Haus nur das Nötigste heizen und dann schön Holz in den Kamin. Das könntest du machen. Problem ist, wir haben im Moment keinen Anschluss für einen Holzofen. Und nach den neuen Normen darf ich an den Kamin, so wie er steht, und den Abstandsregeln, ich kenne ja diese neuen Abstandsregeln, darf ich so jetzt gar keinen anstecken. Wenn, dann müssten wir dann, so wie der Kamin steht und so weiter, müssten wir quasi Fernseher und alles abbauen und dann weiter ins Wohnzimmer reingehen und dann da platzieren. Ist auch wieder so ein Aufwand. Ist die Frage, ob das dann noch als Umbau zählt. Das ist das Nächste. Beziehungsweise als, ob das nicht irgendwann dann eine neue Installation ist und dann ist so verkackt. Ja. Ja, das bei Neuinstallationen wird's, man hat manchmal schon Spaß. Hartschaumplatten, das geht auch. Die kannst du auch, dass du die neu drückst. Das sind Technikfehler doch einfacher. Ist ein saukomplexes Thema. Ich zum Beispiel, mein Dach belüfte ich auch hauptsächlich mit einer Taupunktventilationssteuerung. Das heißt, ich habe einen Sensor außen, einen ESP innen und habe einen Lüfter, Fenster rausgemacht, dafür einen Lüfter rein. Immer wenn die Luftfeuchtigkeit innen so ist, dass sie höher ist als außen und gleichzeitig die Temperaturgefälle so ist, dass sich Tropfen bilden könnten, wird Luft geblasen. Alle? Wo legst du... Red das mal fertig. Glaswolle ist Asbest? Nee, Glaswolle ist nicht Asbest. Nur in Glaswolle haben sie Asbest gemischt, in Eternitplatten haben sie Asbest gemischt, in den Mörtel, der in den Wänden ist, haben sie Asbest gemischt, in den Kleber, der an den Decken verbaut ist, haben sie Asbest gemischt, in die Farbe, die sie benutzt haben zeitweise, um die Wände zu streichen, haben sie Asbest gemischt. Ich habe mir viel angeschaut, manchmal 3-4%, kommt darauf an, ist es ein Festasbest, ist es ein feiner Asbest. Sie haben in fast alles, nicht gar, dass sie ins Essen Asbest gemischt haben. Asbest war die Wunderlösung für alles. Und du musst, wenn du ein Haus renovierst und reingehst, musst du eigentlich immer hingehen und herausfinden, aus welchem Jahr ist das Material, das dort verbaut ist. Oder du musst es zur Analyse eigentlich einschicken, weil in allem kann Asbest drin sein. Ja. Vor allem, wenn Renovierungen in den Jahren der 70ern durchgeführt wurden. Und dieses Haus wurde im Jahr 73 ausgebaut und erneuert zum Teil. Ja, da ist auch noch Asbest drin, weil war halt billig. Und gab es überall. Ja, oder wenn halt Sachen wieder schnell hochgezogen werden mussten. Mhm. Ne? Ja, Eternitplatten außen, Asbest. Wenn du heizen willst, Alex. Oh, schön, Stefan, ja. Ich kann dir noch ein paar Westmeers und Opterons ins Haus stellen. Nein. Die machen gut Wärme. 60er könntest du noch Glück haben, dass es asbestfrei ist. Das ist aber auch. Wann wurde Asbest hauptsächlich? 68, 69 kam es so auf. Und dann wurde es in den 70ern überall verbaut. Das Zeug ist übel. Ja, immer schon paranoid sein, wenn man den Boden abreißt. Bruder hatte da auch Asbest drunter und dann. Selbst wenn es Linoleum ist oder Kleber oder du sagst Fliesenkleber. Du, eigentlich musst du in der kompletten Schutzausrüstung das machen, oder? Mhm. Hat der Bruder hohe Entsorgungskosten gehabt? Entschuldigung, kannst du das mal wiederholen? Ich hab's gerade nicht gehört. Hat dein Bruder hohe Entsorgungskosten gehabt? Ich weiß es gar nicht. Die haben das Haus auf jeden Fall dann renoviert und dann haben sie es verkauft und sind umgezogen. Stefan, wenn ich das Geld habe, eine zu kaufen, ist das abgemacht. Wenn ich das Geld habe, eine zu kaufen, dann gebe ich im Stream Bescheid, dann ist das ausgemacht. Einfach abfackeln und neu bauen. Worauf ich aber mal meinem Bruder hinaus wollte, ich glaube, der hat einen Wasserschaden und mussten halt deswegen erst den Boden auswechseln. Meistens merkst du erst dann, du hast ein Asbesthaus. Ja, das ist noch. Ja, oder du weißt es und willst deswegen nichts anfassen. Wie war das, wenn du Asbest in Wänden findest, machst du zu und fasse nicht an? Ja, genau. Einfach wieder zumachen. Zumachen, nicht anfassen. Solange du es nicht anfasst, ist es nicht gefährlich. Ja, klar. Solange die Farbe noch nicht wegfrickelt, ja. Ja. Solange, mach es, Zuschauer, nie wieder an.
was ich gesehen habe, wie viele Häuser hier in der Nähe und die ganzen Platten wurden von Wänden abgenommen und dann einfach auf den Boden geschmissen oder einen Sack. Wenn ich gelaufen bin, bin ich extra Bogen ausgenommen, weil ich wusste genau, was das ist und was die da gerade machen und dass die nicht verstehen, was die da gerade machen. Super. Mhm. Ja, in Bayern wird sehr viel verbaut auch. Vor allem Industriestädte. Ja, wenn man die Fasern zerstört. Das Ding ist, durch Dekomposition der einzelnen Stoffe können die Fasern auch so frei werden. Das heißt, wenn Asbest in etwas verbaut ist, was zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung deteriorated oder durch Alterungserscheinungen dann kruspelt oder bröckelt, dann setzen sich die Fasern halt leider von allein frei. Beton ja auch. Das ist sehr geil. Asbest war ja an sich eine gute Idee. Oder hat zumindest so gewirkt. Kontergan war auch eine gute Idee. Ja. Ja. Also auch meine Amalgamplomben waren eine gute Idee. Okay. Andersrum, es war eine Entdeckung, die hat halt viele positive Effekte gezeigt. Auch Uran ist ein Naturprodukt. Ja. Uran sah auch mal gut aus. Leuchtet schön, verbaue ich, ne? Ja, ich mach mal, wie viele Leute haben Rauchglas zu Hause stehen? Bei wie vielen Omas und Omas findest du noch Schüsseln oder Rauchglas? Wo findet ihr mir das noch überall? Wie viel Schwermetall ist da drin? Alle. Gegenteil von keine. Ne? Also ja, Menschen lernen halt erst nach und nach, ne? Ich sag ja, PFAS hatten wir auch als Thema, eine der vorigen Streams. Man will einfach hoffen, dass man Sachen nicht so schnell hochhält heutzutage. Richtig. Es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen will als Hype, bevor wir heute so langsam rausgehen. Passt auf. Ich weiß nicht, ob es die Jungs interessiert, aber mich interessiert es auf jeden Fall. Leisten kann ich mir das nicht. Das ist schon lang vorbei. Leisten kann ich mir das nicht. A9? Die neue Sony A9 III. Möchte ich auch. Ist die erste Consumer-Kamera, die einen Global Shutter hat. Das heißt, wenn ihr euch bewegt, verzieht das Bild nicht so schräg. Ne? Ihr kennt schon dieses Wobble. Das macht es nicht, weil es hat einen Global Shutter. Der Autofokus misst 120 Mal pro Sekunde und das Ding nimmt in 4K 120 Bilder auf. Das heißt, du kannst Ultrazeitlupe oder Normalfotografie auch ohne Flackern, ohne schräg und immer scharf. Das ist der beste Autofokus, der bis jetzt auf dem Markt ist. Und das 120 Bilder RAW-Format pro Sekunde. Auf 4 unterschiedlichen SD-Karten. CFast-Karten oder normale SD-Karten. 4 gleichzeitig? So Red Eye. Ja, 4 gleichzeitig. Weil die Alpha... Nice. Ja, gut, die liegt da hinten. Die Alpha 7 Pass Mark auf. 3, die kann 2 gleichzeitig. Das Ding wird jetzt absolut gehypt. Vollformat mit nahezu perfekt. Das Ding ist noch nicht mal auf dem Markt. Ne? Die Tune noch. Das wurde jetzt nur die Version 0.8 vorgeliefert. Aber im Consumer-Markt für so einen günstigen Preis, 7.000 Euro, sind super günstig. Ziemlich günstig für, ja. Das ist 6K Downsampling auf 4K 120. Ohne Wobble. Also wenn du bewegst, du kannst bewegt filmen damit endlich, ohne Probleme und ohne Crop. Und du hast nicht diese ganzen Unschärfe-Artefakte oder so, sondern hast immer scharf. Der Autofokus. Die haben, Alex. Also jeder Hardware möchte die haben, oder? Ja, Hardware. Okay. Nice. Das Ding hat einen Autofokus. Du musst mal überlegen, der war ja so schon immer gut mit diesen 900 Bildpunkten. Der hat jetzt noch mehr Bildpunkte und macht das 120 Mal pro Sekunde. Das heißt, du bist nie mehr unscharf. Jeder Schuss ein Treffer. Und wenn du dann, du kannst deine Bilderserie fahren. Ne? Du drückst auf Ausnahme, du hast jetzt Fußballer oder Kinder oder Hunde, die vorbeilaufen, 120 Bilder die Sekunde. Scharf. Das ist halt. Deswegen brauchst du auch 4 SD-Karten. Also ich werde diese Kamera niemals besitzen. Außer vielleicht in 9 Jahren, wenn sie dann günstig auf eBay ist. Ich würde gerade sagen. Irgendwann so in 9, 10 Jahren, aber ne? Oder Third Hand. Das werde ich mir nie leisten können. Aber sehr geile Kamera. Ich wollte nur mal sagen, dass das, falls jemand da draußen was beruflich macht oder sowas nutzen muss, das ist ja krass. Mit 5 GHz WLAN übrigens. Ne? Kannst du übrigens mit diesen Dingern jetzt mittlerweile direkt streamen. Und eine Verschlusszeit von 1/80.000 Sekunde. Wenn du damit irgendwas aufnimmst, ne? Wie Stop Motion, Zeitraffer oder so. Oh, Alter. 80.000 Sekunde, eine 80. Millisekunde. Ja, Objektive sind in der Hinsicht wieder egal, das ist ja weiterhin E-Mount. Zum Beispiel jetzt hier das Objektiv, mit dem ihr unsere Videos immer seht, das ist auch nur ein 1800 Euro Sigma Objektiv. Und das, was ihr hier gerade habt, ist ein Sony Stock, das hat 500 Euro gekostet. Es ist zwar ein Zeiss, aber ein Sony Stock Rebuy gekauft. Das ist für Kamera und Fotografie ja nichts. Und deine Objektive wandern ja immer von Generation zu Generation mit. Du haust ja deine Objektive. Solange sie die Auflösung unterstützen, ja.
Ja. Also die Objektive, die ihr seht bei unseren verschiedenen Kameras, auch wenn ich jetzt hier rübergehe. Wobei Autofokus manchmal andere Ansprüche hat an das Objektiv. Ja, es kann auch sein. Aber selten zeige ich zum Beispiel die Cam. Wenn du hingehst, das hier ist ein Samyang-Objektiv, das ich mal bei Rebuy für 300 Euro gekauft habe. Gut, ist die Frage, wie repräsentativ das jetzt mit 12 Mbits Re-Encoding und so weiter ist. Ja, warte mal, ich mach mal Helligkeit ein wenig höher. Ich habe ja hohe ISO bei der R3. Also, das hier ist ein 300-Euro-Objektiv. Und es sieht Teams, gut aus. In Teams siehst du gerade aus wie Pixelbrei. Echt? Warte mal, ich ja. Geh mal ein wenig mehr ins Teams. Das ist halt Teams. Nee, das ist das also Microsoft. Schau dich das Pro und die Unschärfe an. Wenn du so ein 200-300-Euro-Objektiv drauf knallst, selbst das ist bei so einer Kamera eben da. Die hier übrigens. Die habe ich nicht zu Release gekauft, die habe ich für 1700 gekauft, diese Kamera. Die hat 5000 gekostet bei Release, die A7 III R3. Ne, weil sie 48 Megapixel bietet. Das ist die, mit der ich die ganzen Fotos mache. Weil sie eben 48 Megapixel hat. Aber die nimmt man nicht zum Streamen oder so, weil die ist viel zu verrauscht. Deshalb nehme ich die alte R3, denn die hat 24 Megapixel, einfach mehr Lowlight-Performance. Du siehst gerade so flach aus in dieser Kamera dadurch, durch den Kontrast. Aber wenn ich jetzt hier näher rangehe, schau dich mal die unscharfe Bokeh an. Ist halt, ne, auf der Cam. Okay. Die gehen ohne Ränder. Wie heißt das eigentlich? Bokeh? 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 Bokeh im Deutschen. Bokeh ist okay. Schmeckt auch gut beim Wein. So, ich denke mal, für heute ist mal gut. Jungs, wollt ihr nochmal irgendwas schön... Ah, warte mal, nehmen wir die gefällt mir viel besser. Wollt ihr nochmal schöne sagen? Guck mal, jetzt muss ich mich schon wieder schieben, weil Alex nicht framen kann. iMessage ist es nicht mehr closed. Apple wird RCS verwenden. Ja, ist mir egal, ich nutze zum Glück kein Apple. Dankeschön. Nee, mich. Aber wenn irgendjemand so auf iMessage plädiert, ist einfach schön. iMessage. Ja, hast du zum Glück in Europa gehen. Nicht so. Ja, außer, außer bei Arbeiten. Also, wenn die Firma das Ökosystem der Apple nutzt. Das ist super. Selbst dann nicht. Dankeschön, Stefan. Bin ich hier. Ja, also, nee, wenn ich mal Geld habe für eine Heizung, bist du der Mann. Also, sobald ich mal Geld habe für eine Heizung, gerne. Ne? Weil das ist immer wichtig, aber ihr kennt es doch. Sieht immer nach viel aus bei mir, aber ich spare an allen Ecken und Enden. So sollte man es auch eigentlich machen. Man weiß nie, welche Kosten auf einen zukommen. Ob man dann wieder Moritz sich Juniper Switch holt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Überhaupt nicht. Gar nicht, was du hast. Bald, irgendwann haben wir 100 Gigabit Uplinks, Alex. Das. Völlig nützlich. Stefan, ich gebe die Kontaktdaten weiter, danke. Herzlichen Dank. So, jetzt kann jeder von euch nochmal was raushauen. Entweder eine Filmempfehlung, eine Buchempfehlung, Alex. Irgendwas Schönes zum Wochenende ausklingen. Wir fangen von links nach rechts an. Das ist eine super Überraschung. Der Julian muss jetzt rattern. Was kann er sagen? Empfiehl mal was für unsere Zuschauer, dass sie das Wochenende schön genießen können, was sie vielleicht nicht auf dem Radar hatten. Oh, ich habe eine Empfehlung. Für Good Times. Ah, ich habe was. Nö, fällt mir jetzt so nichts ein. Echt, du hast keine Good Times, du hast im Hintergrund Minecraft. Nimm doch wenigstens. Such, komm. Irgendwas Cooles. Hey, fällt mir jetzt so ad hoc nichts ein. Mehr Druck. Julian, komm. Wieso mehr Druck? Komplett aus dem Leben geschallert. Nein. Er ist raus. Okay. Lukas. Half-Life 1 sich angucken. Ich dachte, Valve hat einfach nur plump Half-Life 1 gratis gemacht. Nö, die haben CD-exklusiven Content aus irgendwelchen obskuren PC-Magazinen draufgeklatscht. Die haben Bugfixes rein. Also, sie haben einen riesigen Changelog rausgehauen. Die haben Steam Deck kompatibel gemacht. Die haben es für 16:9 optimiert. Also, ich will nicht wissen, was das für ein Aufwand war. Eine Hölle. On it. Schau ich mal an, dankeschön. Die gab es eigentlich, aber Half-Life 1 war jetzt 2 Tage verbuggt. Du konntest es nicht kaufen. Nein, der Get Now-Dings hat einfach gefehlt. Sehr, sehr gut. Alex, wir haben. Was? Du bist dran. Wir haben vorhin über Starlink geredet. Ich habe dir ein Video geschickt auf Telegram. Ja, das leite ich an die Leute weiter. Das empfehle ich. Ah, sehr gut. Und nächste Woche wird interessant. Da rede ich vielleicht ein bisschen über Netzwerk. Oh, also diesen Link hat er Moritz empfohlen, das ist sehr lustig. Inwiefern Netzwerk, was du dir wieder kaufst? Auch was ich mir kaufen will, aber auch was wir machen im Hintergrund mit dem ASN. Ich gebe euch jetzt, Moritz, ich gebe euch jetzt was durch.
Erzählen Sie. Und zwar ein Kanal. Also ein Kanal, den niemand kennt. Das ist der bösartigste, sarkastischste Nerd, den ich jemals getroffen habe als Comedian. Okay. Genießt es. Die Shorts sind okay, sind auch lustig. Schaut euch einfach an, der ist böshaft, sarkastisch, klug. Also wirklich, der ist schnippisch auf Zack. Ich konnte gestern anders, muss man angucken. Großartiger Comedian, großartig. Fast zu bösartig, aber so an der Grenze. Der ist sogar heftiger als der Sumunchu. Für einen Ami? Den kenne ich doch nicht. I love. Ja, von euch würde ihn niemand kennen, schätze ich mal. Also, na klar, gute Comedians werden natürlich bekannt, aber schaut euch an, ich finde ihn großartig. Ich würde auch, wie Onkel Roger, ich würde auch da zum Auftritt hingehen. So, habt ihr noch was für die Jungs und Mädels? Das ist ein kleiner Comedian, 850.000 Abos. Ja, der ist erst gewachsen in letzter Zeit. Für Englisch sprach ich nicht so viel, aber trotzdem. Ja, für Amiland ist das super klein. Naja, es reicht, um davon zu leben. Ja. Aber der hatte gar nicht mal so viel Content. Nee, deswegen, den Kanal gibt's nicht lang, der ist dann explodiert. Das ist ein kleiner Comedian, der jetzt im Netz explodiert ist. Oder explodiert gerade. Oh. Deswegen wird ihn bei uns noch kaum jemand kennen, aber ich fand den halt ziemlich cool. Bin drüber gespannt. Ne? So, lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. Falls euch noch Content von uns fehlt, eine neue The Geek Freaks Podcast-Folge kommt. Diesen Sonntag. Am Sonntag. Geht um supergeil. Mond oder so? Mond und Riesen, die verschwunden sind und so Zeugs. Die wird lustig. Also schaut es euch an, hört es euch an, zieht es euch rein. Und natürlich, wenn ihr unserer Community beitreten wollt, Discord. Einladungslink ist hier immer irgendwo und fliegt herum. Und falls ihr, der Lukas hat gemeint, unser Link ist, das geht nicht, das ist viel zu übertrieben. Aber wir haben halt nun mal sehr viel für euch zu bieten. Das heißt, wenn ihr mehr TGF-Stuff haben wollt, dann könnt ihr euch jederzeit und solltet ihr euch diesen Stuff auch reinziehen. TGF, hier, Social Click, gibt's alles, was ihr euch vorstellen könnt. TGF.click/social. Ja, schaut euch an, das ist alles dabei. Da gehst du drauf, da freust du dich, schau mal. Boah, überall mal ein bisschen was entdecken und ausprobieren. Ja, die ganz unten, die letzten drei Links, die werden bald repariert. Die werden bald gefixt, das stimmt. Aber die anderen gehen halt alle. Sobald das neue Netzwerk steht und mich das nichts mehr kostet, dann gibt es die bald wieder. Ja, und hier ist Werbung, das ist auch gut. Und dann die Webseite und Twitch und Instagram und Reddit. Alles mal durchklicken, sich überall mal wohlfühlen. Da ist auch unser Forum drin, falls ihr Fragen habt. Ist das nicht schön? Gönnt's euch. Genau, und alle, die jetzt im Stream sind, schreibt einmal ein Hallo an alex@thegeekfreaks.de. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. Seid froh und mehret euch, seid glücklich und seid lieb zu den Leuten, die ihr liebt. Denn das ist alles, was einem bleibt. Das letzte Hemd hat keine Taschen und Materielles ist eh egal. Das Leben hat nur Bedeutung mit allen, die es eben mit denen ihr es teilen wollt. Weil schon so Leuten wie denen hier, mit denen macht es Spaß und mit euch. Da fühlt man sich doch ganz anders, als wenn man die ganze Zeit nur rumhockt und nur Technik kauft. Die Technik ist auch schön. Ne? Aber nur, wenn man es mit jemandem teilen kann, finde ich. Wholesome. Ne? Sowas braucht man heutzutage. Es gibt viel zu viel negative News. Ich weiß, es sind negative News, dass wir jetzt hier unseren Stream beenden, aber war auch trotzdem schön. Warte mal, ich mache es jetzt modern. Moritz, ich muss nämlich gar nicht mehr runtersliden. Ich habe ja mein System umgestellt. Ich kann jetzt hier eine Taste drücken. Ja, du musst mir trotzdem Bescheid sagen, weil ich muss jetzt trotzdem hier hin und hier auf Stopp drücken. Warum? Wir nehmen jetzt den Stift. Ja. Und mit diesem Stift drücke ich die Taste, die den Stream beendet. Das ist auch gut, oder? Nee. Drei. Tschüss. Zwei.